Find a love and back to the streets. I know we see you wanna love it. Gotta go and edge it on Riyadh. To love the scenery. Wie geht's weiter? Ich weiß nicht genau. Eye of the Tiger, ne? Yeah, Eye of the Tiger. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Deutschen mit meinem fantastischen Partner Cheyenne, der schönste Mensch der Welt. Und wir haben ihn hier, fresh aus Riyadh, der zukünftige Heavyweight Boss, Überendgegner, Agent Kabale. Was cracking. Dankeschön, Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja, also erstmal Respekt. Dankeschön. Wirklich Respekt. Ja, weil du alles umgesetzt hast, was du von mir gelernt hast. Ja, das ich habe ich mir vom letzten Podcast habe ich mir alles mitgenommen. Das. Umsetzen. Guck mal, du warst in Saudi-Arabien, ja? Kämpfst und denkst daran, wieder hierher zu kommen? Ja. Das wird nicht jeder machen. Warum nicht? Ich hab, guck mal, er hat mir vorher geschrieben gehabt. Ihr habt mir beide geschrieben. Ja. Weißt du, ihm hast so, du geantwortet, mir nicht. Ja, das Ding ist das hier. Ey, ich höre, meine Nachrichten sind so untergegangen und dann irgendwann habe ich so, hat sowieso auf dem Schirm gehabt, wieder mal vorbeizukommen. Und da habe ich ihm, ey, Bro, wie sieht's aus? Dann guck ich so, ey, er hat mich schon geschrieben gehabt, willst du vorbeikommen? Und ich hatte aber eine andere Nummer. Wir waren da noch nicht so connected. Ja. Da hat er mir seine WhatsApp-Nummer geschickt. Also, ey, ich habe dir eigentlich geschickt, hat er mir das Video geschickt, was er gemacht hat am selben Tag. Du hast seine WhatsApp-Nummer? Krass, ja, das kriegen so. Eigentlich nur so Leute, die so Spider-Man-Figuren sammeln. Und so. Ja. Aber das ist krass. Die sagen so, ey, hast du neue Batman-Cape gesehen? Ja. Das ist so aus Teflon jetzt gemacht. Ja, ja, ja. So, ja, krass. Ja, der ist so ein Typ. Ey, das Geile ist, Agit ist, also erstmal hat sich das bestätigt, was, wo du sagst, das stimmt nicht. Jeder, der bei uns war, wird erfolgreicher, nachdem er bei uns war. Ja. So, erstens. Also, Agit. Agit war in Saudi-Arabien, meine Damen und Herren, für die Nicht-Box-Fans, die hinter dem Mond leben. War in Saudi-Arabien, in Riyadh, hat eine auf der Fightcard von Anthony Joshua gegen Otto Whalen und Joshua Whalen, Wilder und Parker. Wilder gegen Parker, ganz große Kämpfe, Dubois gegen Miller, Dimitri Bivol hat gekämpft. Genau, gegen Arthur. Und da hast du eine Sensation geschafft. Genau. Die keiner erwartet hat. Ja. Also deine Liebsten, deine Freunde, die an dich geglaubt haben, deine Fans sowieso, alle, aber außenrum hat das irgendwie keiner erwartet. Nein. Dass du das Ding auch noch vorseitig, ne? Das war, glaube ich, genau. Das war überraschend. Also wenn man jetzt. Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sind die Deutschen. Und zwar wollten wir euch mitteilen, dass wir im November auf große Arena-Tour gehen werden, ja? Yes. 6 Städte. Genau. Es wird eine Entertainment-Show, die es in sich hat. Also wir werden nicht einfach nur sitzen, das denken ja viele, und nur podcasten, sondern da ist alles dabei. Gesang, Tanz, Theater, Akrobatik, Explosionen, Kampfsport, Schlittschuhlaufen, Zirkusartisten werden erscheinen, Superhelden, Actionstars, Musiker, ja? Holt euch auf jeden Fall Tickets. Den Ticketlink gibt es in der Beschreibung. Wir freuen uns übertrieben auf euch. Und mein fantastischer Partner wird euch sagen, wo wir diese 6 Arenen bespielen werden, zu welchem Datum. Genau. 21.11. in Oberhausen. 22.11. in Hamburg. 23.11. in Berlin. 27.11. in München. 28.11. Stuttgart. Und 29.11. in Frankfurt. Tickets ab 35 Euro erhältlich. Hier in der Beschreibung. Draufklicken. Gönnt euren Familien was, schenkt das ein bisschen rum und wir sehen uns auf der Tour. Wir freuen uns und jetzt geht's weiter mit unserem geilen Gast Agit. Die Folge ist brutal. Peace Ciao. In the Middle East. Ich glaube, das ist ja das Lustige, die meisten Leute, die halt vorher sind ja Videos von meinem Gegner entstanden, wie er so mit dem Hammer sich auf den Bauch schlägt und da sind so Trainingsvideos von ihm, wie er gegen die Pratzen haut, gegen Sansa haut und siehst du die Kommentare halt, ey, Agit geht K.O., Agit geschlafen, dritte, vierte, fünfte Runde. Und dann weißt du, diese russischen Trainingsvideos, die sind ja genau immer so vom anderen Schlag. Ja, die denken so Sowjetunion. Und Deutschland ist auch mittlerweile, wir sind in Deutschland angekommen, was ich sehr, sehr schade finde, dass zum Beispiel in Deutschland, wenn ein Sportler oder jemand, der in der Öffentlichkeit einen Traum hat, der darf seinen Traum nicht ausleben oder der Traum wird ihm nicht gegönnt. Die verstehen das nicht, dass wir Sportler mit diesen Zielen leben. Dass wir quasi den Kampf sehen und es ist egal, wie stark er ist oder egal, wie groß den jemand sieht, aber du glaubst doch an deinen Traum. Ich glaube doch daran, ihn zu schlagen. Es wird aber trotzdem von anderen fremden Leuten immer schlecht geredet, kaputt geredet. Nein, er geht schlafen, er geht K.O., er geht so. Ja, und dann kamst du zurück. Und dann Leber King. Und dann muss man natürlich auch. Das war lustig, ne? Der Leber King. Der Leber King. Aber der echte Leber King.
bisschen höher. Also stell ihn höher. Ah, okay. Ah, okay. Aber nicht so, ich will sein schönes Gesicht sehen. Ja. Weil die anderen Gäste sind hässlich, der nicht. Okay, korrekt. Korrekt, sagt er noch. So, ja. Also, okay. Guck. Es ist ja so, niemand hat ja gedacht, dass du gewinnst. Mic check, mic check. Okay. One, two, one, two. One, mic two. Check, one, two, one, two. Okay, bevor du da jetzt das ansprichst, ja. Ich sehe, du hast uns was mitgebracht. Was ist das? Also ich habe es nicht mitgebracht, die Jungs haben es mitgebracht, die mit mir hier sind. Die haben euch, das sind Zimtschnecken, glaube ich. Wow. Und mit verschiedenen Füllungen, das ist hier Cinnamon, kennt ihr das vielleicht? Ja. Und das ist auch ein, Rolls. Ja, das ist sehr, sehr lecker. Kannst du uns gerade geben, bitte? Die Jungs haben, guck mal, die Jungs haben gesagt, ey, weißt du was, wenn wir da hinfahren, bei uns Kurden ist das ja nicht so, wir kommen mit leeren Händen an. Ja. Die Jungs hier, ich habe einen Freund, der ist Iraner, Caro, der hat gesagt, ey, weißt du was, und die hat auch, die haben gesagt, ey, weißt du was, lass uns den Jungs bitte was mitnehmen. Als Geste, und ihr habt auch 100k Special, glaube ich. Wow. Ja. Ja, haben wir. Ja, guck. 100k Special. Ja, haben wir. Echt? Ja, ich hab's ganz schön die 100.000 Abonnenten. Boah, wie arrogant, ey. Der so, haben wir? Ja, ich hab's ganz schön bekommen. Wow, was habt ihr alles mitgebracht? Das sieht sogar qualitativ hoch aus. Sehr, sehr lecker, ehrlich. Da kann Cheyenne noch fetter werden, das ist gut. Ich spiel doch jetzt Tennis. Ey, sehr, sehr, sehr lecker, sehr, sehr lecker. Also wenn ich so manchmal, was heißt Cheat, wenn ich so zwischendurch geht auch diesen Maximum. Das sieht zu schade Kinder, aus, um das Kinder, zu essen. Eine Kinderbueno, das ist Next Level. Fass nichts an davon. Pistazie. Wie, fass nichts an? Nichts anfassen, lass das erstmal so. Willst du es essen? Willst du es jetzt essen? Wir essen das gleich in Ruhe. Mit deinen iranischen Fingern. Wenn du da reingreifst, verwest so alles. Araber. Ja, 200 Jahre ich sag gelebt, ja immer. Ich sag ja, er schießt immer gegen Iraner oder gegen Kurden. Ja. Bruder. 200 Jahre Zelt gelebt. Ja. So ist das Ganze voll. So, Dankeschön vielmals für diese schöne Danke Geste. Danke an Agit und Agits Freunde. Ja. Und danke für die 100.000 Abonnenten, ja? Ja, vielen, stark. Vielen Dank. Ich hab's gar nicht mitbekommen, Alter. Ja, klar. Aber du, dass Batman Returns wieder neu aufgesprochen wird mit neuen Synchronsprecher, das weißt du. Aber unsere eigenen 100.000 Abonnenten kriegt er nicht mit. Was will er machen? Ist so krank. In seiner eigenen Welt. Ich sag, gibt es eine neue DVD, aber mit den alten Synchronsprechern, die muss ich unbedingt haben, weil die neuen gehen mir so auf den Sack. Ich sag ja, es ist so, wir haben auch, ich habe auch so ein paar Jungs bei mir, der ist so auch so vom Typ her so Licht an, bei bestimmten Sachen Licht an, aber keiner zu Hause, aber so Sachen, wo es unnötig ist, so, da weiß er alles. Ja. Ey, geil. Ey, vielen lieben Dank, Dankeschön, das ist auf jeden Fall echt eine schöne Geste. Liebe geht durch den Magen. Du hast eben gesagt, viele Leute missgönnen das. Also die glauben nicht an deinen Traum und die wollen dann, dass der Typ selber auch nicht an seinen Traum glaubt. Nein, abgesehen nicht nur an meinen Traum. Ich sehe das ja bei mehreren Leuten. Wenn jemand sobald in Deutschland in einer Hinsicht erfolgreich ist oder an seinen Traum festhält und versucht, seine Träume zu verwirklichen, wird etwas direkt schlecht geredet oder wird direkt... Ey, ist eine Neidgesellschaft. Nein, aber es ist übertrieben. Auch die Jugend, das ist so ein richtig so ein Virus, was die Jugend auch beeinflusst, aber auf Extrems. Ne? So, du musst überlegen, Kinder, die so 12, 11 Jahre sind, die verstehen nicht, was die jemanden, der auf so einem Level ist oder jemanden, der so erfolgreich ist, was sie vielleicht mit dem, ey, ich bin stark, weißt du, ich meine so, ich komme so von der Straße, ich habe alles gesehen, so, aber stell mal vor, jemand hat das nicht so und danach kriegt er, liest ja so Kommentare, ey, der geht K.O., der verliert, der kann doch nicht, ist ein Lutscher. Verstehst du, was ich meine, was passiert das? Oder es kann auch sein, wenn Leute, die so eine Mentalität eigentlich haben wie du, mit dem, wo du herkommst, kann ja auch sein, dass das schlecht für die ist, weil die dann ausrasten und dann jeden Kommentar suchen lassen, der kommentiert nein, hat. Bei uns nicht so. Nein, bei uns. Das war früher mal, aber jetzt nicht mehr denkst so. Denkst du, dass das Negative, was du gerade ansprichst, in Europa, in Deutschland sehr krass verbreitet ist? Oder denkst du, dass es auch in Amerika? Weil in Amerika, feiert das auch so, wenn jemand so Geld macht, Moneymaker. Das ist ja schon so auch so eine Erfolgsgeschichte dann auch immer so. Das hast du überall eigentlich. Aber ich sag ja, was halt mir, ich lebe ja hier nur in Deutschland und kann ja nur die Kommentare hier sehen, was hier abgeht. Und deswegen, und das sind auch meistens halt, wie gesagt, das jüngere Publikum, ne? Das sind ja auch keine Erwachsene, also nein, mittlerweile ein erwachsener Mensch kommentiert auch nicht, hat doch gar keinen Sinn. Sehr selten. Bei Facebook machen die das. Ja, das stimmt. Die haben ihre eigene Community. Die sind auf Facebook Community unterwegs. Und sind auf Facebook unterwegs. Guck mal, ich denke ja auch immer, auch wenn jemand eine Leistung, also du musst das doch respektieren, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich will die Goldmedaille in der Olympiade holen im Sprint. So, dann, und der trainiert und er arbeitet hart dafür, dann muss man das doch respektieren. Weil der macht das doch besser als er. Und selbst wenn er es versucht und nicht schafft, er hat es wenigstens versucht. Ja, aber der Typ, der das schreibt, sitzt in der Shisha-Bar, sagt, ich wäre fast Profi geworden, aber dann Knie verdreht. Das hast du überall. Ich und der ist so fett. Früher war es bei mir so, ich habe mich geschämt,
wenn ich irgendwo ankomme, das war jetzt vor 4-5 Jahren, wo ja. gesagt, ey, ich bin Profiboxer. Ja, Bruder, ich habe auch geboxt, ja, ich war auch stark und der andere auch. Hast du so 100 Boxer gehabt in der Café? Jedes Boxen. Ich, ich boxe nicht mehr. Ja. Ey, ich hab damit nichts mehr zu tun. Ey, das war so schlimm. Da musste ich mir die Storys zu. Nicht mal böse gemeint, sag ich mal so. Aber ich musste mir die Storys mir dann anhören. Ist so, okay. Ja, weil du die denkst. Weil die das Sache. Guck mal, weil die Leute denken heute, irgend so ein Typ, der in der Shisha-Bar den ganzen Tag hängt, denkt, weil er zweimal die Woche zum Training geht, ist er ein Profi-Boxer. Nein, dann wollen die mir noch Tipps geben. Ey, du musst so machen, weil das Profi-Geschäft ist dreckig. Yeah. Du musst mit denen arbeiten. Und dann sagst du, ach. Glaub mir, ich habe auch nicht geschafft, es, bei dir wird schwer. Ja, ja, versuch das auf dich zu projizieren. So das, was er nicht hinbekommen hat. Und dann denkst du dir, ey, du, da ist ja so viel, also vor allem im Hochleistungssport, egal ob du Profifußballer, Profiboxer bist, da ist ja so viel Leistung, die du bringen musst. Druck, mentaler, körperlicher, was du alles opferst. Ich glaube, das ist sogar, wenn man hinter die Fassade guckt, ich glaube, das ist sogar am schwierigsten, ne? Weil es ist die Schattenseite der Medaille, ne? Ja. So, du hast so einen krassen Erfolgsdruck, ne? Jedes Mal Leistung zu bringen. Du hast ja, das ist ja wirklich, trainieren tust du, du trainierst, du nimmst eine Motivation mit, du gibst 100% im Training. Abgesehen davon, mental fit zu sein, ich glaube, das ist 70% der Miete. Ja, das ist ein bisschen anders als beim Fußball oder so. Ja, voll. Fußball hast du erstmal noch 10 andere. Ja, ja, und beim Boxen bist du alleine. Aber das ist der Unterschied. Du sagst ja auch immer, ey, wenn du, das ist jetzt der berühmte Spruch, den habe ich mir da gesagt mal, weißt du, am Ende des Tages, ja, Fußball spielst du, Basketball spielst du, aber du wirst Boxen niemals spielen können, weißt du, ich meine? Ja. Du kriegst einen auf die Fresse. Ja. Und es ist auch was halt so. Anderes, es ist was anderes, auch so von der mentalen Last, die auf dir ist, es ist was anderes, wie wenn, ey, ich krieg mit meiner Mannschaft 2 Tore rein, wie wenn du sagst, ey, vielleicht wird mir der Kiefer heute gebrochen, vor 10.000 Leuten, vor Millionen Leuten vom Fernseher, und dann, du weißt ja, wie ekelhaft die Leute sind. Weißt du, jeder schreibt ja, haha, gut, dass du auf die Fresse bekommen hast. So, die Leute sind das, ja, das machen nur deine Landzeiten. Ja, die sind wirklich, 100%. Ich bin Deutscher. Ja, ja, 100%. Ich bin die kommentieren direkt. Ich, ja. Ja. Aber ich sag ja, du kannst beim Fußball 10 Tore machen, ein Gegentor kassieren, hast du 10-1 gewonnen. Beim Boxen kannst du 10 Runden gewinnen und einmal ein K.O. kriegen und dann ist Feierabend. Ja. Reda, ja, sein Mikro. Ja, wieder schon wieder, ey, mein Mikrofon will nicht. Der hat keinen Bock auf mich. Das rutscht immer. Aber ist kein Problem. Du musst das ein bisschen nach hinten machen. Weil das Gewicht nach vorne runterzieht. So? Jetzt einmal das nach hinten schieben. Genau. Das nach hinten jetzt rein? Ja, warte, der muss ja erstmal. Nein, rein. Weiter, das hier. Ja, jetzt. Dann verlagert sich das Gewicht nicht mehr so weit runter. Genau, weil das hinten muss länger sein. Iraner, siehst du? Ja. Wir haben Gebäude, Architektur erfunden. Hier jetzt festmachen? Ja, ihr habt Architektur erfunden. Ihr habt Atmen erfunden. Ja, klar. Genau, und Wasser. Ja. So. Wir haben es erfunden. Nicht kaputt machen mit deiner Kraft. So, jetzt perfekt, glaube ich, oder? Ja, jetzt mal gesagt. Das muss aber so ungefähr in deiner Mundhöhe sein. Ja, alles gut. Genau. Ich glaube, das ist gut, ne? Ich kann mir ja nicht vor. Also wusstest du erstmal, als du den Gegner bekommen hast, ne? Und dann, es war ja so, das wissen wir auch alle, dass du eigentlich für ihn als so Futter präsentiert wurde. Ja, als Aufbaugegner. Aufbaugegner würde ich nicht sagen, weil Aslanbek Mahmudov wurde quasi sowieso in allen Weltverbänden, war er ganz, ganz weit vorne. Ja. Es war bei ihm, glaube ich, Frage der Zeit, dass er einen WM-Kampf bekommt. Ne, also, weil wie gesagt, die meisten, die da oben waren, in der Top 5, Top 6 der Welt, die wollten die ganze Zeit gegen ihn nicht antreten. Ja. Es wurden Börsen geboten, es wurde nicht angenommen. Und bei mir war halt das Problem, ich wollte immer eine Chance da ganz oben, also eine Chance bekommen, dass ich gegen die Besten der Welt boxen kann. Und irgendwann war es so, wo das Angebot auch kam, es kam ja nicht direkt über mich, es kam über meinen Coach. Die haben meinen Coach angerufen und mein Coach dachte, wie bei AJ, weil wieder da, das einfach mal kommen. Die schmeißen einfach mal ein Angebot hin, ob das funktioniert oder nicht, wissen wir ja nicht. Ja. Hat mein Coach direkt zugesagt, ohne großartig mit denen über Börse zu verhandeln, hat mein Coach gesagt, okay, wir machen es. Direkt der erste Anruf. Und die haben wahrscheinlich gedacht, du bist nur ein Stepping Stone. So. Genau, und die dachten, ey, krass, er hat einfach zugesagt. Wir haben nicht mal über Gelder gesprochen. Und danach haben wir über Gelder gesprochen, dann war alles fix. Und das war für mich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Geschichte über Riad anfangen, das war auch ein bisschen so ein Tür- und Angel-Ding, ne? Bei mir stand erstmal Termin Bochum fest, 23. Dezember. Ich sollte eigentlich wieder in Bochum boxen. Ja. Dann haben die quasi die Saudis sich gemeldet. Und haben dann 6 Wochen vor der Veranstaltung in Bochum haben gesagt, ey, wir machen eine Veranstaltung in Riad und das ist halt der Gegner Aslanbek. Joshua und Wilder. Genau. Und das war dann halt so, ey, wollen die, verarschen die uns? Oder? Geil. Keiner hat daran geglaubt. Ja. Da meinten die, ja, wo sind denn die Verträge?
Ja, gibt es keine Verträge. Mündliche Vereinbarung erstmal. Verträge kriegt ihr erst in 3-4 Wochen. Ja, nein. Wir mussten quasi mündlich zusagen. Und dann und euch verlassen auf das Wort. Genau, und dann müssen wir quasi Bochum. Und dann bei Arabern auch noch. Mündlich zusagen. Boah, ja, aber echt Eier. Aber man muss sagen, die haben alles, was sie mündlich versprochen haben, alles haben sich gehalten. Ja, das sind ja Saudis, die sind ja nicht so. Das sind Nafris. Ja, ja, das ist nicht so abschrauben. So. Die Konst, die dann so Fahrräder klauen. Ja. Die geben so richtig über eine riesen Veranstaltung. Ja, so. Das kannst du ehrlich sagen. Also Ronaldo und also, ey, ich schwöre, sorry, ne, dass ich das, also nichts jetzt gegen irgendwelche, also ich schwöre, ich will jetzt niemanden angreifen damit, aber ich muss ehrlich sagen, die Saudis haben, also wenn wir über Saudi-Arabien reden, ich bin positiv krass überrascht von diesem Land. Ja? Was für ein System, was die alles da aufgebaut haben. Ja, ich höre auch nur Gutes. Ey, ich schwöre, jeden ist wirklich empfehlenswert. Warst schon mal in Algerien? Oder? Nee. Da ist auch krasses System, alles ist aufgebaut. Deswegen, ich war in Marokko und ich war in Ägypten. Ich habe mir das in wirklich so vorgestellt. Wie da und dachte, kannst du nicht vergleichen. Das sind wirklich schon Europa-Level. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, ich war in Algerien, na, Marokko, ja. Und so. Ich war ja nur in Marokko und in Ägypten. Ich kann halt nur das beide, also das vergleichen. Also ich höre auch nur Positives über, also über die Leute, die da waren. Klar, was die Medien erzählen, ist immer eine andere Sache. Aber bei Menschen, die da waren, alle sagen brutal, sicher, sauber, vernünftiges Land. Ich sag dir, ich bin positiv über, ich war baff. Das kann doch nicht sein. Aber es freut mich. Ich finde das geil. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das war eben wirklich so... Es war jetzt nicht europäischer Standard, aber es war sehr, sehr nah Dubai-ähnlich. Und ey, das hast ja. Ich ist ja kulturell auch, natürlich anders, genau. Aber du hast. Aber die, trotzdem die gut. Nichts, ja. Die Menschen haben Respekt voreinander. Es ist, ich habe mich einmal, wo Rauchen nicht erlaubt war, ich habe noch nie jemanden gesehen, dass er raucht. Hier in Deutschland, wenn Rauchen nicht erlaubt, der macht sogar noch ein Bild davor. Yeah. Und postet das, guck mal, hier darf man nicht rauchen, ich rauche hier. Ja, aber ja. Da verschwindest du ja auch, weil die Strafen da verschwindest du so. Hier kann ein Pädophiler nach 10 Jahren rauskommen, nach 8 Kindern und dann neben einem Kindergarten hinziehen. Ja, weil genau. Er, die Würde des Menschen ist ja sippig. Und dann Pädophiler, der wird so eingebuddelt und dann machen die so ein Brandy. Ja, ja, das ist ja. Jeder hat seine eigene Regeln, aber ich sagte, ich war sehr, sehr, wie gesagt, positiv überrascht. Freut mich. Und also wie gesagt, kommen wir auf das Thema zu wieder. Genau, wieder zu, ja, ihr habt euch erst mündlich nur geeinigt. Genau, und dann auf einmal rufen die, sagen die, ey, nächste Woche ist Pressekonferenz. In was England, ne? In ja, London, was ist eine Pressekonferenz? Nichts posten, mit niemandem reden, nächste Woche ist Pressekonferenz. Ey, wir warten auf unsere Tickets. Ich habe eine Frage vorher, sorry. Hattest du aber trotzdem so eine Angst, als du mit deinem Trainer geredet hast, gesagt, ja. Ey, was, wenn wir das zusagen und die ziehen zurück? Mit genau. Bochum. Gab es da diese Diskussion? Voll. Ich sagte, ey, was machen wir, wenn wir keine mündliche Zusage haben? Da meinte mein Trainer so, und wir haben miteinander geredet, so, ey, weißt du was? Hopp oder top. Komm, wir müssen das Ding nehmen. No risk, no fun. Halt. Wir müssen einmal auf der großen Bühne stattfinden. Und das war halt dieses, wo wir gesagt haben, ey, scheiß drauf, weißt du was? Egal was kommt, wir nehmen das Ding mit. Und danach war halt, ey, ich schwör, die haben wirklich 2 Tage vorher die Flugtickets geschickt. Wo Pressekonferenz war. 2 Tage vorher haben die Flugtickets. Wir haben dran geglaubt. Die haben gesagt, die melden sich ne, nächste Woche und schicken die Flugtickets. Und dann dachte ich mir ganz, ey, die haben sich jetzt 5 Tage nicht gemeldet. Man wird so nervös. Was ja. Mich interessieren würde, war das eine Agentur, die outgesourced wurde? Genau, die hat quasi die Saudis haben quasi mit den größten Promotern weltweit Top-Rank Queensberry und Matchroom zusammengearbeitet. Das ist geil, weil das. Das machen ja jetzt gerade die Emiraten und die Saudis. Die sourcen das immer out, ja, mhm. Und nehmen so geile Brands, die das können und bringen das dann ja, so nach genau, Middle East. Genau. Ja. Genau, so haben die es auch gemacht. Und danach waren wir halt in London. Ey, ich schwöre, wo ich in London war, dachte ich so, ey, das stimmt jetzt. Jetzt ist aber offiziell. Da ja. Dachtest du, jetzt ist es drin. Ja, genau. Wo ich dann da angekommen bin, Fotoshooting, alles drum und dran, was wir dann gemacht haben. Dann mach ich, okay, ey, jetzt ist safe, jetzt ist das Thema. Und danach, ja. Mein Gegner konnte nicht einfliegen, weil er von Kanada, ich glaube, Visa-Probleme hatte. Und ja, der war dann halt in Kanada, hat dann dort seine Vorbereitung beendet und danach halt... Gesagt, welcher Gegner? Aslanbek. Also Mahmoud, der kommt aus Dagestan, Dagestan, aber trainiert seit Jahren in Kanada. Und der konnte dann halt von Kanada nicht einreisen, in der Pressekonferenz. Und danach hat ja alles geklappt, hat alles funktioniert, ne? Wie war das für dich bei der Pressekonferenz dann mit diesen Heavyweight-Stars, die ja schon seit Jahren... Joshua kannst du ja, weil du ja mal Sparring gegen ihn gemacht hast. Das Wilder das erste Mal gesehen. Das war ja das Lustige, ne? Wir hatten ein Bild gehabt. Ja. Ey, ich weiß nicht, ne? Ich bin cool damit. Wenn einer mich böse anguckt, ich lache darüber. Ja, weil ich meine, so, ich gucke ihn in dem Moment auch böse an, aber danach siehst du mir, ey, was ist das so? Weißt du, so, wir lachen darüber. Und wir hatten ein Bild gehabt und da sollten wir alle an einen Tisch sitzen. Und das war quasi das letzte Abendmahl vor der Schlacht. Ja.
So einer auf dem wollten ja so verkaufen. Also das war die Marketing, war ja das letzte Abendmahl, also danach kommt die Abrechnung. Ja. Danach war halt mein Gegner nicht da, haben die mich quasi aus dem Bild herausgeschnitten danach. Obwohl ich war ja aber trotzdem beim Fotostudio, saß ich ja auch eigentlich am Tisch und die haben ein Bild mit mir gemacht und haben danach überlegt, ey, lassen wir AG drin oder nehmen wir ihn raus, wenn dein Gegner Mahmudov ist nicht da. Ja. Eine lustige Story. Wir sitzen da und alle sind voll miteinander angespannt, weil jeder kam einzeln rein und ich habe mit Parker und mit anderen schon vorher geredet, weil wir oben in derselben Kabine waren. Und dann AJ Wilder, voll die dicke Luft. Ja, voll. Maximum dicke Luft. Ich komme da rein und dann sag ich, ey AJ, wir begrüßen uns, umarmen und so. Und ich merke so, ey, hier ist überall so zwischen den Szenen, ey, sind sie so. So, beruhigt euch mal so, das ist alles cool miteinander. Das war richtige Anspannung. Boah, Maximum Anspannung. Du hast irgendwas hier, als wäre so bei, so, als wäre bei uns gerade am Tisch so eine schwarze Wolke. Ja. Als würde es gleich knallen. So, und das war halt, wo ich auch, danach war ja die Pressekonferenz. Und ich war so das erste Mal, hier in Deutschland ist es ja so, wenn du halt eine Pressekonferenz hast, hast du vielleicht 10 Leute vor dir, die dann Fragen stellen. Dann hast du vielleicht 8 oder 10 Kameras, die auf dich gerichtet sind. Ey, ungelogen, ne? Ich saß da in der Pressekonferenz, mein Englisch ist sowieso Maximum Schrott, ne? Ich saß da, ich schwöre dir, und dann auf einmal. Dein Englisch ist besser als meins. Ey, ich schwöre. Ja, 100%. Kennt ihr dieses Encro-Chat-Dings da? Ja. Ich habe alle auf Englisch beruhigt. Ja. Die haben irgendwann daraus ein Meme mit mir gemacht. Ey, Agit hat alle auf Englisch beruhigt. Ja. Ey, das Lustige war, ich sitze dann davor, ich sehe mir so, ey, fuck, boah, die sind einfach 200. Kameras, ungelogen, das waren 200 Kameras. Das auch Boxen hat einen ganz anderen Stellenwert da. 150 Presseleute. Geil. Ich sitze da, ich denke mir so, ey, was mach ich hier? Danach spricht er mit mir auf Englisch. Hast du verstanden, was er sagt? Sei mal ehrlich. Ey, ich schwöre dir, ich habe ein, zwei Sätze nur rausgehört. Aslanbek, Fight, irgendwie Vorbereitung. Ah, okay, er meint das. Ich beantworte das mal. Und dann, irgendwann hat ich kurz einen, so einen Aussetzer. Er hat mir eine Frage, also der Dings hat mich, der hat mich eine Frage mir gestellt. Ich so, ey, was wollt ihr von mir? Ich habe die Frage nicht verstanden, hat er die wiederholt und alle gucken mich so an. So, beantwortet doch die Frage. Dann meinst du, ey, das, so, haut rein, Alter. So, weißt du, auf den? Er war wirklich, bei der Pressekonferenz war ich schon wirklich sehr, sehr krass aufgeregt, weil ich kenne es normalerweise nicht. Ich sag doch, also 8 Kameras, 10 Leute, die Fragen stellen. Dann auch eine andere Sprache, anderes Land. Das heißt, ein ganz anderes Spotlight jetzt. Ja, das war ihm wirklich. Also, danach habe ich mich auch, irgendwann hat man sich da wohl gefunden. Weißt du, dann hat man ein bisschen, ey, dann meinst du, ey, das ist cool, das macht Spaß. Kameras sind auf eingerichtet, es macht schon Spaß. Es ist so, ja, Legacy, du nimmst etwas mit, was du dein Leben lang nicht vergessen wirst, ne? Und das war schön, hat mir auch gefallen. Diesen Moment kann dir auch keiner nehmen. Keiner kann das so fühlen wie du, da sitzt. Genau. Das mit Englisch, da fühle ich mit dir. Ich hätte ja so richtig reingeschissen. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, Aslanbek, fuck you. Ich so, ja, dann sagen die so, warum sagen sie das? Und so, ich sag, fuck you. Fuck you too. Fuck you. Fuck you free. Fuck me. Und dann so, würde ich nur so. Ey, bei mir war es wirklich, ich wusste, manchmal Interviews habe ich voll clean geredet Englisch. Es war so Schulenglisch, war sauber. Ja. Ey, ich schwöre dir, die Jungs von mir waren wirklich sehr, sehr krass auch überrascht. So, ey, warum hat der, warum kann der, also warum war das Interview gut? Und auf einmal das nächste Mal war wieder Schrott. Ja, warum war das so? Weiß nicht. Weil manche Sachen, Fragenstellungen waren einfach, easy gestellt. Ja. Ey, wenn die UK Englisch mit dir reden, ja, das ist dann eine Feierabend. Ja, die sagen ja water. Bring me a water. Manchester. Ja, Manchester. Ey, das ist hart. So Drillmucke. Ja, dann von da fing die Vorbereitung an. Hast du aber auch jemals im Kopf gehabt, ja, okay, das wird jetzt schwer gegen den? Ja, klar. Oder war es für dich so, mir ist egal, was alle sagen. Nein, das nicht. Ich gehe ja quasi, ich sehe jeden Kampf, sehe ich ja bei null. Weißt du, ich meine, ich fange ja jede Vorbereitung an, als ich ruhe mich ja niemals auf meine Bilanz aus. Das habe ich auch letztes Mal bestimmt gesagt, wo ich hier war. Ja. Ich sehe immer alles bei null. Ich starte quasi bei jeder Vorbereitung, als wäre das mein erster Kampf. Die anderen Kämpfe davor interessieren mich nicht. Ich ruhe mich darauf auch nicht aus. Weil, wie gesagt, du siehst jeden Kampf bei null und du musst jedes Mal in der Vorbereitung 100% geben, damit du im Kampf auch abliefern kannst. Und das war bei mir das Ding. Ich wusste, das wird eine Schlacht. Ich wusste, ey, ich muss so krass abliefern. Ich weiß ganz genau, alle werden auf mich gucken und gucken, ob Agit Kabayel im wirklich mit Aslanbek 3, 4, 5 Runden stehen kann, weil stehen kann nur, weißt du, weil die meisten. Weil man nicht gesagt hat, ey, der ist kein, der gehört nicht in die Champions League. Ich sag ja, du hättest 10 Leute befragen können, was sagst du, was Kabayel macht. 8 hätten gesagt, Kabayel verliert. 2, weil die Sympathie gegenüber mir haben oder mich mögen oder mich feiern, weil das Kurden sind, hätten dann gesagt, ey, der gewinnt. Ja. Ich meine, das ist das Problem gewesen. Ja. Ich habe mir das ja live angeguckt. Ja. Live. Eigentlich wollte ich auch das Geld, was ich da bezahlt habe, wieder von dir zurück. Deswegen habe ich jetzt das mitgebracht, das ist Quitt. Ja. Ich habe mir das angeguckt und selbst der Kommentator, der war auch übertrieben überrascht.
Ich sag ja, guck dir mal die Kommentatoren an, wenn du es auf, also TNT, hat es ja auch übertragen und Matt, also The Zone England und Amerika, ich war ja der maximalste Underdog. Der Kommentator schreit da auf, weil er, die verstehen das alle nicht. Ja, ich verstehe den ja auch nicht. Nein. Also ich war auch, also du hast ihn ja noch K.O. gehauen. Ja, ja, das hat das Problem. Das ist ja das Verrückte. Das hat keiner verstanden. Du musst dir mal gucken, in der ersten Reihe sitzen die besten Promoter, auch sehr, sehr gute Kämpfer und auch UFC-Kämpfer waren da. Keiner hat es verstanden, weil Aslanbek war mit der maximalste Favorit. Weil Aslanbek war so... Und man hat ihn auch so positioniert, dass er in der Zukunft jetzt der neue... Das war ja das Lustigste, was so keiner mitbekommt, so ein Backstage. Wir waren ja mehrere Schwergewichter und Aslanbek war ja immer so grimmig, böse am Gucken. Der war so der Sensemann. Ja, ey, jeder hatte Angst von ihm. Alle Schwergewichter... Der ist ja auch böse hässlich. Der hat ja auch dieses Russen-Image. Die haben ja alle dieses Image. Ja, aber nee, der sieht schon aus wie bei Gummibärenbande. Ja, sieht so ungeheuer. Ey, ich schwöre, egal wo, keiner hatte irgendwie, war in seiner Nähe. Der war einfach so der Sensemann. Ja. Ey, ich schwöre, jeder war entfernt von ihm und keiner hat getraut, irgendwie Blickkontakt mit ihm zu haben. Und das war so irgendwie so, und dann kommt der hübsche Kurde. Und dann, aus Bochum. Die haben alle so, ey, will er jetzt gegen den kämpfen? So, ey, so, die Leute waren aber so verwirrt. Aber hat er dieses Image auch Backstage war der auch nur so böse am Gucken, nur so nicht gelächelt? Voll. Gar nicht. Hat er dich nicht einmal angelacht so? Nein. Einmal. Und dann haust du den K.O. Wie ekelhaft ist das denn? Der Typ, der so sympathisch lacht und so chillt wie so ein Teddybär. Ja. Aber der eine, der böse guckt. Deswegen hat es mir damals jemand gesagt, so ein alter Boxtrainer war das, er hat gesagt, ey, du musst nicht vor den Angst haben, der am gefährlichsten aussieht oder die größten Namen im Gesicht haben. Du musst immer von denen Angst haben, der immer gut aussieht. Weißt du warum? Weil er hat am wenigsten Schläge bekommen. Ja, das beim Boxen. Ist gut, ey. Boxer. Ja. Gut aussagen. Weißt du, ja. Weil du musst immer von denjenigen Angst und so haben, der Leute, gut aussieht. Und so Leute, die unter 1,66 sind und so psychopathische Züge haben, vor denen musst du auch aufpassen in deinem Boxen. Das stimmt. Weil die sind in einer Zone, weißt du, du kommst nicht dran. Und wenn du dann noch die Herkunft bedenkst, ne? Dieses ganz Nafri-mäßige. Ich bin Deutscher. Da ist vorbei. Also der Kampf fing an, du bist rausgelaufen. Wie war das erstmal, wo du wusstest, also du läufst ja raus, Kameras sind an, du weißt, es läuft, alle gucken das, alle Boxfans weltweit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das aber Gefühl daran denkst du nicht. Wie ist das? Hast du das so? Wie ist ich bitte dich, ob du jetzt reinläufst, die ganze Welt zaut mir Nein, dass du aber nervös bist. Ja. Na klar bist du aufgeregt, bei jedem Kampf bist du aufgeregt. Bei unserer ersten Show jetzt hier in Frankfurt, wo wir fast vor 3000 Leuten gespielt haben. Ich habe schon dreimal umgeschickt geworden. Der sagt sogar zu der Promoterin, eine deutsche Frau, die diese Halle bucht und produziert, was ist, wenn wir ausverkaufen? Der so, ja, dann kann ich endlich meine Bombe zünden. Ja, das ist so. Das sagt er auf der Bühne und jetzt so. Jetzt verstehe ich auch gerade, warum wir darüber geredet haben, dass du den zweiten Standbein noch aufbauen willst. Ja, deswegen. Ja. Der hat doch gar keine Angst. Ja. Der hat ja auch keinen Charme. Ich sag ja, der alles tritt doch im Sommer. Du machst alles richtig. Warum ist er im Sommer nie da? Entweder ist er in einem Amateurhotel in Ägypten und tritt da auf immer. Wir hatten sogar in Tunesien Stress mit anderen Animateuren wegen ihm. Doch, die wollten uns sogar zum Tisch bringen. Die haben sich gesammelt. Aber ey, so ein bisschen Animateur-Vibes hast du ein bisschen. Also dieses ey, so. Ja, ist so. So dieses bisschen so. Ja, der kann tanzen, singen. Der kann alles, ich schwöre, der kann wirklich alles. Animateur-Vibes. So, und der tritt doch im Sommer auch immer auf, so in syrische Grenze und so. So Open Air, die brauchen ja auch Freizeit. Die brauchen auch Unterhaltung. Warum ist auch ja, klar, warum nicht? Wie kann man überall buchen? Der macht ja wenigstens was Gutes. Genau. So 30 Knight Riders und so 30 Männer. Also denkt man, was ist das Gefühl, wenn du so rausläufst? Also dieser letzte Gang. Du kommst raus, dein Song läuft, du gehst gerade zum Ring. Kann man das beschreiben? Ja, klar kannst du beschreiben. Es ist so, du bist dann halt schon in einem Tunnel, du realisierst das meiste nicht mehr, weißt du, was um dich herum ist, weißt du, ich meine, du bist dann voll in ein Loch und weißt dann ganz genau, ey, gleich ist es soweit. Aber sobald du quasi den Work-In hast, ne, du bist halt, du gehst einmal in dich durch, du weißt, für was du hier bist, du weißt, warum, du motivierst dich quasi, einmal kehrst du dich selber ein und motivierst dich halt selber, weißt du? Und da weißt du ganz genau, ey, die Vorbereitung war hart, du hast dafür geschwitzt, du hast dafür so viel getan. Deine Familie, also du willst deine Familie stolz machen, dein Trainer ist hier, ihr habt so viel dafür getan, heute ist der Zeitpunkt, zeig den Leuten, was du drauf hast. Das redest du dir selber ein. Geil. Und geil, danach, aber das ist währenddessen wie eine Kassette, die immer wieder abspielt? Genau, die geht im Kopf, das redest du, ey. Redest du auch mit dir selber? Ja klar, du, also quasi, du bist in dir, du redest mit dir selber.
Das hört sich mal ein bisschen behindert an. Nein, das ist gut. Du weißt, also du sagst das, ey, ich habe dafür gearbeitet. Das heißt, du kriegst gar nichts mehr mit. Du redest nur mit dir selber. Du sagst, ey, du bist hier, zeig denen dann, dass du, was du drauf hast. Keiner glaubt an dich. Genau jetzt musst du zeigen, dass du es kannst. Weißt du, meine? Weil, guck mal, du bist so, guck mal, viele Freunde sind angereist. Meine Freunde, mein Bruder, alle, mein Trainer. Ey, du weißt, guck mal, die glauben an dich. Ja. Und wir sind bis hierhin gekommen und es geht weiter, weil ich weiß ganz genau, sehr, sehr viele Leute haben daran nicht geglaubt. Ja. Und danach halt, wie gesagt, wenn du dann halt raus bist, bist du dann komplett wie in ein Loch und bis du am Ring ankommst, sobald du den Ring betrittst, bam. Ja. Geil, weil viele zerbrechen ja auch an der Universität. Sobald du im Ring drin bist, es baut 50% ab. Dann bin ich 50% so da. Weniger aufgeregt. Du bist aber dann da. Du bist da. Du bist dann nochmal im Loch. Du wartest nur noch auf den Gegner. Bei mir war es ja diesmal so, seit langem, dass ich als Erster in den Ring betreten bin. Weil normalerweise als Champion oder quasi als. Als Favorit oder quasi als Veranstalter. Das war ja seine Veranstalter, sein Promoter hat er mitveranstaltet. Er war quasi der gesetzte Mann von denen. Yeah. Ich bin als Erster eingelaufen, er als Zweites. Und da musste ich erst einmal auf ihn warten. Ich war so schon in dieses, so ja, ich will raus, ich will raus. Ich will jetzt und jetzt sofort. Und ich habe da gespürt schon, ey, ich glaube so es, heute ist dein Tag. Weil so, es funktioniert. Ich hab zwei Fragen. Als der Gong kam, die erste Frage, wie hast du dich in den ersten paar Minuten gefühlt? Und dann die wichtige Frage, die mich als Fan interessiert, als Fan von dir. Wann hast du gemerkt, oh, ich hab den? Ja. Wann ist das passiert? Was hast du gedacht? Wie hast du umgeschaltet? Warte ganz kurz, bevor wir dazu kommen, damit wir chronologisch arbeiten. Als du standst, guck mal, zum Beispiel Mike Tyson, der hat ja auch immer gesagt, er hat das gerne gemacht, Leute böse angeguckt und so, weil er wusste, er bricht die. Deswegen meine Frage an dich, wenn einer so Sensenmann-mäßig dich anguckt, funktioniert das bei dir oder bist du immer entspannt? Oder hast du manchmal diesen Moment, dass du sagst, ich bin aus Bochum. Oder hast du manchmal gesagt, da guckt dich einer im Burgerladen an. Ja, stimmt. Man kennt das jeden Tag. Ja, diese Blicke sind man gewöhnt. Ich komme wirklich so aus diesen Verhältnissen. Ey, das ist für uns, wir lachen darüber. Wenn einer so blöd guckt. Ja, und ich, aber im Kampf war das Spiel vorbei. Jawohl. Weil da habe ich gesagt, ey, weißt du was? Er macht diese, also wenn er das so spielen will, ich spiele mit. Weil der, jetzt gibt es hier nicht mehr hier sympathisch und alles, oder was heißt, hier ein bisschen lachen und wir sind alle cool miteinander. Ja. Ne? Und jetzt, ich muss hier noch grinsen, weil ich wusste, ey, da muss ich mir das Ding holen, ich muss gewinnen und alles andere ist unwichtig gewesen, weißt du? Du gehst kämpfen, weißt du, du gehst hier nicht, ich spiele kein Tennis oder so, weißt du, meine? Ihr könnt jetzt nicht anfangen zu grinsen und manche machen das halt, ihn zu verwirren. Ja. Bei mir ist halt, ich war in einem Tunnel, ich war in ein Loch und ich sage gerade, wenn ich auf das Thema zurückkomme wegen der Nervosität, genau wenn der Gong kommt, ist alles weg. Dann bist du komplett in ein Loch und du weißt, ey, jetzt muss ich abrufen. Und deine Frage zu beantworten, wir hatten einen Gameplan, ersten zwei Runden abwarten, nicht ihn zum Zug kommen lassen. Und wenn du merkst, er will gerade im Ausholen und seine Rechte ins Ziel setzen, versuch einen Schritt raus und raus aus der Situation gar nicht mit ihm auf eine Schlägerei einlassen und versuchen jedes Mal ihm so quasi mit den Körperschlägen weh zu tun. Und wo ich ihn ein paar Mal erwischt habe gegen den Körper, habe ich gemerkt, ey, so, er mag das nicht. Weil er hat immer jedes Mal, auch wenn ich mit dem Jab nur angesetzt habe, hat er immer so kurz so sein Gesicht verzogen. So. Ja, so, ey, das mochte er nicht. Wie Attila bei Leon, bei Van Damme, wo er den so im Körper haut und der macht so. Und dann merkt er, der hat so. Der verletzt so. Der schafft es über Van Damme irgendwo reinzubringen. Ja, und Van Damme, der hat nur 3 Filme gemacht. Aber es passt auf den ganzen Leben. Ja, das heißt, packt das immer ins Leben, Leben mit rein. Okay, du hast gemerkt, er mochte das nicht. Er mochte das nicht und da habe ich halt gemerkt, ey, weißt du was? Versuch erstmal deine Strategie durchzuziehen und ab der dritten Runde war so, ey, tu ihn am Körper weh, aber versuch oben hart anzusetzen. Weißt du, tu ihn auch am Körper, also nicht, dass irgendwann er kommt, auf die Idee kommt, ich decke jetzt nur noch meinen Körper. Weißt du, meine? Und dann habe ich gemerkt, ey, der macht oben auf, also hat oben, ist oben auf und hat dann angefangen in der dritten, also quasi den Switch von der dritten auf die vierte, seinen Kopf zu decken. Ey, ich rede gerade so krass, ihr seid da. Nein, das sieht das voll. Weil viele checken das gar nicht. Nein, jeder, der quasi aussieht, genau. Die hauen schon auf die Köpfe. Oh, geil. Nein, ich stelle mir das gerade. Du hast den wirklichen Gameplay. Du weißt ganz genau, okay, du achtest auf Millimeter-Sachen. Wie er seinen Jab haut, wie er seine Rechte haut. Und
darauf arbeitest du, also quasi so arbeitest du auch, weißt du? Und das war bei mir so in der dritten Runde, habe ich gemerkt, ey, er denkt jetzt ganz ehrlich, ich gehe auf den Kopf. Ich setz Finden jetzt am Kopf und treff ihn hart am Körper. Genau, weil er hebt dann hoch. Genau. Und ich habe dann quasi manchmal nur nach oben gezuckt, er hat die Arme hoch und dann buff, zu Leber bin ich dann gegangen, glaube ich, der erste Niederschlag war so. Und da habe ich gemerkt, ey, weißt du was? Hat auch dein Coach dann gesagt, so, ey, geh auf den Körper, der... Ja klar, der Coach war, guck mal, der Coach war, hat es halt... anders gesehen. Der Coach guckt immer alles aus einem anderen Blickwinkel. Weißt du, der Coach das gesehen hat? Beim Wiegen. Ihr müsst mal darauf achten, der Coach guckt ihn so an und guckt deinen Körper an. Der hat, danach, nach dem Wiegen sagt er, ey, du schickst ihn auf die Leber runter. Geh nur auf seinen Körper. Warum? Er mag es nicht. Test es aus in der ersten Runde. Richtiger Sensei, dass er das so sieht. Nein, wie jeder, ehrlich, Alter. Er hat dann gesagt, ihr müsst mal darauf achten. Ja. Wenn ihr beim Wiegen, wenn es mal Videos gibt, guckt mal bitte auf meinen Coach, seine Augen, wo die hingucken bei ihm. Er guckt ihn erstmal an und dann guckt er ihn auf seinen Bauch und macht den hier. So, einen auf. Ich weiß Bescheid, geil. Wir wissen Bescheid, wir gehen mal auf Körper. Und das war ihm wirklich dann so, dass er gesagt hat: ey, erst, wie ich schon gesagt habe, in den ersten zwei Runden auf Körper ging und guck, in sein Gesicht merkst du schon, ob es jemandem wehtut, ob er es mag oder nicht. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, ey, wie ich schon erklärt habe. Für einen Außenstehender oder jetzt für mich der ein Typ, der keinen Sport macht, weil er so viel zu tun hat, ist das Faszinierende an dieser Sache, du nennst jetzt so viele Eindrücke in Millisekunden, während du dich noch schützt, deine eigene Performance nochmal klarstellen musst und natürlich auch noch das, was du trainiert hast, auch nochmal rüber oder... das übertragen musst. Und das alles in Millisekunden. Da nochmal da, wie guckt er, wie redet er. Also ich finde, dass so ein Gameplan heißt er. Gameplan, genau. Das hat wahrscheinlich Barello und Kurt Ebo auch gehabt bei diesem Kampf. So ein Gameplan. Ja, ich sag ja, das ist halt, das unterscheidet nochmal, wenn ich das so sagen darf, ne, es unterscheidet nochmal das Amateur, also den Amateur-Boxsport oder quasi Boxer, auch Amateur mit Profis und Profis untereinander. Wenn du so welche Sachen erkennst und wenn du einen guten Trainer an deiner Seite hast, das unterscheidet dich auch quasi dann irgendwann von der Weltspitze. Dann gehst du quasi, wenn man auf meinen letzten Kampf zurückblickt, gegen Agro und Smakichi, da war wirklich mein Gameplan über die... Gameplan für Nüsse. Für die Nüsse, weil da war wirklich so beschissen, da... Mike Tyson hat einen schönen Spruch, du hast einen Plan, bis jemand einen auf die Fresse gibt. Und bei mir war es gegen Agron auch so, wo ich gegen Agron, also nicht der letzte Kampf, davor der Kampf, wo ich Europameister geworden bin. Ja, da habe ich gesagt, ey, jetzt musstest du auch Herz zeigen. Und deswegen sage ich ja, irgendwann lernst du auch mit Situationen umzugehen. Du weißt, ey, wie ist es, wenn du auf den Kopf kriegst und trotzdem Lücken erkennst. Und das ist halt sehr, sehr wichtig beim Profiboxen. Und das unterscheidet halt dann quasi ein Profi von einem anderen Profi, weißt du, dann Weltniveau. Deswegen sagt man auch, Boxen ist Sweet Science. Die süße Wissenschaft, weil das ja echt eine Wissenschaft ist. Das ist ja wirklich ein Skill. Der Kampfsport. Also wir haben ja, der hat ja, weil er ein Star ist, einen Auftritt in der Zeit gehabt, wo dein Kampf war. Weil der haben geguckt. Nein. Wir wir saßen noch alleine. Ja, aber danach kamst du. Wir kamen danach, ja. Wann? Hä, wir haben doch hier alle zusammen geguckt. Der hat doch die Pay-Per-View gekauft. Ja, dann haben wir den letzten Kampf geguckt oder die letzten zwei Kämpfe. Habt ihr zusammen. Bestimmt vorgespürt und habt ihr bestimmt, Nein, ich war schon um 15 Uhr hier. Der Kampf war, glaube ich, deutsche Uhrzeit 17:30 Uhr. Genau. 17 Uhr. Ja, wir haben Agis Kampf nicht geguckt. 18 Uhr, 17 Uhr. Ich habe ihn geguckt. Ich war doch schon hier 3 Stunden vorher. Boah, ich hab's gar nicht. Aber hey, ich habe doch den Kampf gesehen. Ja, danach hast du ihn nochmal angeguckt, oder nicht? Wir haben das hier geguckt. Ja, bestimmt habt ihr zurückgespurt. Also, zurückgeguckt. Also, kann man ja machen bei Saison. Haben wir den hier geguckt? Weil wir haben den. Nein, wir haben den hier geguckt. Ich war alleine hier und habe den live geguckt. Okay. Komplett alleine. Agos Makichi hast du bestimmt... Nein, den Kampf. Er ist ja auch egal. Ja. Am Ende des Tages hat er dann abends zu uns gesagt, als wir dann sozusagen die ganzen Kämpfe zu Ende waren, der Hauptkampf zu Ende war und so weiter, da hat er gesagt, weil ich kenne mich ja im Boxen nicht so aus, ja, hat er gemeint, du weißt nicht, was Agit da geschafft hat. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Ja, leider, ne? Also ist gar nicht bewusst, dass du... In Deutschland ist das wirklich auch... Genau. Dass du... Ein Untergang. Einen Meilenstein jetzt legen kannst in der Zukunft, dass du was schaffen kannst, weil es was seit 80 Jahren nicht mehr gab. Oder? Ja. Also 80, ich glaube, nach Max Schmeling, ja. Natürlich gab es die Axel Schulz-Zeit, Luan Krasnitschi Zeit. Ja, aber hat ja nur ein blaues Auge immer gehabt. Ich sage, die haben ja auch national gekämpft. Ich glaube, keiner ist über.
Also, diese Sprüche nicht ignorieren. Auf jeden Fall. Hast du die mal mit einem normalen Auge gesehen? Ja. Der hat irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gekämpft, aber immer ein blaues Auge gehabt. Ich hab den gesehen vor kurzem mal. Ja. Aber ich sag ja, es ist auch die Zeit, die haben auch, das darf man eine Sache nicht vergessen, keiner ist, man sagt ja, die Klitschkos haben es auch nie geschafft, international zu zünden, sei es mal übers große Meer gefahren. Echt? Ja, USA hat bei denen nie gezündet. Obwohl, die waren doch so Stars. Ich kann mich erinnern, kennst du den Kampf gegen Brian Jennings? Ja. Da hat er einfach nicht geschafft, ja genau, hat der Wladimir nicht geschafft, einfach eindrucksvoll zu gewinnen. Ja. Da hat er sich wirklich die Zähne ausgebissen. Ja. Und ich glaube, ja, ich sag ja, so, wir haben einfach mal. Für die Zuschauer, kannst du mal erklären, was er schaffen könnte oder was, wo er gerade davor ist, es zu schaffen? Also. Unser Boxexperte, Nisa. Der Boxexperte Nisa. Aber er kennt sich übertrieben gut aus, muss man sagen. Ja, klar. Du musst ja auch im Bazar die Leute beklagen. Als Kind. Du musst halt sagen, was denkst du, was der zwischen 6 und 15 jede Sommerferien gemacht hat? Warum der so viele Nintendo-Spiele hatte? Ja, der Nisaka, der ist auch guter Verkäufer. Also erstmal müssen wir hier festlegen, das war erstmal eine, ich würde sogar sagen, die größte Box-Fight-Card der letzten Jahre, wo sehr viel Geld reingepulvert wurde, das natürlich in Saudi-Arabien, in Riyadh stattgefunden hat, was eine Stadt ist, was wahrscheinlich das neue Las Vegas wird. Die pumpen so viel Geld rein, UFC soll da veranstaltet werden, die WWE war da mehrmals. Kommt jetzt in Dubai, Casino. Ja. Die WWE war da, ne? Also die versuchen ja wirklich, das zu einer Sportstadt zu machen, wo die größten Events waren. Also erstmal auf der Bühne. Dann hat er einen Gegner bekommen, wo keiner dran geglaubt hat. Also man kann sich auch, ich bin absolut gegen Wetten, ne? Aber man kann sich auch die Quoten da angucken. Und er wurde ja eigentlich nur platziert. Die Quoten waren auch extrem, ne? Also ja, ich habe das von Freunden mitbekommen, ey, ich hatte eine 1:8 Quote oder so, ne? Das war krass. Ich kenne mich nicht aus. Ich habe Nachrichten noch auf so bekommen, die habe ich so zwischendurch mal kam so, ey, Dankeschön für das tolle Weihnachtsgeschenk. Ich habe wegen dir 8 Mille gewonnen oder so. Boah, krass. Boah, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, der hat doch keinen Anstand. Ja, ich wette doch nicht. Ja, besser nicht. So, ey, und nicht Glücksspiele spielen. Ja. Finger weg davon. Genau, und dann wurde er halt dahin positioniert, wo man dachte, der macht heute Ich sag, ich will den Leuten Kiddies hier was mitgeben, er sagt, ich mache heute Account. Nee, Spaß. Oh Mann. Wo man halt natürlich dachte, dass er da keine Schnitte sieht. Man wollte eigentlich den Russen aufbauen, weil der hat halt, wie er gesagt hat, dieses geile Image. Dann muss man überlegen, die aus Dagestan und so, die werden eh krass gepusht im Kampfsport. Dann hat man diesen bösen, stabilen, starken Russen, von dem man dachte, der ist ein zukünftiger Weltmeister, was auch immer noch werden kann, heißt ja nichts. Nein, ist ja nichts. Und dann hat man Agit geholt und er hat nicht nur gewonnen, nicht kontrovers gewonnen, nicht Kampf geschenkt bekommen, er hat ihn K.O. gehauen, was ja niemand gedacht hat. Genau, weil er auch, Aslanbek war ja 18:0 ungeschlagen und hatte von seinen 18 Kämpfen 17 K.O.s. Er hat ihn durch K.O. besiegt. Du bist der erste Eins, der wird dich niemals vergessen, ne? Niemals. Du hast vor allem, weil er nicht damit gerechnet hat. Das ist ja so ein Moment, so, wo, wenn er jetzt gegen einen Joshua oder einen Fury gekämpft hätte und hätte da verloren, da hätte man immer noch sagen, aber ihn, also im großen Boxsport, er war ja nicht in den Top 10, der ist ja kein großer Name im Boxsport. Jetzt allerdings ist er positioniert, kurz davor ein Weltmeister zu werden und damit wäre er der erst der zweite deutsche Weltmeister. Wir hatten keinen mehr seit 80 Jahren. Max Schmeling war der letzte. Und wir hatten auch keinen, der irgendwie nah war, mal Weltmeister zu werden. Egal wie die Leute vermarktet werden. Dazu kommen wir gleich noch, weil das ist der gute, alte, schöne Rassismus. Egal wie die Leute vermarktet werden, egal was die Leute für Fernsehverträge bekommen haben, die waren nie ansatzweise so nah. Also wir reden hier von Agit, dann kommt ganz, ganz lange nichts, dann kommt so ein Blauäugiger, der immer so ein blaues Auge hat und dann kommen so zwei Russen. Ja, und wenn jetzt also Agit... Oder Ukrainer ist das. Also ich Klitschko darf man nicht zählen, weil ich bin ja, glaube ich, in Deutschland geboren. Ja. Ne, also ich bin ja hier geboren, die Klitschkos nicht. Und wir sehen ja als quasi als Deutsch-Deutsche. Was? Die Klitschkos sind keine Deutsche? Das ist aber rassistisch. Wir haben die noch Geld geschickt, oder nicht, weil er gesagt hat. Ja, das stimmt. Ich dachte, schicken unsere Landsmänner Geld. Ja. Diese viereckigen Köpfe sind zufällig. Aber ich glaube, die haben immer für Ukraine gekämpft, ne? Nee, die haben immer mit ukrainischer Flagge gekämpft. Aber die waren halt in Deutschland Stars. Ja. Deswegen haben die gekämpft. Jetzt geht's ja nicht mehr. So. Dann muss man überlegen,
in einer Sportart, wo die Deutschen eh nicht brillieren weltweit. Also Boxen ist ja nicht so, dass du hier sagst, ey, an jeder Boxecke, an jeder Ecke ist eine Boxschule. Ist ja nicht so wie in Osteuropa oder in Mexiko. So ein Nischensport. Ja, ist ein Nischensport hier. Geworden. Ja. Geworden. Extrem. Und dass dann jemand, also es ist wirklich so, als würde Liechtenstein ins Halbfinale in der WM kommen. Genau. So ist das, wirklich, das ist der Vergleich. Hat Liechtenstein irgendwann was im Fußball gerissen? Nein, geht ja auch nicht. Oder so wie Marokko, dieses Halbfinale gekommen ist. Ja, genau, so eine Geschichte ist das. Ja, so eine Geschichte. So, und wenn er jetzt, ich habe ja so einen Wunschgegner, wo ich will, dass er gegen den kämpft. Ich auch, sag du erst und sag ich meinen. Ja, der sagt jetzt einfach so He-Man. Nein, wirklich, ich habe einen. Daniel Dubois würde ich mir wünschen, der hat auch da gekämpft, auf dieser Fight Card, der hat gegen Jaron Miller gewonnen. Er hat auch schon mal gegen Usyk gekämpft um den Weltmeistertitel. Hat ihn sogar, da ist ja diese Kontroverse, war das ein Schlag auf den Gurt, war das ein Schlag auf... Ja genau, dass das ein Tiefschlag war oder nicht. Ja, ja. War aber wurde lange was sagst du, war es ein Tiefschlag? Kann ich nicht sagen. Ich habe es als einen normalen Schlag gesehen. Ja, deswegen und, eigentlich wäre sogar... Ich hab den Kampf kommentiert als Kommentator, als Experte. Ah, okay. Es war halt für mich so schwer zu sagen, aber man sah, guck mal, danach hat Usyk das erklärt, wie er die Hose trägt. Er trägt den wirklich genau auf sein, also quasi der Bauchnabel ist ganz, ganz oben von der Hose, ganz gleich. Ja. So hat er es erklärt, dass der Schlag schon ein bisschen tiefer, aber wie gesagt. Also das ist dein Wunschgegner? Das ist mein Wunschgegner, weil der ist auch einer der Nächsten, die am Start sind, wenn Agit ihn jetzt besiegt und das geht, weil die haben beide auf der gleichen Veranstaltung geboxt. Das heißt, diesen Kampf zu machen ist eigentlich einfach. Und wenn Agit ihn besiegt, dann kann er einen Weltmeisterkampf, dann kann er jemanden herausfordern. Wen? Den Titel, momentan hat Fury den, Usyk den. Das war's. Ja, je nachdem wer. Und jetzt der IBF-Titel hat... Wird vakant gestellt, wahrscheinlich erst nach dem Kampf. Nach dem Kampf erst? Ja. Okay. Das heißt, je nachdem, dann gibt es vielleicht noch einen dritten. Ja, und dann kann er das Ding holen. Und dann haben wir jemanden, der in Deutschland wirklich eine Sportlegende ist, den du in eine Liste mitnehmen kannst mit den deutschen Fußballlegenden, mit irgendwelchen Olympioniken, die eine Goldmedaille, also den Leuten ist gar nicht bewusst, was dieser Mann hier, der einfach hier bei so einem Gartenzwerg und so einem Eichhörnchen sitzt, was der schaffen kann. Das muss man echt respektieren. Das ist keine einfache Sache. Dazu kommen wir gleich. Warum? Also wenn er das schafft und wirklich so ein unsterblicher Name ist, Bruder, musst du überlegen, dann werden so in 100 Jahren die Leute sagen, ey, deutsche Sportgrößen. Dann werden die sich Videos angucken und dann werden die einfach sehen, dass du auch hier saß. Das ist krass. Wir können unseren Kindern davon erzählen, wenn man in deutschen Schulen über Sportgrößen redet, können wir sagen, ey, dieser Agit saß bei uns. Und dann erzähle ich natürlich meinen Kindern ganz krassen Scheiß. Ich sage, ich habe den trainiert und so. Ja, das wissen wir, dass du die nur noch anlügst. Ja, so. Ja, aber ich sage jetzt aber... Leider Gottes hat die Zeit sich wirklich sehr, sehr krass extrem geändert. Es ist nicht mehr wie vorher. Es ist nicht mehr wie früher. Es ist wirklich sehr, sehr schwer geworden. Also in Deutschland, wie ihr schon sagt, Boxsport ist ein Nischensport geworden. Ne? Leider. Also es war früher wirklich in Deutschland sehr, sehr groß gewesen, der Sport vor 10 Jahren. Soll ich sagen, also wären wir in den 90ern, hätte er einen TV-Deal mit Unmengen von Geld über mehrere Kämpfe. Gehen noch 15 Jahre zu, reicht ja schon. Ja, er würde ARD, Samstagabends ZDF. Laufen auf ARD, ZDF, Sat.1. So. Alle Partner, berühmten Brands hätten ihm Deals angeboten, all das. Okay, dann möchte ich gerne hier an dieser Stelle was anmerken. An die schönen GEZ-Gebühren, ja? Hast du letztes Mal gesagt? Ja. Hast du letztes Mal gesagt? Ja, Arschlöcher. 800 Euro nimmt ihr im Jahr von mir, dass ihr mir so einen Rotz zeigt und irgendwelche Straßen, wo alte Omas miteinander Kaffee trinken, statt mir mal so einen jungen, schönen Boxer zu zeigen, wo ich sage, der ist noch attraktiv, da könnte ich mir nochmal mit einer Handcreme nochmal abends mal, ich könnte es nochmal schön ansehen. Also, da zeigt ihr mir irgendwelche Scheißsendungen, die keiner sehen will, keiner guckt ARD und ZDF, außer 80er, die grünen Star haben und gischen und im Rollstuhl sitzen. Ich guck gar nicht. Deswegen schafft diese scheiß GEZ-Gebühren ab, die kein Mensch braucht. Oder zeigt mir was Geiles, dann bin ich bereit dafür zu zahlen. Ja, ich sag ja, es ist wirklich sehr, sehr schwer geworden. Ne? Also, jetzt allein, wenn ich es selber merke... So, würdest du sagen, auch wenn ich diese Karte ungern spiele, weil ich mag einfach nicht diese Opfermentalität, würdest du sagen, dass wenn du eventuell einen anderen Hautton hättest oder eine andere Haarfarbe... Das erwähnst du gerade. Ja, also, guck mal, denkst du, deine Liebe und deine Anerkennung für diese Leistung war
ich, guck mal, ich sag natürlich... Jo, Alter. Wärst du deutsch, wärst du erfolgreicher? Alla. Was ja, ich, ist das? Guck mal, ich, 10 Jahre. Guck mal, ich sag, es ist... Der hat ganz drumherum geredet, aber guck mal, es ist schwierig, das zu sagen, dass man sagt, ey, es herrscht in Deutschland noch... Also es ist, was heißt noch, es ist schlimm geworden, dass Rassismus in den Sport extrem reinkommen ist, weil ich merke das am eigenen Leibe, ne? Also ich merke das selber an mir. Jedes Mal, wenn ich erfolgreicher geworden bin oder Europameister, wurden mir immer krasse Sachen versprochen. Der Fernsehsender kommt, du kriegst einen Deal. Jedes Mal ist nie was passiert. Du musst mal überlegen, ich bin jetzt knapp seit 16 Jahren, mache ich Kampfsport. Und in den letzten 4-5 Jahren bin ich, glaube ich, so, ich finde das jetzt nicht so, also repräsentiere ich den deutschen Boxsport. Du kennst ja auch unter deutscher Flagge, ja? Genau, national und auch jetzt international. Ich habe nicht mal einen deutschen Partner mit am Start, der mit mir als Sponsor in den Jahren, bei mir war mal Ausrüster, Klamottenausrüster, der war bei mir am Start. Ich weiß nicht, ob man dazu deutsch sagen kann. Ich glaube, ja, ist deutsch. Ne, ohne jetzt kommt den Namen. Von was für eine Ausrüstung? Klamottenausrüstung, normale okay, Klamotten. Also, wir sind nicht hier von Stiefeln und Lederjacken. Nein, das nicht. Und ja, das war das Einzige, was ich hatte. Und es ist halt sehr, sehr traurig geworden, dass hier auch, dass Leute besser vermarktet worden sind, die quasi. Weniger sportliche Leistung gebracht haben. Genau, die aber trotzdem deutsch waren oder ihren Namen umgenannt haben. Guck mal, zum Beispiel bei mir ist es so, wer die haben mich. Ja, weiß man doch wer. Pack mal, egal wie du willst. Weißt du es nicht? Arthur Abraham, Felix Sturm. Arthur Abraham heißt nicht so? Nein, der ist Armenier. Der ist Armenier. Oder zum Beispiel auch Mark Huck, heißt auch Mohamed Huki zum Beispiel. Nur ein Beispiel, weißt du? Aber nichts gegen die Jungs. Aber auch, ich will das halt mal so, damit ich das mal erkläre. Guck mal, ich bin zum Beispiel der Werdegang eines, also wirklich eines deutschen Gang. Ne? Ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, zu Kindergarten gegangen, dann... Umgekehrt auch so. Genau, ja, genau. So. Kindergarten, Schule. Danach, ja, Schule, dann Kindergarten. Ja, nach Schule, erst Kindergarten. Danach habe ich eine Ausbildung abgeschlossen. Hast du eine Ausbildung? Ja, klar, Junge. Krass, das? Auf jeden Fall. Und trotzdessen wirst du trotzdem nicht... Ich hab gar keine Ahnung. Hast keine Ausbildung? Nein. Und ich sag ja, trotzdem wird das nicht angesehen. Es ist halt... Ja, weil man weiß ja auch zum Beispiel, ich kenne jetzt den Namen nicht, aber ich kann sein, dass du sie sogar kennst oder du... Guck mal, zum Beispiel bei Sat1 damals, einfach so eine, ohne jetzt sie, also es ist jetzt nichts gegen sie persönlich, wir reden von der sportlichen, also einfach eine drittklassige Kickboxerin. Diese also, Susi. Also Kickboxen oder? Ist ja ein 10-mal größerer. Nee, Susi nicht. Nee, Susi war gut. Ja, Susi war Box-Weltmeisterin. War stark. Christina Hammer? Nee, war, auch stark. Sehr, sehr stark. Nein, wir reden von Kickboxen. Ach so. Also Kickboxen ist ein größerer. Christina war sogar, Hammer ist doch Weltmeisterin gewesen. Die hat auch in Amerika gekämpft. Ja, ne? Für sie wurde auch dieser Song gemacht von Culture Candela. Du bist Hammer. So. Guck mal, und das ist eine Kickboxen. Der war so schlecht. Aber dann war gut. Danach wieder. Guck mal, und dann es gibt eine drittklassige Kickboxerin, auch in dem Nischensport. Und sogar die hat einen Sat1-Deal bekommen, wo ihre Kämpfe dann im Fernsehen übertragen worden sind. Krass. Und dann wurde die gepusht, die kam dann in all diese Sendungen, die da okay, produziert wurden. Ich habe eine Frage. Auch, das, was ich jetzt auch verstehe, es muss ja vermarktbar sein. Weißt du, aber ich denke, ich glaube nicht, dass ich den Eindruck mache, dass ich nicht vermarktbar bin. Weißt du? Okay, ist halt ich habe eine Frage. Schwierig geworden, das will ich auch. Denkst du, du redest wahrscheinlich auch im Hintergrund mit Experten über Marketing und Reichweiten und so weiter und so fort. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Marketing-Experte. Marketing-Experte. Er zeigt dir, was du alles nicht machen solltest. Ja. 50%, sagen wir mal, 50% ist Reichweite, 50% ist wirklich Herkunft. Ne? Wenn jetzt, ich gucke ja sowas nicht, aber wenn er mir das erzählt, dass irgendwie in der Lanxess Arena jetzt irgendwie so ein Twitch-Event ist, wo die boxen, so irgendwie, wie heißen die, Trimax und irgendwie sowas boxen, die kriegen ja Millionen von Deals, ja. Denkst du, es ist die Reichweite? Oder denkst du wirklich, weil die sehen, weil die so aussehen wie Hitler? Nein, natürlich. Nein. Nein, das Ding ist das hier, es ist eine Kombination aus beidem, ne, aber du darfst das auch nicht vergessen, weil natürlich habe ich sehr, sehr viele Leute, die mich supporten, die Migrationshintergrund haben. Ja. Ne? Die müssen aber, was sie halt nicht verstehen, wenn die mich supporten, ne, was halt immer sagen, ey, warum kämpft Agit Kabayel nicht gegen den und den in Deutschland? So, dann dürfen die Leute sich auch nicht beschweren, wenn die Karten kaufen müssen. Ja. Die sagen, kämpft gegen ihn, aber wollen dann keine Karte kaufen. Ja, gucken, oder das dann so, liegt am Kartenverkauf? Kartenverkauf, geht ein Boxen auch Streamingverkauf. Ich schwöre dir, zum Beispiel bei meinem letzten Kampf gegen Argon war mein Verkauf nicht so gut, der Streaming-Verkauf. Mhm. Ne? Und dann beschweren sich Leute, warum kämpft Agit? Aber das Geld ist ja nicht da.
Dafür kann ich ja nicht, weißt du? Und deswegen sind die Klitschkos in Deutschland geblieben, weil immer wenn die gekämpft haben, egal gegen wen, Arena war voll. Genau, die wurden halt sehr, und die wurden halt sehr, sehr krass vermarktet. Ja. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Jetzt ist halt, deine Hände sind gebunden. Kein Fernsehsender ist mehr. Du musst quasi, ich sorge selber für meine eigene Vermarktung. Die du selber über Social Media machst. Genau, ich mache selber Instagram-Stories, ne? Und dann halt Fotos von mir rein. YouTube-Kanal. YouTube-Kanal mache ich, mache YouTube-Vlogs vom Training. Versuche der Jugend auch was mitzugeben, dass sie sich motivieren sollen. Auch Leute, die auch einen Migrationshintergrund haben, ey, so, dass sie es auch schaffen können, ja. Dass ich das beste Beispiel bin, dass ich es nicht einfach hatte, aber nichtsdestotrotz auf so eine große Bühne stattgefunden habe. Mhm. Und ihr, wenn ihr an eure Träume glaubt, dass ihr ihn wirklich erschaffen könnt, egal wie viele Leute euch da schlecht reden, weißt du, wie viele Leute bei mir kamen, boah, nee, das wird schwer, du hast keinen guten Manager, du hast keinen guten Promoter, das nicht, aber jetzt stehe ich hier und die. Du bist bei den Deutschen, das ist krass, hierher zu kommen. Ich bin hier, erstens, und mir stehen auch, abgesehen davon, sportlich mehrere Türen offen, weißt du? Deswegen Leistung an allererster Stelle. Cool. Weißt du, ich mache ja auch keine Unterschiede zwischen Menschen. Weißt du, wenn ich einen Menschen kennenlerne, gucke ich erst mal, aber ich mache auch keine Unterschiede. Mir ist egal, ob der in sich dann, egal welche Religion er hat, egal was Finanzmann er hat, ist mir in dem Moment egal. Ich gucke auf den Menschen, wenn er zu mir korrekt ist, bin ich auch zu ihm korrekt. Weißt du? Ja, du hast schon recht, ich denke ja auch so, außer Nafris, so die Staus vor, so diesen für mich so anders. Jeder hat Ecken und Kanten, weißt du? Genau. Nisa ist nicht der Hübscheste, aber der ist in Ordnung. Um mal jetzt Retalk zu sprechen, ne? Ich liebe das. Ich mache ja seit 7 Jahren auch jetzt Social Media. Ich bin jetzt, glaube ich, im 7. Jahr. 6 Jahre erfolgreich, ein Jahr nicht. Die Klicks sind krass. Ist ja, ich habe mit vielen Agenturen zusammengearbeitet. Ne? Ich habe mit vielen großen Agenturen zusammengearbeitet. Mit vielen Managern, die Deals reinholen. Deals reinholen. Also ich kenne mich so ein bisschen aus. Und was ich sagen kann, ist, ich kann das unterstreichen, was du gerade vorhin erwähnt hast. Warum? Also erstens, an ganz großer Stelle ist es Vetternwirtschaft. Deals werden nur Leuten gegeben, die sie mögen oder mit irgendwie dran verdienen oder Freunde sind. Das siehst du ja auch an den ganzen Knossi-Events und so hier und die ganzen Twitch. Die laden sich nur gegenseitig ein, die holen niemand anderes und. Also, die haben ihren eigenen Kreis. Genau, wo die sich alles gegenseitig immer hin und her ziehen. Wie eine kleine Sekte. Ja, das ist so. Das ist ganz normal. Dann holen die ab und zu mal einen rein und so, aber die bleiben nur unter sich. Auch die Deals, zum Beispiel Kai Pflaume kommt zu Knossi, Knossi klärt das dann für Montana Black und der kommt dann dahin, dann geht er zu dem anderen. Die bleiben nur unter sich. Das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist, da ist Rassismus auf jeden Fall drinne. Warum? Da muss man einen Unterschied machen. Ist es die Agentur, die die Kooperation reinholt, oder ist es der Endkunde am Ende des Tages? Ich darf die Marke hier nicht sagen. Es gab eine ganz große Brand, die für uns, die hier buchen wollten. Ja? Die wollten hier eine Werbung platzieren. Und der Marketingchef ist ein Marokkaner. Ja. Aber ein normaler, der ist so integriert, ein Deutscher. Okay. Wie ich? Ja, auf jeden Fall. So. Und er war da. Und er hat uns vorgeschlagen, und er ist auch ein riesen Podcast-Fan, liebe Grüße. Und er hat selber gesagt, die haben gesagt, wenn wir jetzt dieses Produkt hier platzieren, so Leute, die hören, kaufen unsere Produkte nicht. Und die führen sowas nicht. Und wenn ich euch nach dem Podcast erzähle, was es sogar ist, ist es schon sehr dreist, was die gesagt haben. Ja, weil das heißt, wir würden uns nicht waschen. Eher gesagt. Das gerade wir. Ja. Deswegen, wir also das da schon wissen muss, man muss nur abwägen, Agentur oder Endkunde. Guck mal, ich sag sozusagen. Ich habe ja jetzt in der letzten Zeit, weil ich halt ein bisschen so in der YouTube-Welt ein bisschen mit drin bin, ne, so ein paar YouTuber auch kennengelernt, weil halt mein YouTube-Manager sehr, sehr viele YouTuber auch managt. Ja. Ne, der Karl läuft ja auch sehr gut. Ja, ist okay. Also ich will jetzt auch nicht damit wachsen. Nein. Für mich ist immer diese. Aber ich finde, du machst zu wenig. Nein, meine Intention ist aber auch, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt die meisten Klicks machen. Meine Intention ist aber, ehrlich, ich sage euch, was meine Intention dahinter ist, dass ich die Jugend ansporne, dass sie sagen, ey, weißt du was, er schafft es. Warum, wenn er es schafft, warum können wir es nicht schaffen? Verstehst du, was ich meine? Eine Motivation fürs Leben mitgebe. Egal in welcher Hinsicht. Ob die Sport machen, im Berufsleben, ist egal wo. Das ist meine Intention hinter allem. Und okay, es macht mir auch Spaß, weißt du, meine? Das ist Nisa-Marketing. Jetzt kommt schon ein Marketing. Scheiß auf die Jugend. Weißt du warum? Die bringen sowieso nichts. Die hören dann einmal einen Capital Bra-Song und sagen, Teledin ist korrekt. Ja, und deswegen. Aber du, wenn du jetzt regelmäßig Videos machst, dann können wir Kooperationen holen. Ja, aber. Reichweite, Geld. Guck mal, aber du hast eine Sache vergessen. Ich verdiene ja mein Geld
quasi damit. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, es ist, YouTube ist jetzt nur eine Nebeneinnahme. Wie bei Leon. Weißt du? Boah, als ich die wieder. Hand gerade gesehen habe, ich gut Axt gegeben. Guck mal, meine Hand gegen Seite, guck mal. Ja, die linke ist doch okay, die rechte ist gut. Die ist gefährlich. Ja. Boah. Krass. Sie ist, ja, auf jeden Fall, ja, das ist eigentlich, und ich habe das halt da mitbekommen, bevor wir vom Thema abschweifen, ey, die YouTuber, ne, sind ganz andere Menschen. Ich dachte immer, die Rapper sind immer ekelhaft, ne? Na, die sind auch richtig ekelhaft. Warte mal, ey, ich schwöre dir, ich habe Schock bekommen. Ja. Ganz normal, du redest mit denen, sobald die Kamera angeht, die verwandeln sich, als wenn sie schon so. Ja, die reden auch mit einer ganz anderen Stimme. Die sind fake. Nein, hi Leute. Genau. Ja, deswegen mag genau. Ich die auch null. Alle machen auf korrekt, alle machen auf nett, als würden sich alle lieben. Und sobald die aus dem Raum fangen dann über ihn zu reden. Ja, Twitcher sind auch so. Und bei mir ist es so, ich denke mir so, ey, ich bin. Nein, ich bin so real, weißt du? Ich denke mir so, ey, was machen die gerade? Der saß gerade mit mir. So, warum reden die jetzt? Die sind fake. Und ich habe das dann halt gesehen und habe schon gesagt, ey, das ist krass. Und dieses, wie du sagst, ich arbeite mit ihm, der arbeitet mit dem, nee, lass ihn mal raus, nicht viel mit ihm machen. Ja, Nepotismus. Das ist genauso. Buddhismus. Da habe ich mir am Kopf gepackt, ich dachte, ey, nicht also meine die, Welt. Ich war ja früher auch so. Aber ich finde das geil, dass du was ansprichst, weil er hat mir auch immer gesagt, warum bist du immer so Anti-YouTuber? Weil die sind, das ist ja ein zu krass, die sind ja so komplett andere Menschen. Das alles, was die in der Öffentlichkeit präsentieren, ist fake. Fake. Ja, aber es gibt auch eine Stimme. Aber nein, auf maximaler, es ist jetzt nicht so. Auf maximaler Ebene. Nicht so sagen, ja, die faken 30%. Alles. Alles ist gefaked. Ja, aber Influencer sind noch schlimmer als YouTuber. Ja, alle, die sind alle in einem Top. Die übertreiben nochmal. Die sind alle in einem Top. Also ich war ja früher so, ich bin ja in dieser Szene drin gewesen am Anfang und ich war ja teilweise auch so. Aber weißt du, was scheiße ist? Es kann für viele eine Motivation sein, ey, ich will das auch erreichen. Ja, dann wollen die auch so werden, ne? Aber es kann auch für andere Leute voll verwirrend sein, die Leute, die in ihrer normalen Arbeit stecken und sagen, ey, ich gebe meine normale Arbeit auf und versuche jetzt irgendwie Influencer zu werden oder irgendeinen Scheiß, damit ich auch, und merken, ey, egal wie lange du das machst, du verdienst damit kein Geld. Ja, weil du musst da, du musst diesen Kreis mitspielen, du musst den Leuten ins Gesicht lachen. Ich war am Anfang genauso. Das heißt, ich habe auch mitgefaked, ganz am Anfang. So, weil ich da in der Szene, ich kannte es nicht, wurde ins kalte Wasser geschmissen. So, dann habe ich den kennengelernt, der dann so, ja, du musst loyal sein, Mann. Habe ich gesagt, ja, okay, ist egal, machen wir das, jetzt kein Geld mehr. Aber Hauptsache, wir sind Männer. So. Wäre ich da geblieben, hätte ich irgendwann ein Statement, hätte mich geoutet, wäre auch alles gewesen. Cool. Nee. Aber so, jetzt bist du mit uns und chillst, hast Spaß. Ja, auf jeden Fall und geil. Und ist Chicken Wings auch. Richtig geil, ja. Okay, ich sag morgen meinem Bankberater, ich war mit Agel in diesem Podcast, der so, jetzt halt ein Video. So, nee, auf jeden Fall ist es sehr schwer, aber du hast was Schönes gesagt, das kann man auch hier nochmal groß erwähnen, ist, Leute haben diesen Traum, die sehen, wie schön das ist und wie alle sich lieben. Dann auch Events, oh mein Gott, Schatz, oh wie schön dein Kleid. Und dann heißt es, die Schlampe. Ja. So, ne? Ganz, ganz schlimm, diese Events. Und bei Männern genauso, die sind schlimmer als Frauen geworden, was Lästern angeht. Und das muss man hier klar erwähnen. Wenn das so ist, von außen, was man die ganze Zeit da sieht, denkt man, wow. Guck mal, wie geil, du kannst berühmt werden. Guck mal, die gehen alle zusammen in Urlaub, die mieten sich eine Villa. Aber die hassen sich alle dagegen. Ey, ich schwör, glaubst du mir das? Ich habe mit ein paar YouTubern was gedreht. Ich habe das nicht rausgehauen. Ich habe mich geschämt, das rauszuhauen. Stimmt, ich. Ey, ich schwör. Ich dachte mir wirklich, ne? Ich dachte mir wirklich, guck mal, ich mein's ehrlich, ich habe mit dem ein paar Sachen gedreht. Ich dachte mir so, ey, ich kann mir, guck mal, ich schwör, das hätte mir wirklich krasse Klicks gebracht, ne? Ja. Das hätte mir wirklich krasse. Ich muss lachen. Der dachte, der ist kurz zu Hause. Nein, wegen dem. Weil du sagst, ich habe einen YouTuber ein Video nicht rausgemacht, der so, er hat Respekt. Aber er sagt einfach letzte Folge, Cristiano Ronaldo ist nicht krass, weil er keinen Podcast hat. Hat Cristiano Ronaldo einen Podcast? Der ist krank, oder? Aber er hat alles andere, Bruder. Kein Podcast, aber er hat Aber ich will damit sagen, warte, so, ich habe bestimmt 4-5 Folgen mit anderen YouTuber abgedreht. Ich schwöre, ich habe mir die Sachen anguckt. Ich habe ich kann das nicht machen. Wie heißen die? Weil, nein. Die sind eben wirklich groß. Der ist so ekelhaft. Ey, der würde ich Fitner machen. Aber ey, wir reden eben wirklich von YouTuber, die wirklich was 700.000, 800.000 Abonnenten haben. Die egal, die sind Schmocks. Ja. Aus Stuttgart? Ey, das ist gut. Aber wie gesagt, das ist so, für mich, das ist einfach nicht real. Ja, und du als Sportler, du machst auch so dein Ansehen. Ja, doch. Ja, aber dein stylisches Ansehen. Podcast ist schon geil. Ja. Das machen auch die Boxer in Amerika, oder? Was? Ja. Gehen zu Podcast. Ja, ja. Ich wurde auch übrigens eingeladen von Teddy Atlas.
Nein! Ja, im Podcast. Krass, wer ist das? Wie kannst du ihn nicht kennen? Der hat erstmal so eine sexy Narbe. So. Wer ist Teddy Bundy? Der erste Trainer von Tyson, Tyson war das. Mike Tyson, sein erster Trainer. Also nicht der erste, einer seiner Trainer. Der erste Trainer, der muss ja 120 sein. Nein, nein. Der ist alt. Teddy Atlas ist alt, aber nicht der erste. Er war mit dabei. Er genau. hat ihn mittrainiert. Und dann haben die sich getrennt. Er hat auch mehrere Weltmeister trainiert, Teddy Atlas. Und hat dann Bradley hat er. Genau. Bei, und ja, das habe ich dann irgendwie mitbekommen. Dass, mich hat jemand angeschrieben, der so, ey, guck mal bitte bei Podcast von Teddy Atlas rein, er redet über dich. Wow. Ich so, okay. Zwei, und der ist ein Meinungsmacher im Boxsport. Genau. Auf seinem Podcast. Dann, meint, dann hatten, haben wir es uns angeguckt, dann meinte er, er hat so positiv über mich geredet. Und da war ich auch, das, war, ey, das, das hat auch einen stolz gemacht. Das war diese Anerkennung. Und ich habe auch so, dass mein Coach geschickt, ey, der war so glücklich, ne? Ich schwöre, ja, weißt du. Und ja, das klar. ist die Anerkennung. Nicht, dass so ein YouTuber-Schmock, der so seinen Arsch nicht mal richtig genau, wäscht. Genau, der 800.000 Omelette aus Stuttgart. Ich scheiß auf den, der. So, yeah, was soll das? Ja, und ich sag ja so, guck mal, ich sag niemals nie, nicht, dass ich irgendwann jetzt irgendwann ein YouTuber drehe, auf einmal tauchen die Videos auf. Ja, mach das so nicht so wie die Rapper, die immer nein. sagen niemals nie und danach machen die anderen. Kann passieren, weißt du, ich meine so, ja. ey, es ist so, vielleicht mag ich dann in den Hinsicht den YouTuber, vielleicht ist er dann wirklich so, wenn ich mit jemandem drinne, dann seid euch sicher, ey, guck mal, ich habe jetzt zwei Fragen, die sind sehr wichtig. Die erste Frage, die ich auch wissen wollte als Fan, ist, zwischen den Runden. Du bist nicht Fan, du bist ein Freund, ein Bruder. Nein, ich bin ein Fan von dir. Na. Ich bin Fan von deiner Leistung und privat sind wir Freunde. Ja. So, aber ich bin Fan von, wie bei dir. Ja, du bist besser. Ich bin der größere Fan von dir, keine Angst. Du bist der Geilste. Du bist der Geilste. Wie er mich gerade angeguckt hat. Hast du das gesehen? Ey, bitte schmul zurück. Als ich gesagt habe, ich bin ein Fan, sein Blick. Also erstmal, zwischen den Runden. Hat Casey Rebel war ja dabei. Genau. Hat er irgendwas aus dem Album vorgerappt zwischen den Runden, dass du dich beruhigst? Nein, hat er nicht. Er ist ja nicht das erste Mal in der Ring. Ja? Also der ist schon, er ist schon seit Anfang an dabei. Das ne? Geilste von Casey war, der gewinnt den Kopf. Casey rennt rein, will so auf cool machen, den so hochheben und merkt dann, ey, ich krieg das ganz schön und lässt dann einfach ja, ja. los. Wieso dachte der überhaupt, dass er dich hochgehoben kriegt? Ja, weil du unterschätzt das, 110 Kilo mal kurz eben. Mal. Ja. Aber ich sag ja, er ist ja nicht, er ist seit Anfang an dabei, ne? Also der ja, hat mich ja seit Anfang an meine Karriere hat auch immer gepusht, ja. immer gepusht, unterstützt. Ja, ja. unterstützt. Muss man dem er hat auch immer an uns geglaubt, weißt du, wie, wie das ganze Team um mich herum. Ich liebe ihn auch. So und, seine Art. Ja, voll, also voll. Und damals in Stuttgart, das war wirklich einer der besten Abende. Weißt du noch? Achso, ja. Weißt du noch? War lustig, ne? Das war sehr lustig. Hinter der Rebel Lounge. Ja, ja, genau. Hinter wie wir euch ja, auch gesehen haben. Aber du bist haben. Ja irgendwann weggegangen, weil du dir das nicht mehr geben wolltest zwischen ihm und Casey. Ja, da auch. Wir waren da auch die mehrere, ein paar Jungs aus Stuttgart waren, ja. waren schon ein paar ja, Jungs. Das war geil. Das war ein geiler Abend. War sehr, auch sehr gastfreundlich und so. Ja. Hammer. Ja, am Hinterhof. So seid ihr Kurden, das ist korrekt. Ja, richtig. Ja. Nicht so wie ihr. Gastfreundlich, kommt, zieh deine Jacke aus, blöd, Jacke weg, Alter. ja. Ja. So, jetzt noch eine wichtige Frage. Er hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, was soll Agit jetzt machen, weil der ist ja so ein Boxexperte. Der hat gesagt, Agit muss von Deutschland weg. Er muss nach Amerika. Nein. Doch, wie nein? Hör dich doch erstmal an. Ich, okay, sag, was sagst du? Erzähl mal. Ich will mal wissen, warum du sagst nach Amerika, ehrlich. Ja. Ich sag dir ehrlich, warum ich das denke. Ich denke, weil wenn du mit einem guten... Also ich denke jetzt, dass erstmal eh die Türen alle offen sind. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen ist. Wir haben noch nicht gesprochen. Du bist gut. Ja, es geht. So. Und ich denke, dass viele Promoter jetzt natürlich hier den heißen Kandidaten schnappen wollen, wie das so ist. Ne? Und ich denke, wenn du mit einem guten Promoter im Amiland signst, weil die Möglichkeiten und die Trainingsmöglichkeiten sind einfach da, die Gegebenheiten sind einfach besser. So, und ich glaube, wenn du dann da bist, du bist in einem Boxclub, du hast bessere Sparringsgegner, du bist nicht mehr in deiner Komfortzone wie genau. hier in Deutschland. Dann bist du ein Underdog, weil du scheiße Englisch sprichst. Genau, dann sind dann in dem Boxclub, alle hassen dich, weil die sagen, guck mal, der kommt, der aus Deutschland, der will die Welle machen, jeder will dich platt machen, du musst dir noch mehr Mühe geben, du hast keine Freunde da, du bist so, in, du hast diesen, du bist das wie bei Rocky 3, als er gegen Clubber Lang verliert, wo Apollo dann sagt, ey, guck mal, die geht's zu gut, du bist in der Komfortzone, du musst wieder in die Hood. Und dann nimmt er den doch in diesen abgeranzten Boxclub. Jetzt aber so du hast es gut erwähnt, ich bin in der Hood und ich bleibe auch in der Hood. Ja, aber... Aber guck mal, ja. ich bin da, wo ich fühle mich da wohl. Und ich, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich ist es immer so beschissen, wenn man das über sich selber sagt. Ich lebe eigentlich sehr, sehr bescheiden. Ne? Mit, ich bin immer noch mit den gleichen Jungs. Von Anfang bis Ende. Ich gehe also in denselben Läden essen, wo ich vorher war. So, es gibt ja immer dieses, immer die Leute schreiben unter den Kommentaren von der Straße zu den Sternen.
Ne? Ich sag von der Straße für die Straße. So, weißt du, ich meine so, du bist in der Straße, also du bist, kommst von der Straße und gibst es der Straße zurück. Du gibst der Jugend ein, also eine Vorbildfunktion. Wenn ich durch die Straße laufe, weißt du, wie viele Jugendliche zu mir kommen, ey geil, und dann versuche ich die zu sagen, ey geil, zieh durch, oder weißt du, dann reden wir mit denen. Und, oder was gestern, vorgestern zum Beispiel, war richtig lustig, weil ich bin Fitix am Trainieren. Dann kommt einer zu mir und sagt so, ey Bro, weißt du, was ich übertrieben lustig finde? Du schlachtest, also du, internationale Bühne, schlachtest du einfach deinen Gegner ab und kommst einfach ganz normal wieder Fitix trainieren. So gehst dich dann, weißt du, so. Ja, er meint, du musst so in den Underground. Genau, aber das ist ja deine Komfortzone trotzdem, weil das sind ja deine Läden, sagst du ja selber. Ja. Du bist da und du weißt selber, ist nach, in einem Land, wo der Boxsport populärer ist, größer, hast du einfach bessere Möglichkeiten zu trainieren. Voll. Da hast du vollkommen recht, da gebe ich dir recht, aber du hast dich vergessen, der Boxsport hat sich komplett geändert. Die Saudis ziehen ja sowieso gerade alles rüber zu sich, den Sport. Da wollte ich auch noch gleich. Und es macht keinen Sinn, wenn du sagst, ey, ich trainiere jetzt in Amerika, weil die Sparringspartner kannst du auch rüberbringen. Kannst alles, was du jetzt ist, du, wir sind jetzt gerade in so, sag ich mal, in der Liga angekommen, wo du jetzt auch gute Sparringspartner einladen kannst und die Leute wollen dich sowieso mit dir messen. Und sagen, ey, der ist die Nummer 6 der Welt, mit dem wollen wir uns messen und wir kommen rüber. Und abgesehen davon, jetzt hast du, da hast du auch vollkommen recht, der Boxsport in Amerika wird auch nochmal groß, weil Amazon Prime hat sich im Boxsport einkauft, All Heyman, Showtime ist raus, jetzt ist Amazon Prime dabei und die haben eine riesen Geld auf dich gehauen. Ja. Und jetzt wollen die richtig nochmal, jetzt wollen die nochmal richtig. Das heißt, cool. Amazon Prime wird dann Boxen zeigen? Genau. Genau. Aber, ja, da muss, okay. aber wie groß das dann wird, muss also, zeigen, ob die Leute einschalten. Genau, es wird groß, weil ich habe nur mitbekommen intern, dass die jetzt, es ist eigentlich sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, für die nächsten 3 Jahren oder 4 Jahren haben die eine Milliarde geplant. Milliarde, habe ich mir auch gedacht. Und die wollen jetzt richtig aufrollen, die wollen richtig Gas geben. Premier Boxing aber Champions, es ist halt BBC, sehr, sehr schwer, mit den Saudis mitzuhalten, weil ey, da Geld, da fahren ganz andere Geld spielt da gar keine Rolle. Das ist jetzt meine Frage an dich, weil er hat mir damals das mit dem Fußball auch erklärt, weil ich habe gesagt, ja, was bringt das, weil in Saudi, wer will da spielen? Da hat er gesagt, guck mal, es ist eine Geldsache. Wenn Saudi-Arabien irgendwann mal alle krassen Spieler kauft, dann wird in Saudi-Arabien das krasseste Fußball gespielt. Das ist einfach so. Und deswegen meine Frage an dich ist, denkst du, dass Saudi-Arabien, dass die Interesse haben, sieht man, wirklich es schafft, allein durch dieses Geld und durch die Ressourcen, die in den Boxsport reinstecken, dass Saudi-Arabien die interessanteste Stadt, also dass die so, dass es auch... Ich weiß nicht, ob die, also guck mal, ich bin... Dass alle Mexikaner, alle Amerikaner da boxen. Ich bin kein Politiker, dazu fehlt mir leider die Intelligenz, ne? Ja. So, ich bin nur Boxer. Und, haben die auch nicht. Aber du bist ehrlich, das ist gut. Wir sind alle schlauer, Agit. Wir sind alle schlauer als die da oben. Ja, ich sag nur halt, ich glaube, der Westen wird das niemals im Leben zulassen. Da wird einfach... Ah, denkst du? Ja, es wird schwer. Ja. Ne? Aber die werden trotzdem ganz viel Tram-Tram machen. Also die Saudis werden dann wirklich viel... Guck mal, jetzt überleg mal, die haben ja... Ich glaube, bis 2034 sind die der einzigste Kandidat für die WM bis jetzt aktuell. Ich glaube, die wollen die WM ja zu sich holen. Also du wirst jetzt sehen, die werden die nächsten 10 Jahre auf den Putz hauen. Aber ich finde das interessant, dass du das sagst, weil genau das Gleiche hat er mir auch erzählt. Er hat gesagt, jetzt fängt schon der Westen an, Schranken zu setzen, damit die halt nicht den Fußballsport dominieren. Hast du nicht gesagt, dass die FIFA sogar irgendwie so eine Regelung einführen will, extra? Und dann passt es ja zu dem, was die du wollen sagst. Die wollen da so eine Grenze, also im Gespräch ist eine Grenze, ja, aber egal, was Zahlungen angeht. Ja, aber es interessiert dich trotzdem nicht, dann kaufen die FIFA. Das ist aber ein Boss-Move. Ja, ist so. Ja, mit denen kannst du nicht, guck mal, die haben Bock darauf, nicht weil die sagen, ja, natürlich wollen die auch das Land ein Prestige geben, das Land, dadurch noch mehr Ansehen, mehr Ansehen gewinnen. Ey, die packen mal den Bullen an die Eier, weißt du meine? Ja. Die sagen, die packen das Ding und sagen, ey, weißt du, oder die haben alleine mit einem Unternehmen 900 Milliarden Gewinn gemacht, letztes Jahr. Mit einem Unternehmen. Und die geben Ronaldo 200 Millionen. Das ist einfach nix. Aber du musst doch überlegen, das interessiert dir und ich erkläre dir warum. Weil die sagen einfach, ey, weißt du was, wir machen es. Die anderen Länder reden immer nur groß und sagen, ja, wir wollen das machen, wir wollen das machen. Die haben, ey, weißt du was, wir machen so und so. Innerhalb 3 Monate haben die es direkt gepackt und haben es gemacht. Die haben nicht viel geredet, die haben direkt die Veranstaltung gemacht. Und das will ich sagen, glaubt mir, ich hoffe, ihr seht, werdet mal Riad und Saudi-Arabien mehr sehen. Sowieso fliegen nichts. Also ein sehr, sehr, sehr schönes Land. Glaub mir, Infrastruktur, alles passt. Ey, ich war schockiert. Denkst du, sie werden die Emiraten ablösen?
als der Golfstaat. Ja, ja. Ich glaube, die werden. Weil die haben mehr 100%. Geld als die Emiraten. Die werden die das halt, denke ich auch. Es ist halt ein sehr, sehr lang. Also, die haben sehr viel Vorsprung. Mhm. Ich glaube, die Emirate, also ich glaube, Dubai ist so, denke ich, vom Gefühl her 10 Jahre weiter vorne. Ja. Ne? Aber ich denke, das wird im rasanten Tempo kommen. Ja, ja. Dass Saudi-Arabien in den nächsten 3 Jahre schon. 6, 7 Jahre gut, genau, machen und wird, weißt du? Und ihr dürft das wird dann anfangen, Formel 1, Golfturniere, ja, und genau. Boxen. Ist schon. Wie gesagt, März ist schon Formel 1 geplant. Guck mal, ja? Ja. Ja, Wrestling ist da, Ronaldo ist da, Conor McGregor ist da, Tyson alles Fury da. Ist da und das ist ja das Image. Und alle reden ja auch positiv über das Land. Voll. Und ey, es ist jetzt nicht einfach gesagt, es ist wirklich schön, weil ich meine, so für... Man kann sich über nichts da beschweren. Wie lange warst du da? Es gibt ja auch keine Kriminalität. 8 Tage. Null. Null, das ist ja das Geile. Jeder hält sich an die Regeln. Ja, musst du. Das ist gut. Ja, du sagst ja, die Strafen sind hoch. Ich sag ja auch immer, harte Strafen schützen. Ich finde das gut. Ich bin ein Befürworter davon. Ja, aber es ist jeder, wenn du siehst keinen Müll auf der Straße. Es ist alles sauber, es ist schön. Sicher für Frauen. Ja, und es ist genau. Das auf jeden Fall, zu 100%. Ja klar, da wo man nicht rausgehen darf. Ist auch aber ich sag ja, trotzdem ist es sicher. Nein, es wird hart geredet, aber es stimmt nicht. Ja, ja, es ist sicher. Die Frau kann da nachts rumlaufen, ihr passiert nichts. Ja, weil einer, immer, bevor er pfeift, überlegt er sich 10-mal, ob er sterben. In Europa wollen die ja immer so, wie soll ich das sagen, Schlampen großziehen. So, ich muss das jetzt sagen, mir ist kein anderes Wort eingefallen. Hier wird jemals Sexualität sehr früh beigebracht und es wird auch... so beigebracht, dass es nichts Schlimmes ist, ja. Und im per se ist ja Sexualität nichts Schlimmes. Aber man muss das nicht nach außen tragen. Voll. So, und man muss nicht, und wenn man sagt, ey, ich will keine 2 Männer rumknutschen sehen auf der Straße, heißt es nicht, dass ich homophob bin, sondern ich will auch nicht einen Mann und eine Frau das machen sehen. Ja, dürfen beide ja nicht. Weil ich finde das so unästhetisch. Ich finde, wenn die Grenze überschritten wird, wenn du selber irgendwann eine Tochter hast, dann denkst du ganz anders drüber nach, weißt du? Ja. Dann fängst du auf einmal wenn du einen Sohn hast wie er, dann sowieso. Ja, ja, und das ist ja immer der, es ist ja immer dieser westliche Blickwinkel. Ja, guck mal, hier darf sich ein Paar küssen auf der Straße, da dürfen die das nicht. Deswegen ist das ein Hinterwäldler. Ja, das ist das, deswegen ist das Land. Aber die Leute, die da leben, wollen das selber nicht. Die sagen selber, ja, wir wollen nicht, dass ein... Das kann sein, weißt du, da hast du vollkommen recht. Aber wie gesagt, da ist so... Ja, aber der Westen hat sich auch so ein bisschen ausgeschossen, weil die sagen, ja, da hast du keine Meinungsfreiheit. Haben wir ja auch hier gesehen, was wir mit freier Meinungsfreiheit bekommen haben. Wo du landest, wenn du deine Meinung landest. Ich hab da jemanden kennengelernt, der aus Deutschland kommt. Er hat sich da selbstständig gemacht und er ist voll zufrieden da in Saudi-Arabien. Er meinte, ich würde da auch hingehen. Also deutsch, ne? Komplett auch aus. Also ich würde da auswandern. Ja, das ist ja auch das ist er ja, sagt, er sagt auch selber, es ist sehr, sehr schön hier. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich werde hier akzeptiert. Und er hatte auch seine Frau... ist, glaube ich, also die ist sogar die Chefin von seiner Firma. Ja. Und als Frau hatte sie alle Freiheiten noch da. Also ich... Also was heißt frei? Auch im Berufsleben wurde akzeptiert. Das ja ich würde da hinziehen, wenn es nicht so teuer wäre. Ja, das stimmt. Es ist extrem teuer. Ja. Ist Saudi-Arabien teuer? Ja, ich wollte teuer. Mir... Teurer ich wollte, als Dubai. Ja, Dubai war ich noch nie. Essen und so geht. Du kannst dir aussuchen, wenn du natürlich so Five Guys oder so hier Nando's, McDonald's, Burger King, irgendwas ist. Ich glaube, es ist da... bisschen teurer als hier, aber wenn du schon in teuren, gehobenen Restaurants gehst, zahlt schon einiges da. Aber Essen geht immer noch, aber Klamotten sind teuer. Freund von mir wollte einen Nike-Jogger holen, oben, unten 280 Euro. Yo. Was kostet hier 140? Ich weiß, ich glaube nicht so, ich glaube 140, 160 Euro. Ja. Ich glaube, die Jacke kostet, glaube ich, 80 Euro und die Hose 80 Euro. 280 Euro. Also zu dem, was du gesagt hast mit dem Typ, der sich selbstständig gemacht hat. Das ist ja das, was die in Europa auch immer denken, oder wenn die zum Beispiel uns zuhören, die denken ja, dass muslimische Migranten, weil das kulturell passt, ist ja normal, dass die darüber reden. Aber nein, die meisten Leute, die ich kenne, die in die Emirate gezogen sind, wie zum Beispiel Chris oder so, über die wir reden, oder auch jetzt in Saudi-Arabien, sind wirklich europäische Europäer. Die sind also Agnostiker, Atheisten, Christen, die sind deutsch. Und die meisten, die ich kenne, die sind dahin gezogen und die sind zufrieden. Die sagen, hey, sicher, keine Kriminalität, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, ich lebe vernünftig. Und umso älter man wird, umso ängstlicher wird man. So, das merke ich ja an uns. Früher, was wir gemacht haben, jetzt sagen wir, ach komm, lass mal lieber. Und ich will einfach irgendwann für meine Familie, irgendwann 10 Kindern, würde ich Sicherheit haben. Und ich fühle mich, glaube ich, in den nächsten 10, 15 Jahren in Deutschland nicht mehr wohl. Weiß ich nicht. Muss jeder für sich dann entscheiden, ob er bleibt oder nicht, weil, wie gesagt... Ich ziehe ins Gummibärenland.
Wie ist jetzt, kann man schon über deine Zukunftspläne reden? Also, oder kannst du was andeuten, oder ist das noch alles? Nein, es ist also, wie gesagt, es steht noch alles in den Sternen, weil ich habe mich ja wirklich in den Ranglisten so nach oben katapultiert, dass ich muss ja auch, es ist jetzt nicht so, ich bin mir jetzt zu schade, gegen jeden zu boxen, aber du musst ja auch mal gucken, welche Kämpfe Sinn machen für dich, weißt du? Genau. Jetzt Gott sei Dank, wie gesagt, die Saulis pushen das gerade in den Boxsport da unten, und die können auch wirklich Kämpfe zustande bringen, von denen die meisten, die funktionieren nicht, klappt nicht. Ich gucke jetzt in Usyk, Fury, findet mal eben so statt. Jetzt zum Beispiel haben die vor 3-4 Tagen Ngannou, AJ einfach mal angeteasert auch, dass der Kampf zustande kommt. Zhang Wilder steht. Was sagst du, wer macht's da? Wo? Zhang Wilder. Boah, ey, wenn der Wilder wieder so eine Performance liefert, ey. Ich glaub, ich hab den weg. Nein, ja, das Ding ist auch bei Wilder gewesen, ich habe ihn ja dort gesehen, wir waren ja alle immer fast gemeinsam überall. Ey, der ist auf maximale Ebene satt, ne? Und er hat auch diesen Hunger nicht mehr. Er hat diesen, man sieht das auch. So, ey, der ist so einfach so, ey, komm, weißt du was? Ich bin hier und nimm nochmal richtig schöne Zahltage mit, und dann setze ich mich in die Sonne. Aber auch, was ich extrem bei ihm gemerkt habe, so, er hat das erste Mal im Ausland gekämpft, er ist in seiner Komfortzone nicht mehr. Ja. So, er ist im Ausland, er kämpft das erste Mal in seiner Karriere, hat jetzt in Saudi-Arabien gekämpft, und da hat schon gescheitert, weißt du? Und wie? Er hat sogar auch zu mir gesagt, was, der hat aber böse Schläge bekommen, was ist hier? Ja, also gegen, der? Ja, Wilder. Ja, das wäre kein Spaß. Ich hätte ihn sogar geschlagen. Ja. Aber ich sag ja, Wilder war auf jeden Fall extrem abgebaut, und wir werden jetzt beim nächsten Kampf sehen. Weil kann sein, dass es ihn wirklich so gepusht hat, oder dass er sagt, ey, weißt du was, ich muss was ändern, ich muss jetzt ein Zeichen setzen, aber weil die Power hat der ja, jeden auszunocken. Aber die, nur eine Hand. Nur die Rechte. Nur die Rechte, aber sonst alles andere fehlt. Kein Kinn, keine Beinarbeit, keine Finden, nix. Ja. Es gibt ja aber zwei Systeme im Boxen. Jetzt könnte man entweder sagen, ey, du musst jetzt einen guten Top-10-Gegner kämpfen, damit du noch damit du Pflichtherausforderer wirst. Das ist auch mein Ziel eigentlich. Ja, genau. Aber es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ey, du hast jetzt einen Namen, lass uns weiter deine Bilanz verbessern, und jetzt kämpfst du nur so gegen Leute, die nebenbei im Lidl arbeiten. Damit du halt so 6 K.O.s jetzt hintereinander machst. Du könntest jetzt sagen, ey, weißt du was, ja, du würdest, wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Fernsehpartner kommen würde, sagen wir, malen uns das Bild jetzt perfekt aus. Ja. Der deutsche Fernsehpartner kommt und sagt, ey, weißt du was, Agit, wir wollen jetzt mit dir 3 große Events in Deutschland, in wirklich Arena-Events, wo 15.000 Zuschauer reinpassen, wollen wir mit dir planen. Wir wollen Gegner aus der Top 20 nehmen, die in wirklich Top 20, Top 30 übersichtlich sind. Ne, das sind ja auch trotzdem krasse Kaliber. Und wollen den Fernsehvertrag geben, kriegst riesen Börsen, das und das passiert. Dann überlegst du, gucke ich jetzt, dass ich mich sportlich weiterentwickle, oder dass ich in der Hinsicht nur an die Kohle denke und sage, ey, weißt du was? Oder auch natürlich, wenn du auch an die Kohle denkst, musst du auch an den sportlichen Aspekt denken, weil du kannst ja mit den Kämpfen, die du hier in Deutschland machst, die Jugend nochmal anspornen, dass sie noch mehr Gas geben und sagen, ey, wir haben Möglichkeiten in Deutschland. Ja. Es gibt diese Fernsehdeals, gibt es die da. Ja. Aber für mich jetzt aktuell, weil das natürlich jetzt in Sande verfällt, weil es keine Fernsehdeals gibt, weil kein Fernseher mitmacht, ist für mich nur sportliche Leistung, und es ist halt Saudi-Arabien. Ne? Und es macht auch mehr Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil du geschätzt wirst. Du die sportliche Herausforderung suchst, du wirst ehrlich, für dich ist das einfach nur geil. Du denkst dir einfach, ey, ich kann mich sportlich mit jemandem messen, und du kannst einfach gucken, wer der Bessere ist, ohne dieses große Tram-Tram. Fernseher, welche Verträge, wo machen wir das? Es steht einfach fest, der Ort steht fest, wie viele Runden, und alles andere machen die Saudis. Geil. Oder die Promoter handeln. Ja, das ist immer geil, weil du willst ja als Sportler dich auf den Sport konzentrieren. Voll. Und dann dich auch dementsprechend vorbereiten und auch mental. Du musst ja auch mal eine Ruhe für dich bekommen, irgendwann mal auch mal outside von diesen ganzen Sachen, diesen Tamtam jetzt nach dem Kampf. Du brauchst ja auch deine Zeit mit deinen Jungs, dass du sagst, ey, ich will einfach nur mal, keine Ahnung, Fußball spielen in der Halle von mir aus. Du brauchst jemanden, der sich drum kümmert, ne? Und ich glaube, dass einfach in diesem Land das nicht so krass gegeben ist, weil es eben halt leider eine Nische geworden ist. Weil dieses Land kann's. Das wird bewiesen mit der Sportart Fußball. Hier gibt's Zentren, hier gibt's Internate. Alles. Es gibt. Ja, also für Fußball, also für Fußball gibt's alles möglich. Es gibt hier extra Räume, wo du deine Nasenlöcher besser verbreitern kannst. Also für Fußball ist sogar schädlich, das Land zu verlassen, weil er hier die besten Möglichkeiten hat. Genau. Ja. Genau. Und das ist so ein bisschen schade, ne? Jetzt. Aber ja, das kannst du halt nicht. Bist du ein Fußballfan? Ja, ich guck Fußball. Ja, wie war es für dich, Ronaldo zu sehen? Du hast ja ein Bild mit dem gemacht.
War einfach, ich weiß nicht, war einfach... Stimmt, du hast ihn gesehen. Ja, hast du ihn auch angefasst? Ja, klar. Hast du Hand gegeben? Ja, wir haben Hand gegeben. Hast du mit dem geredet ein bisschen? Ja, 2-3 Sekunden. War der nett? Ja, ganz normal. Aber er ist professionell, ne? Der macht seine, also der weiß schon, wie aber er... Aber der ist nicht so cool wie wir, sei ehrlich. Sei nee, doch. Das auf jeden Fall. Siehst du? Hier, der hat ihn gesehen und er sagt das. Der sagt das doch nur, weil er auch professionell ist. Nein. Du bist der ehrlichste Chöp, dieser Ding. Ich höre. Dieses Business. Nein, wir haben ja einen, der hat Ronaldo gesehen, weil du den immer so krass redest. Und er hat uns gesehen. Und er sagt, wir sind cooler. Das stimmt. Ah! Das Ding ist einfach nur, Ronaldo ist einfach, guck mal, er ist hochprofessionell. Der ist ein Portugiese, Alter. Der ist auch, er macht seine Aufgaben gut. Jemand macht ein Bild, er grinst in die Kamera. Ja, der ist wie ein YouTuber. Ja, der versteht sich. Ja, aber ist gut. Aber geht nicht einfach so, lernt Fans kennen nach 5 Minuten, geht dann feiern mit denen. Ja. So, ja, das kann und steigt bei fremden Leuten im Auto ein, wo er nicht weiß, wohin. Ja, okay, warte mal kurz. Du hast auch Connor gesehen, ne? Genau. War der auf Koks, ja, ne? Boah, ich weiß das gar nicht. Maximal war der auf Koks. Ja, ich weiß, ich hab nur. Also du weißt, wie das aussieht. Also guck mal. Ja, aber ich hab darauf nicht geachtet, weil, wie gesagt, ich hab nur das Bild gemacht, bin abgehauen. Ich habe danach so auf TikTok Memes gesehen. Ja, der war. Der Connor redet mit dem Exzellenz, ne? Er redet mit dem Kronprinz. Und der Cristiano ist genau dazwischen und macht den. Ich will gar nicht wissen, was er erzählt jetzt, hat. Also ich will jetzt nicht lustig sein und so, sondern wirklich, als ich die Live-Bilder gesehen habe, wie Connor die ganze Zeit Ronaldo voll labert, habe ich so gesagt, er hat nie Saarzüge. Das ist so dein Style. Ey, ich schwöre, der hat wirklich... Weil er hat über die anderen Leute die ganze Zeit gelästert, das hast du gesehen. Das war, ja? Ja, das hast du gesehen, als jemand gekämpft hat, dann geht er zu Ronaldo und sagt irgendwas und der lacht sich kaputt. Ja, der ist, glaube ich, schon ein bisschen so freaky drauf, ne? Ist der... Stand der, wo du den gesehen hast, oder saß der? Die saßen alle. Okay, Connor, ist der groß? Ist der? Ich kann mir nur vorstellen. Ich glaube, der ist nicht so groß. Ich glaube, der kommt bis zur Schulter von mir. Ein bisschen größer, wie größer 1,78. 1,81, weiß ich gar nicht. Ja, also war okay, ne? Ja. Ich habe nicht darauf geachtet. Okay. Ronaldo war, ey, der ist schon wirklich geisteskrank. Also Jungs von mir waren ja auch da. Ja, die sind ja wahrscheinlich durchgedreht. Ja, das ist so. Für die ist das wie für mich so Michael Jackson. Viele haben es auch nicht verstanden. Also ey, wir chillen einfach im selben, also wir sind einfach von Ronaldo 3 Meter entfernt. Viele haben es nicht realisiert. Deine Freunde, die mit dir waren darunter auch so richtige Fußballfans? Alle. Das heißt, für die war das... Ich hab nur einen, der ist ein richtiger Messi-Fan, der hat so, du darfst kein Foto mit dir. Ja, so Chef, der hat es noch angegriffen. Ich hab gesagt, ey, du hast nichts mit dir, aber der hat trotzdem gemacht ein Video so. Dann sagt er auf Deutsch so noch radikal, ey, Messi ist der Beste. Kanacken. Das ist einfach Kanacken. Überall sind die diese gleichen Verhaltensweisen. Der sitzt sogar noch hier. Ja, auch. Ah, das bist du. Ja. Boah, du musst so werden wie ich. Ich hätte komplett umgeschaltet. Ich hätte zu ihm gesagt, ey, Messi ist so beschissen und so. Und dann hätte ich Messi gesehen, der hätte gesagt, Ronaldo ist beschissen. Nein, er läuft mit der Kamera hinterher, der so, ey, Messi ist der Beste. Aber nur vom Weiten so. Aber wenn Ronaldo schon dreht, der wäre direkt weggerannt. Geil. Links, wenn du... Was hast du an dem Tag gegessen? Das würde mich auch interessieren. Boah, ich esse immer dasselbe. Ich hab eine Routine. Ja. Nach dem Wiegen lade ich immer auf. Ich esse immer so Haferkleie. Ne? Ich frühstücke auch immer selber. Ich mache immer mein Essen frühstück selber. Was ist genau Haferkleie jetzt? Haferkleie ist so Haferbrei, ja, was Babys essen. Mach ich mir rein. Ne? Und danach kommen 200 Gramm, so 200 Gramm Brombeeren rein. Ja. Himbeeren. Ne? Dann kommen da Gujibeeren rein. Ja. Chiasamen. Nehme ich knapp 0,3, 0,4 Orangensaft, dann mische ich das, dann ist da so ein richtiger... Schmeckt das? Also so wie du es gerade erzählst, habe ich voll Lust drauf bekommen. Ja. Nein, er sagt selber, ich sag, schmeckt das und er so. Guck mal, es schmeckt nicht, aber es funktioniert, weil es ist eine Aufladphase. Ja. Weil ich versuche ja in der letzten Woche weniger Kohlenhydrate zu essen und dann... Nach dem Wiegen, das machen ja normalerweise eigentlich andere Leute. Um ganz viel Gewicht wieder drauf zu bekommen. Genau, oder nein, und nicht Gewicht drauf zu packen, dass du auflädst, dass du quasi deinen Körper, hast du einmal deinen Glykogenspeicher entleert, dass du quasi keine Kohlenhydrate mehr im Körper hast, dass der Körper einmal auf Reserve arbeitet, ne, dass er quasi aus den Fetten die Energie reinholt und dann du quasi halt dass du quasi mit den Kohlenhydraten, die du dann auflädst, Energiespeicher füllst mit guten Kohlenhydraten und dann auch im Kampf mehr Leistung bringen kannst. Okay, du isst das. Das ist ein wirklich krasser Prozess. Die denken einfach, ey, geil, der boxt sich, der haut den weg, ey, mega. Nein. Die Leute, die jetzt von außen betrachten, weißt du, also das krass, kann. Alter. Okay, du isst das, was noch? Oder nur das? Dann esse ich das, dann esse ich Nudeln. Was für Nudeln? Nudeln. Da bin ich jetzt dabei. Tomaten, Sahnesoße. Jawohl. Garnelen. Jawohl. Garnelen, I love you. Ja, und Pizza.
Ja. Weil ich esse Pizza, weißt du warum? Auch weil, wie gesagt, ich fülle meine Kohlenhydrate mit guten Kohlenhydrate, aber der Kopf muss ja auch da sein. Ja, der muss, du brauchst sowas, was Leckeres. Du brauchst so ein bisschen, genau, vor dem Kampf was Leckeres, dass du sagst, ey, geil, es hat wieder was geschmeckt und hat Bock gemacht. Dann bist du automatisch so, deine Glückshormone schießen dann hoch, weißt du? Ja, und danach willst du einfach nur Gas geben. Ja. Sowas halt, weißt du, so Kohlenhydrate, versuchen Eiweiß mit Kohlenhydrat zu kombinieren. Dann natürlich isst du auch mal einen kleinen Nachtisch, nicht zu übertrieben, was Kleines, halt so ein kleines Häppchen, dass du einfach denkst, ey, okay, ich hab was. In Dings war Saudi-Arabien was extrem geil. Ey, die haben so schöne Datteln, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben so leckere Datteln gegessen. Das ist ja nicht normal, wie viel Auswahl die haben. Die hatten sogar eine Dattel gehabt mit Mandelfüllung. Die hast du dir selber machen lassen. Ja, ich weiß. Ey, die waren, das war besser. Ey, ich schwöre, ich sag das normalerweise nie, ne? Das war sogar besser als Nutella in dem Moment. Liebst du Nutella? Boah, übertrieben. Echt? So richtig? Ja, richtig. Ey, bei mir, ich bin normalerweise, mein zweites Hobby ist Essen. Boah, ich esse so viel, ne? Ich liebe einfach Essen. Ja, du bist ja auch groß. Du hast ja auch so ein Gewicht. Mein Trainer ist manchmal schockiert. So, wenn er zum Beispiel jetzt, weil die Saudis jetzt, Saudi-Arabien jetzt jedes dritte, vierte Monat ein Event macht, ich muss jetzt im Training bleiben. Ja, du kannst nicht mehr so viel essen. Genau. Schade. Und normalerweise drehe ich dann voll krass durch und dann komme ich so ins Training. So 6 Wochen. 10 Kilo. So. 6, 7 Wochen später und dann kommt mein Trainer und schon, du fettes Schwein. Was wiegst du? Geil. Das ist das Erste, was er sagt. Und dann hat er noch so ein Eis in der Hand. Ja, genau. Nein, das ist doch so ein Kind. Tum-tum bei drei, ja. Nein, dann, guckt dann sagt immer mein Trainer, was wiegst du? Ich sag dann, ja, 116, 115. Lügst du? Wie oft die? Ja. Zwei, immer. immer 2 Kilo. Geil. Immer, grüß an den. Immer 2 Kilo bin ich am Dribbeln. Immer. Wenn ich immer 116 sage, sage ich, ich habe 118 drauf. 118. Ich so, ich habe 116. Der so, auf die Waage. Ich so, Abi, kann man machen wir anders. Dann war so Gespräch, dann gehe ich direkt Kabine umziehen, zack, dann komm ich raus. Du legst ihn so ab, ich mach's auch immer. Das Geile ist, dann wiegt er mich nach dem Training, da habe ich wirklich 2 Kilo, für weniger 2,5 Kilo. Da habe ich schon gesagt, du warst mir schon vor dem Training 118. Der so, nein, Abi, ich habe nicht so viel getrunken. Geil. Ich feiere das aber, dass du es sagst. Das Wichtige ist jetzt, was isst du nach dem Kampf? Wenn du weißt, was Vorbereitung. Was esse ich nicht? Ist das dann so, dass du wie so Son Goku alles. Nach dem Kampf, wir sind direkt Five Guys gefahren. Ja. Ich habe zerstört. Was alles? Beschreib mal so. Burger, Pommes. Alles geht doch rein? Also guck mal, ersten 2, 3 Tage ist schwierig. Ja. Du musst dich das ein bisschen so reinquälen. Du weil musst dich akklimatisieren, fressen. Und dann ab dem 4., 5. Tag. Aber dein Gegner, der konnte nichts mehr essen. Der Arme. Aber bist du dann auch so, dass du das Leben dann so richtig genießt nach dem Das heißt, du sitzt zu Hause vorm Fernseher, Chips, Donuts, alles. Es wird gelebt. Ja, es wird schon, guck mal, weil du weißt, in der Vorbereitungszeit, du kannst nicht mitleben, weil, guck mal, wie viele Familien feiern, wie viele Hochzeiten, wie viele Geburtstage, wie viel du verpasst. Ja. Das ist extrem, ne? Hier, mein Cousin ist auch noch übrigens richtig sauer auf mich, dass er auf seiner Hochzeit nicht war. Grüße an dich. Du kannst dich ja jetzt entschuldigen. Ja, entschuldigen. Dann sagt er so, ey, krass und so. Ja, weißt du, ich war auch auf seiner Hochzeit nicht. Ja. Ich konnte nicht mitgehen und das ist halt immer das Problem. Aber gut, dass du sagst, das meine ich mit, was für ein Opfer ein professioneller Sportler bringen muss. Ja. Das wissen die Leute nicht zu schätzen. Und das war halt sehr, sehr schwer, weißt du, auch familiärisch, das zu sagen, ey, meine Tante hat es nicht verstanden, so, ey, dein Cousin heiratet, der kommt nicht mehr auf die Hochzeit. Die verstehen das nicht. Drei, vier Wochen danach soll ich boxen, eine Krankheit. Und in der Zeit war jeder krank einfach, ne? Und ich durfte einfach nicht in die Menschenmenge. Weißt du, so. Muss isoliert werden. Ja, das ist ja das Problem. Du darfst halt nicht. Weil es so wichtig ist für ihn. Erklär das mal Ausländerfamilien. Ja, die verstehen das doch. Hochzeit und der Hund hat 50 Euro weniger. Komm, er macht da schon Krieg 3 Wochen. Und die verstehen das ja nicht, wie der boxt. Er soll doch trotzdem boxen. Wir halten ihn doch nicht fest. Ja. Sagen die dann, die greifen den doch nicht an. Dann sagen die, mein Mann kam mit Tüten nach Deutschland, hat er nicht geboxt. Ja. Die verstehen das nicht. Ich sag ja, es war. Die verstehen auch nichts, wenn er sagt, auch wenn er da wäre und die würden ihm dann das geben, er würde sagen, ey, ich bin der Kampfverbeut. Ach, einer schadet nicht. Ja, ich schwöre, das hast du immer bei Familie. Wenn du immer, ach, komm, eine, ey, geht doch, ist doch nicht schlimm. Oder das Ding ist einfach, ich weiß ja, dass meine Familie und die lieben mich ja alle, ne? Und wenn ich auf Hochzeiten gehe, ist ja für mich, ist auch eine Wertschätzung für mich, ey, dann kommen immer Leute, machen Fotos und dies und das. Und die Älteren, ich bin ja, du kannst ja nicht gegenüber den Älteren unverstehen, du musst die küssen, weißt du, du musst die ins Recht küssen, umarmen. Ja. Das mache ich immer. Und wenn ich das dann nicht machen würde, weil wegen
wenn ich das sage, die denken, ey, der ist abgehoben, guck genau, mal. Genau, deswegen hab ich gesagt, ey, weißt du was, ich gehe gar nicht stellen, damit keiner ein falsches Bild von mir hat. Und ich denke, ey, auf einmal, warum macht er diese Filme jetzt? Und sie verstehen uns ja auch nicht, wenn du krank werden würdest zum Beispiel oder irgendwas passiert oder Lebensmittelvergiftung oder irgendwas, was das, was du dadurch verlierst, das ist genau für die gar nicht wichtig. Und dann, wenn er nicht zum Kampf antreten kann, sagen die dann selber schuld, warum kommt er zur Hochzeit? Ja, oder noch schlimmer, die sagen, oder wenn, ja, oder wenn er so heulen würde, ja, also jetzt so metaphorisch gesprochen, ja, dann würden die sagen, ach, stell dich nicht so an, einen Kampf, tust du es, ob du Bein verloren, ja, hast. Ja, ja, nächste Kampf kommt doch, ja, ey, weiter geht's. Die verstehen nicht halt, wie, was für einen Stellenwert das in deiner Karriere, in deinem, ja, Leben hat, worauf du die ganze Zeit trainierst, worauf du die ganze Zeit arbeitest, das ist dieser eine Tag. Also Familie so geil. Und aber, das ist einfach so geil, so einfach keine Wertschätzung. Ja. Aber es ist ja nicht schlimm, es ist auch mal schön, dass du das auch mit, weil, ja, dann weißt du auch, ja, im Leben mit manchen Situationen umzugehen, weil es, genau, ist halt so, weißt, ja, du, die Banden, die sehen einfach den Agit, ja, der... Das Agit einfach. Ja, genau, ja, fertig aus. So, hey, soll ich dich so anstellen, oder komm, ja, weißt du, hat einen Kampf gewonnen, weil er der ist Superstar geworden. Ein Schatz, ja, Superstar geworden. Ja. Ja. So, was bist du jetzt? Bist du jetzt Weltmeister, oder, ja, was bist du? Ja. So mit Ali? Denkst du so? Ja, aber naja, wie gesagt, ja, du verzichtest aber extrem und danach halt. Oder ist auch Verletzungsgefahr. Ja, ja, klar, aber wegen Halle. Ja, wegen Halle, ja. Ja, oder Mama 20 Stunden so, da kann, ja, die Schulter ausrenken. Du, und bei uns ist auch, wie er sagt, auf Hochzeit tanzt man nicht. Ja. Er hat nicht gegönnt, dass er heiraten wollte. Tanzt man bei uns nicht. Ich schwör, Bruder, das ist schlimm. Ich verstehe das nicht. Egal. Schwör, Bruder. Das ist geil. Ja. Ja. Der so, ey, ich schwör, ich hab einmal auf einer Hochzeit nicht getanzt, ne? Ich schwör, meine Tanten kommen und so tanzen und denken danach, du gönnst dir nicht das Heiraten. Au, als die Hochzeit aus mir besteht, ey, weißt du? Krass. Ja. Deswegen nehmen die auch alles auf. Ja, ja. Alles. Aber danach dann sehen die, Beweis, aha, er hat nicht getanzt. Ja, ja. Gönnt der nicht, ne? Oder wenn die essen, alle gucken so in die, yeah, Kamera immer so. Nein, yeah, das Schlimme ist, die nehmen ja alles auf, wie er sagt, ne? Wie, ja, eine Doku und dann analysieren die dann, ey, ich schwöre dir, bei uns, die zu Hause, die analysieren dann das. Ey, schwimm mal zurück, warum hat der so komisch geguckt? Ja, ja. Schwimm mal zurück, der hat nicht getanzt. Oh, nein, und wenn du das nächste Mal siehst, die geben auch dir so die Hand, die gucken dich an. Weil er hat auf meiner Hochzeit nicht getanzt. Die sind so, ja, angegriffen fürs Leben. Sure. Ja, nee, weil alles andere ist irrelevant. Ey, diese, ja, Hochzeiten sind, ja, krass, ne? Ja, da können Familien zerstört werden. Du, ja, lachst, Bruder. Ich meine das ernst. Ja. Bei uns ist das so, ja, wenn du nicht getan hast, geh so, ey, nächste, wenn wir den sehen, gib ihm nicht die Hand richtig, weil er soll das spielen. Der hat Alp gemacht. Ja, der hat Alp, ja, gemacht. Ja, aber krass. Willst du machen? Ist lustig, aber... Aber ist auch eigentlich eine Dating-Plattform, eine Hochzeit, oder? Ja. Ja, ich, sagst, weiß ja nicht. Nee, nicht mehr. Ich glaube, nicht mehr? Ist es nicht mehr so wie früher, so, dass man sagt, ey, man sieht eine Frau, man geht zur Familie? Ja, das, ja, doch, ich denke, das ist immer, wenn jemand oldschool eingestellt ist, auf jeden Fall, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ich meine, mittlerweile, ja, mittlerweile immer bei uns in der Familie, zum Beispiel mein Bruder ist mit einer Deutschen verheiratet, mein anderer Cousin ist mit einer Portugiesin verheiratet. Finde ich aber schön. Bei uns ist so Multikulti, weißt du? Ich mag so zwei kulturellen Ja, aber passt ja, weißt du, ich meine so, ey, du, ja, passt, das ist perfekt. Und die müssen sich ja verstehen, früher war es ja so, unsere Eltern haben gesagt, nein, du musst die und die Frau nehmen, es muss, ja, so dies und das. Aber am Ende des Tages, ey, du kannst doch nicht, du lebst ja nicht mit denen im Haus zusammen, die sollen, ja, ja, miteinander leben, weißt du? Ja. Ja? Halt schwer zu erklären. Deswegen wird auch diese Hochzeitspalave in der, weil wir hätten ja Verständnis dafür, wenn jetzt zum Beispiel er sagt, ey, ich kann nicht kommen, ich muss gehen. Wir würden ja selber sagen, ey, komm auf keinen Fall, genau, wir wünschen dir Glück bei der weil der Arme und so, als hätte er dir ins Gesicht gerotzt. Ja, ja. Und der Arme, wenn du, ja, aber für dich sind die Hochzeiten gar nicht wichtig. Ah, ah. So. Für mich so semi, ne? Also schon, aber nicht so extrem Desinteresse wie er. Aber für die ist das ja das Highlight ihrer Kinder. Ja. So, dieses. Ja, aber es ist auch viel Show. Ist nicht so, dass. Ja, aber guck mal, ist eher so allein diese Vorbereitung, ist wie beim Boxen. Erstmal 70.000 Kredit nehmen, Schulden machen, da sich Geld leihen. Die ist dann Hochzeit. Dann bei uns ist ja noch, bei uns kriegst du ja noch ein Mikrofon, wenn die Geld, ja, schmeißen. Dann diese Gold. fehlt nur, dass sie dieses Ranking machen, ja, wer auf Nummer 1 ist. Ja, wie beim Boxen. Mario Kart. Das, er hat überholt, er hat mehr gemacht. Und danach das Problem ist. Das Problem, nicht, dass sie die Idee jetzt bekommen, weil du das gesagt, ey, hast. Ey, ich schwöre, bei uns gibt es auch noch bestimmte Hochzeitredner, die das Geld nehmen. Ich sag, du machst besser. Weißt du warum? Der macht nur so, der motiviert. Wenn einer 500, oh, der macht immer so seine Special-Effekte, nein, er hat so 500 gemacht. Wie so ein Typ auf der Kirmes. Meine Damen und Herren, er hat, genau, jetzt 500 Euro. Genau, er hat reingehauen, danach der andere, der 300 machen wollte, ich pack auch nochmal ein 200 Euro, ja, damit er es auch nochmal so, und dann, wenn einer mehr als 500 macht, dann dreht der durch. Der sagen, ey, und der fühlt sich voll geil, der diese 500 Euro gezahlt hat. Ja. Dann denkt der, ist der Scheiße, Mann. Das ist ja auch
nichts anderes, wird der auch auf Kamera aufgenommen. Es ist ja wie so eine Leihgebühr. Du schmeißt bei ihm, er schmeißt dasselbe. Es ist ja okay. Das muss aufhören. Das heißt, ja, das muss aufhören. Wenn wir gehen jetzt zusammen auf eine Hochzeit. Du lädst uns ein. Ja. Und wir beide kommen auf die Idee, auf ein Kuvert Agi zu schreiben und 5 Euro reinzumachen. Und das abzugeben. Würden die das dann vorlesen? 100%. Dann sagen die Agi 5 Euro. Ja? Das haben die bei meinem Bruders Hochzeit gemacht. Ne? Der Matthias, der letzte Mal hier war. Ja. Ja. Der Matthias war draußen und die haben alle aufgeschrieben, was sie gezahlt haben. Da haben die aufgezählt und da meinten die, der guckt drauf, Matthias? Und dann macht der Casey hat es sogar abgegeben, macht den hier. 5 Euro. Der Matthias, 5 Euro. Bash Euro. Der kam durch, nee. Der hat einen Taui ausgepackt, Taui hingelegt. Der so, hey, sag das nochmal. Der Arme. 1005 Euro. Ja. Aber war sehr, sehr, sehr gut. Ist es, um zurück zum Boxsport zu kommen, von den, wenn wir jetzt Wilder, Joshua, Fury nehmen. Nee, Wilder ist raus. Ja, wenn wir, der muss erstmal nächstes Mal wieder performen. Ja, Joshua, Fury, Usyk. Wer, gegen wen würdest du am liebsten boxen von den drei? Wo siehst du, dass du an dich selber glaubst, egal gegen wen du kämpfst, ist klar, aber wo sagst du, ey, ich sehe da Sachen, ich bin mir sicher, dass ich den packe? Guck mal, das kann ich leider nicht so sagen, weil wie gesagt, es ist Tagesform abhängig. Es ist auch, wie gesagt, ich bin auch kein Typ, der hier Trash-Talk führt und sagt, ey, der will nicht Trash-Talk, wir reden jetzt einfach von der sportlichen Sicht. Von der sportlichen Sicht denke ich, wer für mich am besten aktuell wäre, weil Fury und Usyk stehen in einem Kampf und es wahrscheinlich wird dazu auch einen Rückkampf geben. Ja, also diese beiden Kämpfe macht aktuell keinen Sinn für mich. Weißt du, oder macht aktuell keinen Sinn. Fury gegen Anthony Joshua gegen Ngannou steht, ne? Und danach steht ja kein Gegner wieder im Raum. Ja. Deswegen muss ich jetzt beim nächsten Kampf... Das. Ja, ne? Den und darf man nicht mehr unterschätzen. Darf man nicht unterschätzen, wie du sagst. Und jetzt erstmal die nächste Aufgabe, was jetzt geboten wird, wann ich boxe. Ja. Natürlich, ich würde mir zutrauen, gegen AJ zu boxen. Weißt du, ich meine so, ich will auch mich sportlich messen und traue mir das einfach zu. Wenn die dir jetzt schon den IBF-Titel anbieten würden, also den Kampf dafür, würdest du den nehmen? Jetzt? Ja, klar. Direkt auch jetzt schon? Na klar, weil es ist, wie gesagt, ich trainiere doch darauf hinaus, dass ich, mein Ziel war es immer, Weltmeister zu werden. Ich habe davon geträumt, ich habe das immer so... visuell durch den Kopf gegangen, hey, der Titel, so Traum, du schläfst mit dem und du lebst. So, ich schwöre dir, ich habe gesagt, egal wo ich boxe, diesen Titel nehme ich mit in den Flieger, ich behalte den ganze Zeit bei mir. Okay. Es war so immer dieser Traum, den ich im Kopf hatte. Und ja, wenn der Kampf kommt, würde ich egal gegen wen. Also wenn es wirklich um die WM geht, ist es mir dann auch egal, weil ich habe, wie gesagt, sei es, wenn dann auch ein Fury, ein AJ, Usyk, Weltmeister, ist auch wer auch immer danach kommen sollte. Ja. Muss man das Ding machen. Ich freue mich, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Ich verfolge das, wir verfolgen das alle. Ich habe die ja auch mittlerweile angesteckt. Ja, ist so gut. Ich sag ja, es ist ja nicht so, dass der Sport keinen Spaß macht. Weißt nein, ich meine? Guck mal, er guckt ja selber jetzt auch. So, es macht schon Bock, es ist schon sehr, sehr interessant. Nur halt, wie gesagt, Deutschland hat leider die Zeit von mir, von Agit Kabael, wirklich extrem verpennt. Ne, was Vermarktung angeht, dazu, das macht jetzt gerade im International, Queensberry, Matchroom, The Zone, die geben gerade im richtig Gas da, die versuchen gerade im Agit Kabel auf die Karte zu setzen. Auch meine kurdische Community, ne, die macht ja gerade, ich höre schon viel, dass du schlecht über Kurden redest, ne, die sagen mir schon vieles, aber die geben mir, aber die geben mir auch Gas, ne, aber Deutschland hat es wirklich verpennt. Die haben schon mitgemacht, wo ich Europameister war, immer so klein, aber klein. Aber nicht so, klein. Wie du musst sein überlegen, sollte, nein. Es ist, ey, ich schwöre, das ist mir eine Ehre, hier zu sitzen im Podcast, ne? Aber ich wurde trotzdem noch nie im deutschen Fernseher eingeladen und über meinen sportlichen Werdegang mal zu reden. Noch nie. Du musst überlegen, ihr habt das gerade beide erwähnt, so weißt du, ich wollte mich selber da jetzt nicht sagen, ey, nach Marc Schmeling. Das hast du gesagt. Ja. Ne? Das ist ja auch meine, das ist ja nicht nur meine Meinung, das ist ein Fakt. Es ist trotzdem so, ey, schade, ey, warum. Ich kann doch genau das erzählen, aus meiner Sicht, derjenige, der nicht deutsch und war. Und du bist das neue Deutschland. Du repräsentierst Deutschland, wie es heute voll, war. Voll, zu 100%. So, und, ich stehe auch dahinter. Ja. Ich meine, ich stehe auch dahinter. Ich finde es einfach nur schade, dass ich da nicht gepusht werde. Ja. Ich sag ja nicht einmal nicht, dass ich nicht Deutscher bin. Ja, ich bin ja deutsch. Und weißt du, wie gut das tun würde, wie es so damals war bei deutschen Boxern, wenn er seinen nächsten Kampf hat und man weiß einfach, ey, ein Drittel von Deutschland guckt zu. Weil wir alle mitfiebern. Genauso wie ich und du mitfiebern.
müsste eigentlich ein Drittel dieses Landes. Macht ihr auch. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr viele positive Nachrichten bekommen. Auch von Nationalspielern habe ich von deutschen Ex-Nationalspieler Lukas Podolski an der Stelle. Dankeschön für die Nachrichten. Jerome Boateng. Und ja, das ist halt auch eine Anerkennung. Ich finde das cool, weil ich meine, die Jungs supporten, weil. Ich weiß nicht, also die Jungs haben was, ja, klar, haben was Ähnliches gesehen. Ja, ne? Und auch die jetzt nicht im sportlichen Bereich tätig sind, wir wünschen uns das ja. Weil wir gucken, ich habe wirklich aus allen Spalten, also in Deutschland Sport, wirklich sehr, sehr viele Instagram-Nachrichten bekommen. Aber ja. Ja, das Problem ist, wir haben. War schon schön. Weil, guck mal, es gibt ja so eine gewisse Medienzeit, ne? Aber es ist gerade wichtiger als deine Boxkarriere, dass wir die Außenminister Baerbock nach Malaysia fährt. Und versucht, da Feminismus reinzubringen. In Malaysia. Und, ja, und das muss man ja natürlich, dass man das zeigen muss. In Deutschland ist es leider so, dass wir, ich habe Insider-Informationen, kann ich ja offen ehrlich sagen, von einem großen Privatsender in Deutschland, ja. Habe ich dir erzählt. Ah ja, stimmt. Die Redaktion, die bestimmt was läuft, hören und schauen diesen Podcast privat. Sagen aber gleichzeitig, wir könnten euch hier niemals wir könnten euch niemals in diesen TV-Sender einladen. Aber warum? Weil es so kontrovers ist. Aber das ist doch gerade in Deutschland. Ja, aber das ist, aber guck mal, weißt du, das Gute ist. Es muss doch kontrovers sein. Und wir sehen ja nicht so aus. Wir können doch hier Debatten führen. Du hast deine Meinung. Ja, aber das wollen die ja nicht. Und ja. Am Ende des Tages hast du mir doch die Meinung hier. Und wenn wir hier raus sind. Sind wir doch alle wieder so miteinander. Ja, du hast einen Denkfehler, Freund. Du darfst keine Haltung haben. Nee, das auch schon, aber der erste Fehler ist schon mal hier in diesem Raum. Nisa und Scheier an sich. Der Name, die Herkunft, für was wir dann auch stehen. Ja, eher ein bisschen extremer. Dann er macht so Jokes dann über Frauen, dies, das, über andere Länder und so weiter und so fort. Das feiern die ja. Ja, bei ihm geht's ja. Wenn er einen Witz über Kurden macht oder Iraner, super Typ. Feiern die ja. Wenn er aber dann über Homosexuelle sich lustig macht, dann heißt es ja, nee, es geht gar nicht. Ja, so. Aber er ist ja so, man er weiß ist ja homosexuell. Nein, ich will damit sagen, du bist ein Wichser. Ich will damit sagen. Kein Problem. Nein, ich will damit sagen. Aber beleidigst du meinen Bruder? Auf jeden Fall, du bist ja auch so, weißt du, du machst ja nicht über alles lustig. Ja, genau. Weil der Wichser hat mir das richtig in den Mund gelegt. Kein Problem. Wir sind doch Deutschland. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja, du bist halt cool damit. Du machst halt, da schießt du mal einen auch einen ab und so, ja. Weißt du, aber. Guck mal, du musst cool halt damit. An alle Fernsehsender oder an die Bild oder und so weiter und so fort. Ihr habt jetzt wieder vor ein paar Wochen gepostet, irgendwelche Araber in Neukölln haben wieder Feuerwerk gemacht, Silvester. Hier habt ihr doch mal einen, der sowas nicht macht. Hier habt ihr jemanden, der für was Positives steht. Oder bringt das keine Klicks? Können wir nicht offen, ehrlich einen Diskurs mal führen? Weißt du, wenn die den posten, wenn er so einem anderen ins Bein schießt, dann sagen die, seht ihr, der deutsch-kurdische Boxer hat jemanden ins Bein. Weil dann passt das wieder ins Bild. Aber die Sache ist, was ich sagen wollte, ist, ich habe mit Benice auch letztens darüber geredet, brauchen wir überhaupt noch die Mainstream-Medien? Die sind doch gar nicht mehr relevant. Wir sind relevant. Wir sind Meinungsmacher, wir haben einen starken Podcast, er sitzt hier, Millionen Leute werden das hören und sehen und sagen, ja Mann, Agit ist ein geiler Typ, wir supporten den. Vor allem hat er am meisten von Vielleicht Nisa gelernt. Vielleicht ist es wirklich das. Willst du, dass dich irgendwelche 89-Jährige erkennen? Nein, es geht gar nicht um erkennen, weißt du, es geht einfach nur darum, ich höre, weißt du, was mir am meisten, also guck mal, mir ist das egal mittlerweile, ne? So, ich denke, ich bin voll fokussiert, was das sportliche Ding angeht, aber das beschafft mein Trainer, ne? Ich habe euch das beim letzten Podcast gesagt, er ist so, er hat wie eine Vaterrolle in meinem Leben, er kümmert sich quasi um alles, was mich, was Agit Kabael ist, macht er. Yeah. Sei es, er hat mir beigebracht, das habe ich schon letztes Mal auch gesagt, wie ich mein Geld ausgebe, er hat mir beigebracht, wie ich meine Steuern zahle, er hat mir beigebracht, wie ich mein Geld investiere, er hat mir alles beigebracht. Ehrlich jetzt. Und bei ihm ist dieser Dings, dieser Funke, ey, warum wird Agit Kabael in Deutschland nicht akzeptiert? Das ist bei ihnen ein Fragezeichen. Ja, weil er kommt aus noch aus dieser Zeit. Genau, er kommt aus einer ganz anderen Generation. Er versteht das, er will das nicht verstehen. Weil ich meine, er hat auch eine spanische Frau, weil er ist in der Gesellschaft, es ist für ihn so alles Multikulti, wir sind alle gleich. Er versteht das nicht, es ist ein Fragezeichen für ihn. Ja. Er denkt so, ey, und er auch, mein Coach hat, ist auch, weißt du, ist Türke, ist Kurde, weißt du, ist auch für den auch ein Problem. Weil er bekommt auch
kein Push da in der Hinsicht von Deutschland. Ja. Guck mal, er hat in, also, guck mal, er hat mich dahin gebracht, er hat mehrere andere Boxer dahin gebracht. Über ihn findest du auch kaum Berichterstattung. Nein, gar nicht. Und das finde ich schade. Über seinen Trainer. Über meinen Schick, über meinen Trainer. Weil guck mal, wenn es ein Uli Wegner war oder ein Fritz Zuneck, die wurden ja maximal gepusht. Okay, über die wurden sogar vereinzelt Dokus gedreht. Ja, ja, ja. Bevor jetzt uns hier so Leute aus Jena anschreiben, es wirkt ja jetzt, sehr so, ey, Deutschland will uns zu klein halten. Um das jetzt mal vorwegzunehmen, gibt es andere Boxer, ob Frau oder Mann, die gerade gepusht werden, oder ist das komplett aus den Sendern raus? Nein, wird es nicht. Weil aber man muss auch sagen, es gibt ja keinen auf seiner Leistungsstufe. Deswegen ist der Vergleich hinkt, der hinkt. Also auch, ja? auch, also. Wer ist denn so gut, also wer ist so weit, der ist jetzt ein Top-10-Heavyweight. Haben und das sieht man in Deutschland nirgendwo. Wir haben gar keinen Top-10-deutschen Boxer, in gar keiner Gewichtsklasse. Und es gibt 17 Gewichtsklassen. 17. Es gibt keinen. Keinen Top-10-Boxer in Deutschland, in den 17 Gewichtsklassen. In den letzten 8 Jahren. Doch, einen gibt es, aber der, ich weiß nicht, wie das, ich glaube, Spoma ist er. In welcher Klasse ist der denn Top 10? 69 Kilo. Ich glaube, der ist in wirklich Nummer 8 oder Nummer 7 in einer Rangliste. Sicher? Ja, ich glaube schon. Der wird auch nicht gepusht, aber der hat auch... Bist du sicher? Der guckt gleich nach. Ja, ehrlich, 8 oder 9 muss er sein. Der ist schon zu. Ja, aber ich sag ja, es ist nicht mehr wie früher. Also guck mal, so eine große Leistung müsste eigentlich mal wenigstens eine Seite verdient haben. Das Geile war, wir kommen so, wir sind ja von Saudi-Arabien zurückgekommen, ja. Dann sagt ein Freund, der so, ey, sagt der Alter, in Saudi-Arabien wurden wir mit Blumen, mit Dings empfangen, hier kommen wir auch richtig trocken. Ja, ich hör, normal kein, ist auch. Keiner war am Flughafen, niemand ja, richtig Hero trocken. Ich musste noch mal, meine Schwester hat mich abgeholt, ich musste so, ey, wo bist du denn jetzt, wo muss ich jetzt hier hochkommen, du weißt ja auch lustig. Weißt du, ich meine, so, ey, wo bist du denn jetzt genau? So, meine Schwester ist schon mal mit dem Auto ausgestiegen, die ist so, die so, ey, Abi, komm jetzt hoch. Ist das geil. Der kommt so an, der kommt in Stau, der denkt so, wo war ich gerade? Ja, ja, ja. Nein, aber hier an der Stelle erstmal liebe Grüße auch an den Polizisten, die haben mich erkannt, zwei Polizisten, haben mich dann, haben dann Fotos mit mir gemacht, haben uns dann auch eine separate Passkontrolle reingeholt. Das war wirklich nett, wir sind dann sofort durchgekommen. Aber so Charity-Dings, Blumen und Schokolade gab's nicht. Hast ich muss, du meine Schwester muss mich schon anrufen, komm hier hoch, ich bin da und da. Geil. Hast du von irgendwelchen Nachrichtensendern oder also Zeitungen, Nachrichtensendern, also Medien, die Nachrichten verbreiten, Anrufe bekommen, dass sie mit dir ein Interview führen wollen und mit dir reden? Nein. Kein einziger? Das gibt's nicht. Nein. Nicht mal Sportsender? Nein. Was? Nein. Krass, ne? Boah, ja, okay, das dachte ich, hätte wenigstens stattgefunden. Ja. Und guck mal, die Medien können alle sagen. Alle dachten, ich werde jetzt. Guck mal, ich muss sagen, ja, sehr, sehr viele Leute haben sich bei mir gemeldet, sehr, sehr viele Freunde, sehr, sehr viele bekannte Gesichter. Ja, die wollen nur Geld. Wir sind korrekt. Ja, ich sag ja, so, nein, auch Leute, die auch, ich sag mal, Geschäftsleute sind im Sponsoring-Bereich, aber halt auch Migrationshintergrund haben, die auch hohe Positionen in Firmen haben, die haben schon wirklich gemeldet, die sind am Start. Aber ich finde das halt so schade, wo man sagt, ey, das sind deutsch Unternehmen, die sagen, ey, wir können uns mit Agit Kabel identifizieren und sind bereit, mit ihm eine Kooperation oder Zusammenarbeit zu machen. Ey, die Klitschkes wurden ja von oben bis unten totgetackert mit deutschen Firmen. Die hatten ja von oben bis, die hatten wirklich einen Sponsoring-Pool von 20 Sponsoren, wo alle bei mir sind halt. Weißt du, ich bin aber auch darauf ausstolz. Weißt du, ich bin zufrieden, dass meine Landsleute hier, die kurdische Community, richtig am Start ist, mich unterstützt. Geil. Und die richtig Gas geben. Auch kein. Man könnte auch nicht. Nicht schlecht auf mich kommen lässt. Also, die Medien können ja auch gar nicht sagen, oder sagen wir mal Zeitungen oder Nachrichtensender, Sportsender, ja, das ist Nischensport oder so, das macht jetzt nicht viele Klicks. Allein auf YouTube, ich glaube, du bist auch unsere Top 10-Folge. Ja, also du hast auch bei uns fast 250.000 jetzt. Auf unserer letzten Folge, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert, wenn wir und morgen die online stellen. Und das zeigt dir, dass du ziehst. Ja, das zeigt ja, da ist ja Interesse da. Also guck mal, wir haben Gäste, die haben nicht so viel. Guck mal, und die sind berühmt. Ich könnte ja so den Medien zeigen. An alle Supporter, die hier reinkommen, an alle kurdischen Community, kommentiert, ballert die Kommentare voll. Wir könnten ja den Leuten zeigen, ey, Mario Barth war hier und Agit Kabayel ist ungefähr auf seinem Level mit seiner Folge. Ja. Das heißt, ihr könnt uns nicht erzählen, der zieht nicht. Genau. Geht nicht. Komm, ich kann genau gucken. Gucken wir mal für dich. Ja. Guck mal. Weil das sehr, sehr stark ist. Geh mal in deine Dings, jetzt mal, diese YouTube-Tickets. Natürlich wäre es cool, wenn man so 2 Ria-Tickets kriegt für den nächsten Kampf. Das nebenbei aber nur. Das ist kein Problem, das ist eine Kleinigkeit. Vom Herzen. So.
Also. Ey, ich würde so viel Trash-talken. Dein Gegner würde ich so rufen. Agi, der ist hässlich. Guck mal seinen Hinterkopf an, Alter. Was ist das für ein Schädel? Und dann noch auf Englisch. Ja, auf Englisch. Dann machst du eine Yes. Also, deine Folge hat aktuell 276.000 Aufrufe bei uns erzielt, ne? Und war gut. Ein... Ja, guck mal, wie lange die geht. Das ist genau, ja. Eine Interaktion. 5 Minuten. Guck mal hier. Wie lange deine Folge geht? 99,7% haben gefällt mir gedrückt. Boah, stark. 99,7%. Ja. Man kann nicht sagen, du bist nicht für die Leute, mögen dich auch. Gut. Du bist ja ein charmanter Kerl. Findest du? Ja, ich finde echt, dass du charmant bist. Du bist zwar ein Kurde, aber darüber muss ich hinweggucken. Du weißt, wie groß ich bin, ne? Ja. Egal. Dabei kam es gerade ein bisschen. Ja, was ist bis zum Knie? So, ich wollte das wieder einmal sagen. Bisschen. So, ich kann mich an seinen Schuh setzen und so machen. Deswegen bin ich mal gespannt. So ein Agitschuh? Ja. Scheiße, der Marketing-Expert. Aber dies, in welche Ranking ist, also habt ihr bestimmt gar nicht gelistet, oder was, ne? Wie hoch? Krass, hat das 100, wie viel, 276.000? Ja, 276. Ja, stark, ne? Ich kann gucken. Und wir kriegen ja auch Nachrichten. Geil. Wir kriegen ja auch Nachrichten und sagen, ey, der ist voll sympathisch, der ist voll cool. So. Also auf YouTube jetzt. Bei Streaming ist ja auch noch was anderes. Guck mal. Top 1, Platz 1 ist bei Nicer. Platz 2 ist Salim Samatu. Platz 3, Tutti Tran. Platz 4, Özcan Kosa. Platz 5, Serdar Karibik. Platz 6, bis jetzt, Mario Barth. Dann Kool Savas, Platz 7. Platz 8 ist Bushido, Platz 9 bist du. Geil. Ich sag doch Top 10. Ja. Geil. Guck mal, was für Namen du bist. Das heißt, sehr du schön. Ziehst. Das heißt, ziehst. Da könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Ja. Und die anderen sind länger als du online. Ja, dann eben. Guck mal, Benice ist 3 Jahre online, du erst 10 Monate. Verstehst du? Das heißt, das wird ja nochmal, die Liste wird anders irgendwann gerankt. Ja. Genau, wenn du Heavyweight Champion wirst. Dann hast du 500.000 Aufrufe drauf. Ja, dann geht's richtig. Ich bin gespannt, diese Folge jetzt. Ja. Aber jetzt müsste es eigentlich, wie gesagt, also wichtig ist für uns natürlich auch, dass wir das auch unserer Community mitgeben, ne? Dass wir sagen, ey, guck mal, das ist ein geiler Typ, supportet den, wenn er jetzt demnächst kämpft, haltet die Augen offen, wir müssen alle gucken, wir müssen alle supporten. Auch an den ganzen Sponsoren, ja, die jetzt auch uns gucken, die wir auch jetzt hier haben im Podcast, könnt ihr euch gerne mal den Herr mal anschauen, ein paar Insights angucken. Ja. Das wäre super. Ja, du ziehst. Du bist ja auch. Du bist ja auch ein vermarktbarer Typ. Du siehst gut aus. Du bist ja nicht so wie hässlich wie dein Gegner. Ja, der Azar ist ja böse. Als ob der Gesicht gegen einen LKW gelaufen ist. Also wirklich, wenn das manche Menschen beeinflusst. Der schießt auch nebenbei noch einen Satz rein. Aber ich sag, wenn das manche beeinflusst oder aussehen und so, das, manche Sportler geht es ja in die Psyche rein. Also, das hat dann wirklich bei mir so, muss ich Gott sei Dank sagen, das hat bei mir, also sowas prallt bei mir ab. Das zieht auch nicht. Ja. Was, wenn dieser russische... Aber ich stell dir vor, du wärst hässlich. Ja, vielleicht wäre das... Was, wenn dieser russische Heavyweight dich sieht? Und der sagt dann zu dir, ey, dieser Nisa hat mich gedisst. Ich schwöre, wenn der hier reinkommt... Was? Wenn er dich fragt, wo ich bin, verrätst du, wo ich wohne? 100%. Ey, warum, Alter? Das wollte ich... Nein, weil irgendwann muss man lernen. Genau, nur deswegen. Es ist ein Lernprozess. Ja. Du musst mal spüren. Ich mach auf. Der sagt, ey, Nisa, ich würde sagen, ich bin nicht Nisa. Ja. Wer ist Nisa? Wo ist der? Komm, wir suchen den zusammen. Ja. Ja, und du bist ja auf, was man aber auch sagen muss, das ist ja das Gute und das ist deine Stärke, du bist ja auf Social Media stark, du hast gute Insta-Follower, dein YouTube-Kanal läuft. Genau. Für einen, der einen Nischensport betreibt, läuft das sehr gut, weil du musst das ja immer ins Verhältnis setzen. Du bist ja nicht einer, der sitzt und irgendwie Schminktipps verkauft. Aber dann bist du ja eigentlich aktuell auch der bekannteste Profiboxer, oder nicht, in Deutschland? Ja, ich glaube schon. Weil wenn im Fernsehen nichts gezeigt wird... Und wir jetzt nur vom Internetmedium sprechen? Voll. Ich glaub, in der Hinsicht haben wir eine gute Reichweite. Ja, klar. Ich glaube schon, dass man im Boxsportbereich sagen kann, dass man wirklich was eine gute Community sich aufgebaut hat. Und du bist auch wichtig, weil dann, damit der Boxsport auch wächst, weil Kinder und Teenies brauchen ein Vorbild, dass sie nachahmen können. Und wenn sie dich sehen, aber ich sage ja allgemein Sport, wie du gerade eben sagst, so Leichtathletik, Boxen, Schwimmen, wird in Deutschland sehr, 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 sehr wenig gefördert. Ich weiß nicht, was mit der Regierung los ist, ne? Also warum die einfach Schwimmen wird nicht stark gefordert? Nein, wird nicht gefördert. Ist es nicht also, da, wo das Geld allgemein ist? Ja, aber es geht ja nicht um das Geld. Aber warum ich mein, fördert... Ich meine von den Medien.
Die fördern es einfach nicht. Es ist, wie wiederum, es ist maximaler Spot auf Fußball und alles andere ist so ein bisschen nebensächlich. Weil ja, ich aber meine, Skisport so, wird auch gut gepusht. Ja, aber ja, das stimmt. Ski wird auch krass Da war ich aber auch verwundert, was die für Einschaltquoten generieren. Weil ich mir denke, wer guckt? Ich kenne keinen Mensch, der das guckt. Ja, und Formel 1 läuft auch gut. Ne? Ja, aber Formel 1 ist ja internationaler Sport. Ne? Also ich glaube, international jeder. Aber ich sage ja, diese Sportart hat leichter Athletik. Es wird einfach in Deutschland, guck mal, ich sage ja immer, mit einem Sportler, der gute Leistung bringt, repräsentierst du auch automatisch ein Land. Ne? Du repräsentierst das Land, sag, ey, guck mal, krass, Deutschland hat, also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt in Riad gesagt haben, ey, krass, er repräsentiert Deutschland hier, ja, und ist für Deutschland hier am Start. Weil ich meine so, weil, wie du schon gerade selber erwähnt, wie lange ist es her, dass in Deutschland im Schwergewicht jemand so relevant am Start war? Eigentlich müssten die Deutschen sich voll freuen, weil du einen Russen umgehauen hast. Stark. Jetzt geht er in die Politik wieder. Ey, das gefällt mir. Stolz, Alter. Stark. Aber ja. Ich sag ja, es kamen auch viele schöne Nachrichten, aber was zum Beispiel nicht schön war, das kann ich ja hier erwähnen, es war so, das Thema, habt ihr es gesehen bei Sportschau.de, hat Sportschau.de über mich einen Bericht rausgehauen, so Agit Kabel ist deutsch und fühlt sich deutsch, aber wenn wir halt, das habe ich gesagt halt in meinem Interview, wenn Deutschland, wenn wir zusammenhalten, werden wir damit noch mehr Meilensteine erringen und noch größer werden. Ey, hättest du dir mal die Kommentare anguckt, ey, der hätte sie am Kopf gepackt, da schreiben so Leute drunter, ey, so, lass ihn doch einfach für das, also, er sieht nicht deutsch aus, lass ihn doch einfach für sein Land boxen. Nee, wir wollen den jetzt, dass er für Deutschland kämpft. Und die diskutieren extrem drunter, ne, das ist so krass, auf Facebook extrem, und auf Instagram, ey, die sind so, ja. Ich denke mir so, danach, mein Bruder ist am schlimmsten, ne? Der fühlt sich immer richtig getriggert und angegriffen. Der diskutiert mit denen. Sagt so, ey, guck mal, deine Rechtschreibfehler, mach die Deutschen selber fertig. Ja, aber selber Rechtschreibfehler machen und darauf achten. Und es ist so lustig. Dann sag ich zu meinem Bruder, ey, lass dich doch auch nicht drauf ein. Der so, ja, aber warum? Du zahlst so viel Steuern, wenn die mal wissen, wie viel Steuern du zahlst in Deutschland, die dürfen doch eigentlich gar nicht so mit dir umgehen. Ich so, ey, Piano. Ja, aber das ist eben halt die Dummheit, ja. Also guck mal, vor einem halben Jahr habe ich eine Kampagne gehabt, da war ich in Frankfurt auf den EC. Automaten, wo du Geld ziehst. Ehrlich? Weil mein Gesicht war da. Habe ich geschafft. Und diese Bank hat eine riesen Facebook-Kampagne gemacht mit so mein Gesicht. Boah, die Kommentare. Echt? Oh mein Gott. Wurdest du zerstört? Ja, also der Bankchef, nicht der Geschäftsführer, sondern dem so 6 Banken gehört, weil ich erkläre es für die Ausländer, der Kredit ja sagt. Ja, der hat mich angerufen, hat sich bei mir entschuldigt. Die haben die Facebook-Kommentare ausgeschaltet. Boah, so extrem. Ja, ey, asozial. Aber wegen was denn? So ein Dreckskanacke wieder. Jetzt will ich Geld ziehen, hab sowieso schon Minus, da muss ich so eine Fresse noch sehen. Ja, okay, das stimmt. Ja. Einer war lustig, den habe ich sogar geliked. Ja. Der hat geschrieben, krass, diese Bank prüft nicht mal Schufa. So. Das sind so Dinge, also wirklich, dass die sich geschämt haben. Ich habe gesagt, ey, wir haben das nicht erwartet. Das ist eine normale, das ist eine Bank, da, wo wahrscheinlich von 5 Leute hier ein Konto haben. Ehrlich? Also ja. Du willst den Namen nicht sagen, okay. Nee, ich habe ein bisschen was vor. Wenn ich irgendwann mal meinen Knacks wieder kriege auf YouTube und so Statements mache, dass mich andere Leute auslachen, versuche ich, das ein Mega-Zerfall zu machen. Also ich überlege, irgendwann so ein Mega-Video zu machen, von so 30 Minuten oder so, und alle fallen zu lassen, alle zerstören. Auch Leute, die beim Podcast nicht in Ordnung waren? Jetzt ziehst du alle mit? Eventuell. Also komplett. Ja, aber wieso Steuerberater, Mitnamen. Wieso denkst du nicht an deinen Partner? Die zieht der mit rein. Ja, der zieht mich mit. Ja, aber mir ist das ja egal. Ja, aber er feiert das ja. Ja, er behauptet ja umgekehrt. Das ist mega, genau, jetzt sind wir in meiner Welt. Ja, ich überlege das irgendwann mal vielleicht auch nicht. Es ist so ein Zwiespalt, aber dann wirklich auch so mit Namen, mit allem, was passiert ist, so wirklich jeden so seine Packung zu geben. Wenn ich irgendwann mal einen Knacks kriege. Und ich weiß, dass ihr hinter uns steht. So, das muss man ja auch vorher abklären. Ja. Aber da hat man das auch gemerkt, wie viel Rassismus da herrscht. Ja, ne, es ist ja, ey, wenn wir jetzt, es ist ja nicht jeder, ne? Ich habe auch so viele Nachrichten, gute Nachrichten bekommen. Ja, ist auch nicht jeder. Ja, weißt du, so die richtig sogar, ja, die stolz darauf waren, dass ich für Deutschland boxe. Und da sollte man nicht alle unter einen Kamm scheren und sagen, ey, das ist die und die Person. Natürlich haben wir so welche Quatschköpfe, aber
hat ja jedes Land, ne? Aber nichtsdestotrotz, denke ich, die Mehrheit muss da jetzt ein bisschen wachgerüttelt werden und es akzeptieren. Das habe ich auch schon. Aber denkst du dann, der Hate wird richtig stark, wenn er dann den Titel hat, deutscher Weltmeister? Nee. Und die bewerben dann das? Werden dann die alle wieder rüberschwappen. Meinst du? Ja. Guck mal, ich sag, ich habe das ja damals auch schon mal gesagt. Ich habe in einem Interview gesagt, ey, wenn Deutschland es versteht, das hat England verstanden. England hat es akzeptiert, dass Leute, die nicht Englisch sind, für England boxen können. Ja. Guck dir mal an, was für Weltmeister die haben. Wir werden in so vielen Sportarten Meilensteine erreichen können. Ehrlich jetzt, wir werden wirklich groß erreichen können. Aber es wird leider von der Hälfte vielleicht, ein bisschen vielleicht mehr als die Hälfte nicht akzeptiert. Ja. Guck mal, beim Fußball. Ja. Wir sind ja der größte Sport der Welt, oder? Ja. So, da gehen wir jetzt hin. Real Madrid, Arsenal, Manchester City, egal. Haben wir schon alle Berichte gesehen. Da spielen Schwarze, da spielen Leute aus Afrika. Da sind die Fans, man kauft Trikots von denen. Verschießen die ein Tor und Elfmeter machen die Affengeräusche. Obwohl die Fans davon sind. Krass, ne? Hängen so, machen Affengeräusche. Guck mal, das ist natürlich heißt, super Menschen. Du bist so lange relevant. Aber da sind Menschen meistens, die keinen Charakter haben. Die denken ja, aber das ist ja 90% der Menschheit. Ja. Also es geht ja nur ums Geld und Rassismus. In unseren Ländern herrscht ja auch Rassismus, muss man auch ehrlich sagen. Ja. So was, zum Beispiel mein Vater hat mir nie erlaubt, Persier, dass ich sage, ich bin Perser. Der hat mir als 10-Jähriger gesagt, du darfst nicht sagen, du bist ein Perser, du bist ein Iraner. Da sag ich, warum? Sagt er, dann wirst du alle Volksgruppen, die in unserem Land zusammenleben, ausschließen. Die Kurden, Afghanen, Aserbaidschaner, so Aseris und so. Wenn du Perser sagst, dann sagst du nur unsere reine Blutlinie. Aber wir sind nicht alleine, wir leben mit allen zusammen. Krass. So, das hat er mir verboten. Aber gibt's doch das Persische Reich nicht mehr. Der hat mir das verboten. Ja, jetzt siehst du so Iran und sagst, ich bin Perser. Ja, weil die auf Grund machen wollen. Genau, ich habe von Shah das Teppich damals gekauft. Ja gut, heute bin ich beim Arzt. So, das sind komische Leute. Ja. Ich sag dir, das ist aber ja, das hast du leider in der Gesellschaft. Ja, aber ich denke, Sportfans, also jetzt natürlich, Rassismus ist natürlich was ganz Hässliches, aber Sportfans, glaube ich, sind generell ekelhaft, weil man hat ja auch schon von deutschen Fußballern gehört, wenn die so einen Elfmeter verschossen haben oder so, dann haben die Morddrohungen bekommen oder so. Ja, klar. Da denke ich, sind die krank, diese Fans? Die sind ja krank. Guck mal, dieser Marokkaner, der Arme, schöne Grüße. Ja. Der ja. hat damals in der EM, glaube ich, gegen Iran ein Eigentor geschossen. Der ist aus Frankfurt. Die haben sein Leben. Die was haben, die, was die Marokkaner gemacht haben, ganz zu kurz am Lavand gebrannt. Das sind kranke ehrlich? Leute. Ja. Krass. Wurde deine Elfmeter verschossen. Schöne Grüße, auf jeden Fall. Ja, das ist aber gut, Thema Rassismus. Wir brauchen gar nicht viel darüber zu reden, weil wir haben einen Rassist ist. Hier. Ja, so, ja. Erzähl doch mal, wie das so ist. Was sollen wir denn ändern? Was sollen wir denn machen? Du hast noch keine Volksgruppe in Ruhe gelassen. Ja? Du hast gegen alle was. Von A bis Z. Ja, aber deswegen bin ich ja sogar J. Ja. Genau. Also, hast du ja alles schon gemacht. Die man nicht nennen darf. Ja, also erzähl mal, du Rassist. Also was sollen wir machen? Also ich finde, erstmal möchte ich hier nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, dass warte, ich... Bruder. Hier, deine Sicherheit für dich, du bist bekannt. Okay. möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich natürlich gegen niemanden was habe. Freut dich nicht zu früh. Ja, der sieht nicht nur der holt aus. Ne? Der holt aus. Ja, ja, der ist ein Psychopath. Nein, ich liebe doch alle. Aber so ein bisschen sticheln schadet nicht. So. Das ist aber Rassismus. Ja, aber Rassismus kann auch positiv sein. Weil zum Beispiel... Warte, guck mal, sehr gut. Rassismus kann positiv sein. Aber guck mal, stell dir vor, genau, ich gehe zu einer italienischen Pizzeria. Ja. Weil ich eine echte italienische Pizza essen will. Ja. Und dann steht auf dem Schild hier, auf dem Namensschild, Ahmed. Ja. Dann weiß ich, dass der hier ein Lügner ist und dass die Pizza nicht gut wird. Richtig? Oder? Ja. Weil in meinem Rassismus ich mir denke, so ein Araber kann nicht so eine gute Pizza wie ein Italiener machen. Und dann gehe ich aus dem Laden raus. Also hat mich der Rassismus geschützt. Richtig? Oder wenn ich ein Auto kaufen will. Wir haben so gemacht. Du stimmst mir zu, ne? Du? Oder wenn du ein Auto kaufen willst. Oder wenn du ein. Guck mal, wenn du ein Auto kaufen willst. Ja. Und der Typ im Autohaus. Ja. Auf diesem Autoparkplatz eher. Ist ein Libanese. Ja. Dann kann man ja schon schwer davon ausgehen, dass du über den Tisch gezogen wird. Dass die Kilometer runtergetrieben ja, ja. Das heißt, es schützt dich ja. Richtig? Aber warte mal, ja. Das ist ja plump. Das sind aber Vorurteile.
Das heißt, wenn du zu einem deutschen Autohaus gehst, ja, kannst du nicht über den Tisch gezogen werden. Nein. Kann man? Oh mein Gott, dieser! Ja, echt? Das kann passieren, ey, aber... Weißt du, gestern haben wir den Film geguckt, Ronin. Ronin, ja, wie die es gestern gesagt, ja, haben. Der, da war geil, dieser Typ mit dem Koffer. Ja. So ein deutscher Ex-KGB. Bei dem hast du wahrscheinlich, wirst du nicht reinfallen. Ja, guck mal. Sagst du, der ist immer korrekt. Okay, ich habe eine Frage an dich. Guck mal, sei ehrlich zu dir selber. Wenn du durch die Stadt läufst... Ich werde schon, mein Lied ist ja schon ekelhaft werden, wenn der Hut, ja, aus... Du willst so ein Mikrofon kaufen für einen Podcast. Die ist teure Mikrofon. Ja. Ne? Und dann siehst du so einen Laden, wo so vier Kanacken-Shisha rauchen davor. Ja. Ne? Du gehst rein und sagst, ey Bruder, ich komme jetzt. Dann macht er so, geht rein und verkauft dir ein Mikrofon. Oder du siehst so einen sauberen Laden, wo so Volker drin arbeitet. Wo gehst du rein? Sag die Wahrheit. Erstmal, ja, ich gebe dir das jetzt in diesem Moment nicht, weil du so lange das machen willst. Nein, aber nein, es er ich hat recht, online. Aber es hat aber... Geil! Das aber das sind auch, das hat ja was mit, wenn du den Laden dir anguckst, das hat ja mit einer Arbeitsweise auch zu tun. Du kannst ja eine Shisha rauchen und sagen, ey, weißt du was, ich gehe mir jetzt ein Mikrofon kaufen da. Weißt du, ich meine, aber wenn jetzt zum Beispiel der Ausländer, ja, auch in seinem Laden wie ein Volker stehen würde, ja, sehr engagiert und seinen Job ernst nimmt, dann würde ich auch in diesen Laden reingehen. Boah, aber verstehst du, was ich meine? Das sind Unterschiede, die wir nicht machen dürfen. Krass. Aber uns wird ja alles zehnmal schwieriger gemacht. Wir müssen ja zehnmal mehr abrufen, ja, um wie ein Volker zu sein. Ja. Und das ist halt der, ja, Unterschied. Aber wenn wir uns dreimal noch mehr daneben benehmen wie ein Volker, ist das normal, ja, dass wir dann halt die Chancen nicht, okay, bekommen im Leben. Vorurteile. Weil ihr mal Dagestaner erwähnt. Ja. Da ist ja nicht jeder Dagestaner ein Kämpfer, oder nicht? In Nein, Dagestan. Aber Dagestan ist dafür bekannt, dass sie wirklich die besten Kämpfer, also der Welt haben. Guck mal, ganz Russland und die Ex-Sowjetländer sind aber dafür bekannt, dass die Kampfsportaffin, ja, sind. Ob im Amateurboxen... Also es gibt jetzt keinen Informatiker oder... Na, sondern klar, die gehen alle gezüchtet. Ja, aber auch der Informatiker hat so Judo-Schwarzgurt. Ja? Ja, da ist auf jeden Fall Kampfsport richtig so Programm. Ja. So. Das lernt sie, glaube ich, schon in der Schule schon. Ja, so, ja. Ringen und Ringen, so ist Judo, so alles mit am Start. Jetzt verstehe ich das. Das ist wie bei diesen Tunesiern und Algeriern. Ja, die so lernen Clown. Clown. Von Kindern. So ein Volkssport. Ja, okay. Jetzt habe ich, ja, das verstanden. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Guter Vergleich. Der, ja, gefällt mir. Dann lernst du in der Tasche so. Du hast eine kleine Tasche. Tu das unter dem T-Shirt. Guck mal, wir waren ja in Tunesien dieses Jahr, letztes Jahr. Und er denkt ja nicht so weit, dass wir so schlau sind. Ja. Ne? Er denkt ja, wir sind dumm. Weil wir sagen, wir sind ja nur ein Teil von seinem Podcast. Ja. Wir waren in Tunesien, er sagt, ey, guck mal, hier war ich als Kind, hier. Aber es waren nur kleine Seitenstraßen, ja, wo man sieht, das sind so Abhauwege. Ja, es waren keine Hauptstraßen. Und er denkt, wir checken das nicht. Ja, ja, die sind schon anders. Nisa, weißt du, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass du in einer Sackgasse warst? Wo? Bei welchem Podcast? Wo? Ich höre normalerweise in jedem Podcast, sind die, also gibt es keinen, der, glaube ich, gegen dich... Kopf an, nein, Kopf kommt. Ich schwöre, ich habe einen Podcast, den zu Ende gehört mit Salim Samato. Da warst du sogar am Wackeln. Ja, das war diese. Ja, Salim Samato ist kein Mensch. Ja, hey, Bro, ich schwöre. Der ist kein Mensch. Das ist der Super Grüße an der Stelle an ihn. Das ist der Super Nafri. Ja. Guck mal, du musst so sehen. Ich bin so Dings. Ich bin so Son Goku, aber er ist so Super Saiyajin Son Goku Stufe 4. Ja. Das heißt, das ist so der Endgegner. Der ist so bei One Piece, wenn Rocky Salim, G5, ja, macht, ne? Oder das G5, der, ne, ist so, ja, einfach. Guck mal, ja. Und die sind ja beide Autisten. Salim, nein, der, ja, ist wirklich ein Autist. Nein, du bist auch ein Autist. Nein. Doch. Guck mal, Salim ist ein Autist, aber der ist so, kennst du diese 8-Jährigen, Max bei Spiegel TV, die sind dann so hochintelligent, die können so Aktienbörsen lesen. Das ist Salim. Und wir haben hier so auch Autisten, die können dir sagen, der Kameramann bei Bloodsport war dieser Film, das war der Neffe von Lionel Richie. Also sein Autismus. Also das ist so. Also mit seinem Autismus kannst du nicht kaufen. Kannst nichts anfangen. So. Kannst nur unterhalten werden, bespaßt werden. Der ist so im Zirkus, der mit diesem Einabigen kommt dann so. Kameramann von Bloodsport. Ist der Neffe von Lionel Richie. Aber du bist richtig drinnen in sowas, ne? So Filme und, yeah, so. Ja, okay, dieser Autos muss bringen. Also ich glaube so. Guck mal, der wird langsam schwächer. Ich wollte das eigentlich nach dem Podcast klären, aber ich sag's jetzt kurz. Yeah. Dein Filmempfehlung war gestern beschissen. Ich finde den gut. Ronin ist ein geiler Film mit Robert De Niro und Jean Reno. Da, geiler Film. Langweilig. Du auch? Da, zwei Leute sagen, es ist ein geiler Film, ich sag auch, es ist ein geiler Film. Jean Reno und Robert De Niro. Super Film.
Worum Findet geht's? Ihr? Ja, ich kenne den bestimmt. Ja, ich kenne den 100% auch. Sag mir sogar was. Geiler Film. Langweilig. Ja. Ist okay, muss man mal geguckt haben, aber es ist jetzt kein Film, den ich sage, ey, den müssen wir nochmal gucken. Bruder, okay. Du machst Winterschlaf in so einem Baum, in so einem Loch. Warum? Wenn es kalt wird, weil du ein Eichhörnchen bist. Was willst du uns von Filmen erzählen? Also der Film aber war mit so. Ist Bloodsport in wirklich dein Lieblingsfilm? Hab ich letztes Mal auch gehabt. Ist wirklich... Ist doch Bloodsport, das ist so. Ja, cool, siehst du das? Ja, habe ich schon gesehen. Letztes Mal habe ich schon gesehen. Ja. Das ist der Film. Max muss sein Körper, der hatte. Ne? Ja, ja. Aber das Problem ist, ich habe gehört, der ist ziemlich klein. Ne? Der ist so 1,55, 1,60. Nein, 1,75 so circa. Aber das ist ja auch klein. Van Damme doch. 1,74. Ja, wie sich gerade fühlt. Ja, aber ist ja auch klein. Du sagst 1,75 klein, der ist 1,65. Ja. Das ist ja das Geile. Ich sage auch zum Beispiel immer Tom Cruise, der Hollywood-Zwerg. Tom Cruise ist so 1,71 oder so. Ich denke, die nennen den Zwerg. Der ist immer noch 6 cm größer als ich. Guck mal, bei Herr der Ringe mussten die mit so Greenscreen die Beine wegmachen, dass die kleiner werden. So sind kleine. Bei uns die das einfach ohne machen. Die Hobbits so spielen können. Aber das ist der Film, Agit. Guck mal, das ist der Film. Ja, American Gangster ist wirklich geil. Ja, aber guckst du lieber den als den? Ja, 100%. Als Kampfsportler? Ja, meine Damen und Herren. Boah, geht's. Aber ey, ich lebe doch sein Leben. Oder ich lebe doch das, was er zeigen will. Genau, so. Das lebst du. Ich will das gar nicht sehen. Ja, aber er musste nicht wie du jeden Samstag um 20 Uhr gucken. Seit 30 Jahren. Und das ist eine wahre Begebenheit. Ja, Frank Lucas. Bloodsport auch. Auf jeden Fall. Das, Frank Dux, steht Frank doch Lucas. Hier. Welchen Stein, was ist der, welchen Stein willst du? Ja, welchen Stein? Ei, sie macht so, halt! Einen von unten! Und dann zieht er so sein Oberteil aus und so. Und das frag mal, wie der Bundespräsident ist. Beste Bundespräsident. Dieser Schulz. Doch, Schulz! Das ist Bundeskanzler. Und der heißt Olaf Scholz. Ja. Wie, gibt's noch einen anderen? Aber interessiert keinen. Aber hier, synchron, dass er nachkam. Der kann auch die Originalfassung, was er sagt. Komm, sag Original. Sag Original. Sag Original, wenn du uns liebst. Die Asiaten reden da ja so kaputt Englisch, ne? Weißt du das? Die reden gar nicht okay, so. Okay, mach mal bitte. Ja, mach mal. Ja, boah, das muss ich jetzt. Welche Szene? Hast du letzte Woche wieder gesehen. Auf Englisch, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch jeden Tag. Ja. Bruder, das ist so. Ja, ich kann eigentlich alles zitieren. Theoretisch. Van Damme redet ja immer so. Van Damme redet ja immer mit so einem ganz schlimmen Akzent. Schlimmer Englisch als wir beide. He talks like this, you know, because he's French, he's from Belgium and he speaks English like this. Schwarzenegger auch schlimmer. Stallone kann sich auch gar nicht verstehen, der Arme. Weißt du, wie Stallone Englisch redet? Mm-mm. Boah, so. So. Ja, doch. Stallone redet so Englisch bei uns. Ist, ey, ganz schlimm, so. So, guck mal, auf Deutsch hörst du den ja normal. Sagt Adrian und so auf Englisch. Ist so, so redet der. Ich aber sprechen die gut Englisch? Guck mal, Stallone ist halt besser als ich. Also guck mal, Van Damme und Schwarzenegger haben halt brutalen Akzent. Brutal, Schwarzenegger brutal aber deutsch. Was machen die? Lesen die etwas ab oder sind die. Die reden, nee, das ist halt so akzeptiert. Stallone. Das ist halt so akzeptiert, als wäre das so. Ja, der hat mir dann erzählt, die haben denen extra mal Rollen gegeben, dass er aus Frankreich ist und zum Beispiel nach Amerika gekommen sind. Dass man diesen Akzent rechtfertigt. Genau, das ist immer ein Franco-Kanadier oder so. Und Arnold auch, voll auf deutsche Vorfahren oder so, sagen die. Und Stallone ist halt ein Ami, aber der hat ja halt so, weil seine halbe Gesichtshälfte gelähmt ist. Ein Schlaganfall, ne? Nee, als Kind irgend so ein Geburtsfehler. Und deswegen. Yeah. Stallone noch in Interviews. Der redet so, der Arme. Aber der ist trotzdem King. Aber guck mal. Als Kind hast du Van Damme dir angeguckt und Stallone und hast gesagt, du willst so sein. Du hast nicht Denzel Washington gesagt, ich will so sein wie der. Das stimmt. Siehst du? Als Kind. Ja, und Denzel Washington. Als Erwachsener war. Ich will die Patte. Oh, guck mal, Denzel Washington. Ja, nicht die Patte, aber die Geschichte interessiert dich. Ja, das ist geil. Das interessiert dich auf jeden Fall nicht als Erwachsener, Mann. Es gibt zwei Regeln. Familie und Fleisch. Ja. Bruder. Okay, hat Frank Lucas das Kumite gewonnen? Hat er das Kumite gewonnen? Hat Frank Lucas Tong Po besiegt? Hat Frank Tong Lucas Po ist erstmal ein Marokkaner. Na und? Er ist ja noch besser, wenn man den besiegt. Hat noch was Gutes getan für die Gesellschaft. Dann noch was. Hat Frank Lucas wie Rocky bei Rocky 4 im Schnee trainiert? Distanziere mich ganz klar. Ja, danke. Oder aber guck mal, wenn so Dings kommt, Rocky 4. Hearts on fire. Aber Rocky ist was anderes. Das ist ein ganz anderes Level. Wenn hast du Rocky geguckt? Ich habe aber die Rambo-Filme mit dem geguckt. Ich habe, ich glaube, drei Teile von Rocky gesehen. Wie viel gibt es insgesamt? Sieben. Dann habe ich drei gesehen.
Ja, aber Rocky schon ganz nee, andere Level. Acht, nee, neun, nee, ohne Creed sind nein, sechs. Nein, ohne Creed, ohne sechs, Creed. Nein, sechs. Nein, das, das ich hab nur das, Creed 1 gesehen. Das raus. Das hat mit Rocky Legacy nichts mehr zu tun. Das hat auch mit Rocky nichts mehr zu tun. Das hat auch mit dem, das hat alles auseinandergenommen. Ich habe Creed letztes Mal, Creed 3 geguckt. Ey, das war so eine absurde Geschichte, ne? Kennst du die Story Creed 3? Einfach so ein 45-Jähriger kommt aus Knast. Der kommt aus Knast, nein, aber nein, es geht ja nicht darum. Scheiß mal darauf, auf Sportliche. Der Junge, der aus dem Knast rauskommt, tut Rock, also den Creed, einen Gefallen und geht für ihn in den Gefängnis. Er kommt raus, behandelt ihn, als wäre er so Kacke. Ja, Kacke. So, und dann gehen was essen, er gibt ihm so $300. Ja. Der so, kümmert sich um dein Leben. Und Michael B. Jordan ist so groß wie ich, ist Heavyweight Champion. Ja, ey, ich, so, ich weiß, ich bin. Drehbuch hat Rocky selbst oder Silvester. Nein, bei drei hat er nichts mehr zu tun, weil boah, der doch tief mit diesen machen. Boah, ey, das war ein wirklich. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte ausgedacht hat. Nein, Maximum Schrott. Rocky-Filme ja? sind. Richtig schlecht. Ey, guck doch mal die Rocky-Teile 1, 2, 3, 4 an, die gezündet haben. Ich nimm mag doch sogar das und wandel das in die jetzige Zeit um. Ich, oder mag, so sogar ähnlich, Rocky 5. Ich mag sogar Rocky 5. Mit Tommy Gunn. Ja, ich finde es auch nicht schlecht, aber trotzdem meiner Meinung nach der schlechteste Rocky-Teil. Der auf jeden Fall der schlechteste Teil. Der 3 war mit Abstand aber der das geilste. Sind so geile Szenen. Apollo Creed gegen Apollo, nicht Apollo Creed, gegen Ivan Drago war 4. Ja, 4. Mit Abstand der beste Teil. Ja, 4, da sind diese geilen Trainingsszenen. Ey, seid mal ehrlich, ey, das ist eine. Wenn ich das jetzt manchmal gucke, ich will einfach nachts ins in Gym rennen. Ich auch, ey, so das ist wirklich ja, krass. Gibt dir das Motivation? Ey, geisteskrank. Guck dir mal bitte den. Und weißt du, was das Geile ist? Das hat wieder gezeigt, dass im Boxsport du kannst 10.000 Zuschauer haben, wirklich 10.000 Fans, die können für dich jubeln und sagen, du bist der Geilste, du bist der Beste, aber wenn im Ring dein Gegner eine bessere Leistung als du gebracht hat, kannst du diese 10.000 Zuschauer davon drehen. Mindestens 6.000 oder 7.000 zu deinen eigenen Fans machen. Weil in diesem Film war zum Beispiel der Kalte Krieg noch. Genau, da ist Rocky hingeflogen und hat Ivan Drago geschlagen in Russland und die russischen Fans, die hier die Gouverneure und so sind aufgestanden und haben dann für Rocky geklatscht. Weil das eine geile Leistung war. Genau, weil er ihn zu Hause besiegt hat. Genau. Und das meine ich. Echt so? Das, nein, komm, na klar. Klar ist Rocky echt. Nein, ich Rocky ist echt. Er hat eine Statue. Das hast du auch im Boxen. Da in dieser Treppe leben jetzt Obdachlose. Ja, und? Das hast du aber, das hast du wirklich im Boxen. Das hast du ehrlich im Boxen. Aber im Fußball hast du das nicht. Weil wenn deine Mannschaft verliert, stehst du auf, gehst nach Hause, bist am nächsten Tag wieder dieselbe Mannschaft, der Fan von der Mannschaft. Dich interessiert sich, ob die verlieren oder gewinnen. Aber beim Boxen ist es so, du erkennst deine Leistung an. Sagst, ey, der hat eine geile Leistung, Hut ab. Ja. Also ein kompletter Leistungssport. 100%. Du kannst nur mit Leistung gewinnen. Ja, im Fußball aber auch. Obwohl, im Fußball kannst du einer sein, oder der einfach also so nebenan steht. Oder du machst Schauspielerei und drehst TikTok-Videos. Dann kannst du im Boxen mittlerweile jetzt auch Meilensteine erreichen. Ja. Auf jeden Fall. Da gibt es auch einige Kandidaten. Du könntest im Fußball viel reißen, weil du machst ja sehr wenig. Du wärst einfach dieser Spieler, der nichts macht, aber so weit kommt. Ja, Mann. Ja. Geil. Das wäre geil. Und trotzdem Geld verdienen. Diese Celebrity, ich zähle das gar nicht so. Aber beim Fußball ist auch so. Verliert irgendwie so ein Trainer 4-mal, wird der auch sofort gewechselt. Der wird sofort gekündigt. Ja, kommt drauf an, welche Mannschaft. Wenn du bei Bayern München bist, die wollen nur Erfolg. Genau. Aber wenn du in einer Mannschaft bist, die Kultur und ein bisschen, was heißt, an diesen Charakter noch festhält, ist es nicht so. Weil ich meine, so bei VfL Bochum ist es zum Beispiel nicht so. Bist du ein Bochum-Fan? Was heißt Fan? Ich unterstütze schon Bochum. Ne? Also guck mal, ich komme aus Bochum, natürlich oder hier man, Schalke. Nee. Ich wollte jetzt hier abwarten. Nee. Geil. VfL Bochum. VfL Bochum, welche Liga spielen die? Erste Bundesliga. Ja, ist nicht so krass. Spielen die jetzt in der ersten? Schon seit 2 Jahren. Ja? Hallo. Na, ein bisschen Respekt. Ein bisschen Respekt. Sorry. Warte ich schon mal bei Spielen? Ja klar. Also, seid ihr alle Bochum-Fans? Support die auch so mit Herz? Also jetzt, also ich bin jetzt nicht, ich supporte jetzt nicht mit Herz, aber ich bin schon Bochum-Fan. Ich sag, ey, ich habe letzte Saison, also die letzten paar Spiele nicht mitverfolgt, weil wie gesagt, selber Training. Weil es deine Heimatstadt ist. Genau, aber trotzdem, Herz schlägt für Bochum und wir supporten Bochum. Okay. Kollege, ein guter Freund spielt auch da, Kevin Stöger. Ist auch sehr, sehr gut am Spielen aktuell, macht seine Tore, macht seine Vorlagen. Sehr gut. Ja. Die Spieler von Bochum. Du guckst Fußball? Bist du Fan? Nicht so Fan, aber ich guck gerne. Ich guck gar keine, ich hab gar keine Ahnung. Keine Sympathie gegenüber Fußball? Nee, ich guck gerne so, ich würde auch gerne mal ein, zwei Spiele, ich wollte unbedingt mal ein Paris-Spiel sehen, weil ich glaube, so Parc des Princes soll geil sein. Groß. Was schon? Nicht so gut? Es ist für mich wirklich uninteressant. Für mich war es nur interessant gewesen, mal Messi, Neymar und Mbappé mal, weißt du, dieses... Hast du gesehen? Nee, das mal zu sehen.
Aber ich glaube, ey, das ist doch so. Aber jetzt im Februar kommt das Spiel des Jahrhunderts, ne? Ronaldo gegen Messi. Ja. Letztes Spiel. Weißt du, wer es veranstaltet? Ich tue so, Riyad. Dass es zu Baso Ozora wäre. Riyad veranstaltet die Veranstaltung. Inter Miami gegen. Genau. Ey, ich sag doch, guck mal, was schönes sportlich, was sie auf die Beine stellen. Da hat ein Typ, glaube ich. Die geben den beiden nochmal die letzte Chance. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, da hat ein Typ 2,8 Millionen Dollar bezahlt, dass er mit Messi und Ronaldo dann ein Bild machen darf. Mit beiden zusammen? Ja. Ja, das ist krass. Auf kein Foto. Das so, ich weiß nicht, ob das durchgegangen ist. Ey, das der ist, hat dann bestimmt auf dem T-Shirt, auf dem T-Shirt des Sponsoren das drauf. Ist das zweitkrasseste Bild, das du machen kannst. Platz 1, ein Bild mit Nisa und Cheyenne. Ja, und wir sind so einfach Chaps. Was? Wie krass? Wir sind nix. Okay, was machst du, wenn Messi dich sieht und dich nach einem Bild fragt? Was machst du dann? Was soll ich machen? Machst du, sagst du ja? Nee, ich sag dann nein. Ich sag vielleicht nein. Nein, ich will nicht. Weil du den so hochlobst immer. Und das macht dich ab. Ja, aber ich, Van Damme wird kommen, so ein vercrackter alter Mann. Van Damme ist der King. Ich schwöre, diesen Tag, wo Van Damme kommt und sagt so, ja, ey, mir haben viele Fans immer von dir berichtet. Ich sage dir, mein Freund, chill mal, das war nur ein Film, Bruder. Ich war mal vor 40 Jahren berühmt, ist okay. Ist immer noch ein Star, hast du selber gesehen. Aber ich glaube, du eine ähnliche Geschichte gab es mal in Türkei, dass sie mal den Schauspieler, weil er war so Mafia, die haben dann zu ihm gesagt, ey, du bist Mafia. Danach mach mal diese Filme, die du im Film machst, mach mal jetzt hier auf der Straße mit uns. Sie haben den dann gehauen. Der Arme. Wie hieß der Schauspieler? Der war von so einer berühmten Kultur, war das, glaube ich, so ein Schauspieler. Also, was heißt, glaube ich, es war. Was er war ist von, das für eine Mentalität? Ja, ja so aber, nein, weil im Film ist er der Starke, der haut alle weg. Und ich dann, okay, die Filme, die du da im Film machst, mach mal hier auf der Straße, wollen wir sehen. Haben wir den weggehauen. Hängen geblieben ist doch nur hängen geblieben. Ja, aber die dachten so, der ist auch auf der Straße ein Kämpfer, so, weißt du? Krass. Ja. Aber. Ja, aber es gibt ja wirklich krank. Es gibt ja auch Leute, die so Mike Tyson testen auf der Straße. Ja, da hast du ein bisschen übertrieben. Nein, da habe ich nicht übertrieben. Hast du gesehen, einen Reporter? Mike, da hat er doch selber erzählt. Ein Reporter, sein Leben. Mike Tyson hat doch letztens im Flugzeug sogar diesen eingeschlagen. Guck. Siehst du, wie hängen geblieben? Ein Reporter hat sein Leben zu verdanken, also wegen dem Sohn von Mike Tyson oder Tochter. Der Typ kommt zu nah, Mike Tyson sagt so, geh, komm nicht zu nah, ich bin gerade mit meinem Kind, will den gerade schlagen, sagt sein Kind, ey, der ist von TikTok. Und dann so, what? Und dann sagt er so, und dann sagt er, ja, okay, alles cool. Und dann hat er sogar mit einem Bild mit ihm gemacht. Leute sind hängen geblieben. Guck mal, die sagen, also Kampfsportler sagen auch, ey, es gibt Leute auf der Straße, die wollen dich einfach testen. Die sind so. Ja, neben der Spur. Ja. Also, wie oft haben wir in Essen gehört, wenn Mike Tyson hier wäre, wir hätten ihn zum Hund gemacht. Yeah. Bist du hängen geblieben? Der gibt dir eine Ohrfeige, du schläfst 4 Tage. Der war zu wenig Essen unterwegs. Ja. Nein, aber ich sage, es ist halt, der Mike Tyson hat mal was Cooles gesagt. Da hat der Reporter Floyd Mayweather gefragt, wer ist der Größte aller Zeiten? Findest du, dass Muhammad Ali der Größte aller Zeiten ist, haben die gefragt. Da hat Muhammad Ali darauf geantwortet. Mayweather meinst du? Ja, Mayweather hat darauf geantwortet, ja, ich bin der Größte aller Zeiten. Guck mal, ich bin ungeschlagen, stehe bei 49-0. Ich bin der Beste, ich bin größer, ich bin viel größer als Muhammad Ali. Ich bin der Beste aller Zeiten. Dann haben die Mike Tyson gefragt. Mayweather hat gesagt, er ist der Größte aller Zeiten, er ist sogar viel größer als Muhammad Ali. Dann hat er gesagt, also hat Mike Tyson in die Kamera gesagt, okay, fragt man Mayweather, ob er seine Kinder allein zur Schule bringen kann. Kann er nicht. Also weil er von der Größe, weil Mayweather ist so 1,70 oder so, ja, und boxt 66 Kilo. Also er will darauf sagen, ja, Ich glaube aber auch, er hat das auch so gemeint von der Beliebtheit. Er hat gesagt, ich glaube, er hat das eher so gemeint, ja, Muhammad Ali ist so groß, er ist der Größte, aber weil er meint die Menschen auch ihn auch feiern. Aber ich glaube auch, er meint es so als Heavyweight oder so als quasi das bisschen. Meinst du ja, nicht? Ich glaube, ich habe das anders verstanden. Doch, weil er die Security um sich herum hat immer. Ja. Der läuft ja immer mit Bodyguards rum, die so zwei, drei Köpfe größer als er sind, so dreimal breiter. Ja. Okay, folgenden Plan haben wir. Du musst auf jeden Fall nochmal nach Riyadh. Wir kommen mit. Ja. Du tust schon mal vorbereiten. Er hat ja so eine Wieselart. Er spricht die gleiche Sprache wie die. Das heißt. Nein. Sprichst du auch? Also ist dasselbe Arabisch? Ist anders Arabisch, ja. Ja aber man kann das. Betrüger können, die passen sich an. Ich glaube, deswegen können die auch Französisch. In Saudi, die sind keine. Also die können. Ich glaube, die können nur ganz sauberes Arabisch, ne? Ja, weil viele Freunde, die kamen auch. Also die konnten auch mal. Also Marokkaner gewesen, die haben sich mit denen nicht verständigt. Also konnten, ging nicht. Ja, aber das ist ein super Nafri. Die können das. Der passt sich schon an. Der ist ein super Nafri. Dann gehen wir dahin. Der macht das so, der bringt die zum Lachen, der tanzt dann Michael Jackson, weil die haben Michael Jackson wahrscheinlich schon 100 Mal einfliegen lassen. So, der tanzt dann Michael Jackson, ich gehe dahin, der macht so ein bisschen Iraner-Sprüche, die mögen sowieso iranisch so extrem, aber die wollen auf Friedenskurs gehen, das ist gut.
Dann, nein, das finde ich nicht gut. Dann tun wir uns etablieren da. Und dann drehen wir Podcast von Riad. Ja. Ja. Und dann zeige ich dir. Ich schwöre, wenn Ronaldo fragt, ich sag nein. Extra. Weil du ein Mann bist. Nein, weil du so cool bist. Wenn Ronaldo dich nach einem Bild fragt, du sagst nein. Ich sag nein, um ihn abzufacken. Und ich habe eh keine Fußballsympathie. Das ist so für mich. Echt, das ist krank. Also wenn guck mal, der ist ja auch so respektlos. Also dann sei du gegenüber auch so dein Van Damme. Guck mal. Ich töte ihn, wenn er kein Bild mit Van Damme macht. Guck mal, er ist auch so respektlos meinen Sporthelden gegenüber. Guck mal, was passiert. Guck mal, mit Ronaldo, es ist für mich das Gleiche. Ich bin in Dubai, ich bin im Hotelzimmer, der ruft mich an und sagt, ey Nizar, hier sitzt so ein fetter Araber neben mir. Die Story hast du schon letztes Mal erzählt. Alle machen Bilder mit dem. Ich so, wer denn? Ey, wer heißt der? Der so ja Nassim Hamid oder so. Guck mal, wie du über den geredet hast. Boah. Ja, Bruder, du musst doch meine Situation verstehen. Da hat sich jemand so ein Fetzer gerade die Fußnägel machen lassen. Also der hat sich wirklich die schneiden lassen und massieren und so. Und dann kennst du, ich weiß ja nicht, wer das ist. Aber du weißt ja, wer Ronaldo ist. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt nicht so... Für mich ist das einfach ein Fußballer. Ich war Ronaldo. Ob Ronaldo der eine, der bei Wiesbaden spielt. Ja, okay, Bruder, jetzt übertreibst du. Ja, alle. Ich meine, das ist einfach weil so. Weil jetzt ist respektlos. Das ist einfach, okay. Wenn jetzt Ronaldo, wenn Ronaldo nicht einen Podcast macht, ja, mit 2 Millionen Zuhörern im Monat, dann gebe ich dem Props. Bruder, der macht eine Folge und hat wahrscheinlich 800 Millionen Aufrufe. Weißt du nicht? Das ist jetzt einfach so Theorie. Doch, doch. Okay, wenn Ronaldo jetzt kommen würde und sagen, Nizar, ich habe dein Special auf YouTube gesehen und ich finde das geil, wie du die Leute so gedisst hast. Dann wäre das alles okay. Ja, dann mach ich schon mit dem, dann feier ich den. Dann hat er, ja. Nee, weißt du, was ich machen würde? Ja. Ich würde mit Ronaldo mich gut verstehen und dann würde ich ihn benutzen, dass er mir Van Damme klar macht. Das ist der Plan. Weil ey, Ronaldo wird wahrscheinlich Spaß, ein Fan sein. Spaß beiseite. Yeah. Ich habe gehört, Jason Statham war da gewesen letztes Mal. Ja. Ich glaube nicht, dass er da, also könnte passieren, dass er wirklich bei nächsten Veranstaltung da sein wird. Ja, wir müssen hin. Also Spaß beiseite, kann ja wirklich passieren. Wie? Ihn zu unterstützen, egal. Da hinzugehen, egal, der geht nur wegen Van Damme. Ich kämpfe auch da, ne? Ja. Also, ich kämpfe bei Kampf, er sucht so einfach ganz einfach Van Damme überall. Ja, ich kämpfe, wo der kämpft. Wir sind da zum Support. Ich, und ich laber so, wie Conor Ronaldo vorgelabert hat. Dass Van Damme immer sagt, ey, nimm mal diesen Zwerg weg, der labert mich die ganze Zeit voll. Und ich sag so, ey, Van Damme, voll krass damals. Diesen aber Zwerg, ihr seid ja fast gleich groß. Naja, der ist ja nicht so viel größer. Der Arme. Aber weißt du, was auch sein kann, wer da ist? Bei euch, weil der war auch beim Fury-Kampf Stallone. Genau. Das wäre auch ist, er ist, glaube ich, jetzt bei Fury-Kampf ist ja auch damit, wirkt er ein bisschen mit, also ja, Show-Act und ich glaube, der will, die wollen so ein bisschen halt das... Das wäre geil. Alter. Ja. Haben so irgendwelche Ausländerfreunde von dir gesagt, als du das Bild gepostet hast, ey Bruder, bist du noch da, kannst du ein Video machen, ein Großvideo mit Ronaldo? Ja! Nein. Gott sei Dank. Nein. Du hast echt gute Leute um dich herum. Ich glaube einfach, die wussten, dass es so unrealistisch ist. So, weißt du? Also du kamst ja heute mit 18 Leuten. Ne? Man muss sagen, jedes Mal, wenn du hier bist, kommst du echt mit guten Leuten. Ja. Ich sag ja, ich habe nur gute Leute um mich herum. Das ist schön. Die sind echt gut. Wirklich, weißt du, normalerweise wären die anderen Jungs wieder mitgekommen, aber es hat nicht funktioniert, weil die auch arbeiten. Weil wir sind alle mit allem arbeiten, aber die Jungs hatten Urlaub gehabt. Geil. Urlaub. Ja. Nicht vom Knast, sondern von der Arbeit. Von der Arbeit. Ja, der eine ist Arzt, einer ist Lehrer. Das sind Hagens Freunde. Einer ist Iraner. Ja. Iraner, Autobezeichnung. Da ist Lehrer und Arzt zugleich. Ja. In einer Person. In einer Person. Agit, für die Zukunft, was kann uns erwarten? Weil du musst ja, du wirst jetzt so ein Gast sein, ja? Weil du bist ja jetzt Familie, du bist ja auch Deutsch, ja? Und wie sind die Deutschen? Ja, dass du jetzt, du hast so eine unbegrenzte Flatrate. Das heißt, du kommst jedes Mal. Es gibt keine Anfragen mehr und dies, das wir fragen, du fragst. Egal wann es ist, du bist immer hier danach. Dankeschön, danke sehr. Sehr, sehr gerne. Deine Plattform ist immer hier geboten und gesichert. Aber was können wir für die Zukunft erwarten? Was sollten wir tun? Was sollten die Fans tun? Auf was sollen wir achten? Wie können wir supporten? Hau einfach mal raus. Also was die Fans und die Zuschauer auf jeden Fall tun können, ist auf jeden Fall, wenn in nächster Zeit, wenn Kämpfe wieder anstehen, supporten, einschalten, gucken und versuchen, sich mal ein bisschen so, ja, auch mal ein bisschen reinzulesen ins Boxen und zu gucken, ey, was geht ab, was geht nicht ab. Ist wirklich, was wir hier erzählen, die Wahrheit entsprechen, ne, und ja, und einfach zusammenhalten, ne, versuchen, den Sport nach vorne zu bringen, weil am Ende des Tages, ich möchte auch den Sport nach vorne bringen und das zu sehen. Und ja, wenn ich euch dann sympathisch genug bin und vom Typ her passe, ja, dass sie dann sagen, ey, wir folgen ihnen auch in der nächsten Zeit auf YouTube, auf Social Media, auf Agit Instagram. Agit Kabay überall, ne? Genau. Und ja, ich würde mal sagen, ja, Dankeschön, dass ich hier sein darf, Jungs. Kurze Frage noch.
was ist das Zeitfenster, wo du eventuell wieder kämpfen wirst? Weißt du das ungefähr? Das weiß ich ehrlich nicht, weil wie gesagt, die Saudis planen für, der Saudi-Arabien plant für dieses Jahr 4 oder 5 weitere Events. Das Ding ist, also, die haben im Sommer, wirklich, ist es sehr, sehr heiß drüben. Ja, man erstickt. Also Mai, Juni, Juli, August, fast Anfang September fällt es so mal in den Sand. Also die wollen entweder machen Ende Oktober, Anfang November, Dezember, da stehen wieder Veranstaltungen an. Und jetzt auch natürlich März und Mai. Okay. Mai ist auch halt sehr, sehr gefährlich, weil es ist auch sehr, sehr heiß schon da. Ne? Also für mich wäre es wirklich, wenn man irgendwie mich noch irgendwie versucht, noch im März reinzuschieben. Ich bin ready, ich bin bereit, ich bin wieder im Training, habe wieder angefangen. Und ja, wenn es jetzt im März funktioniert, wieder auf der Undercard zu kämpfen, ich bin bereit, ich bin ready dafür und ich freue mich für die nächste, also auf die nächste Herausforderung. Ne? Also Agit, von mir erstmal ganz vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Ja. Ich bin großer Fan deiner sportlichen Karriere. Dankeschön, ich finde, das ist eine Hammer-Rocky-Geschichte. Ich würde mich freuen, du musst für uns den Weltmeistertitel holen. Ich gebe alles. Da würden wir uns sehr geehrt fühlen und wir feiern und wir fiebern auf jeden Fall mit. Danke, dass du da warst. Gerne. Und ich spreche mal für das Volk, ja. Wir sind stolz auf dich. Ja, Dankeschön. Wir sind wirklich stolz auf dich. Wir sind Dankeschön. Wirklich stolz auf dich. Wir haben live mitgefiebert und auch in der Zukunft wollen wir das immer supporten. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf einen Kurden stolz sein werde, aber so. Der Tag ist gekommen. Der Tag ist gekommen. Tag des jüngsten Gerichts. Ja, ich höre das Ende naht. Ja. Und wir sind sehr stolz auf dich, was Dankeschön. Du leistest. Und es ist interessant, wie bodenständig du bleibst. Also wir haben uns kennengelernt vor knapp 5 Jahren, haben uns das erste Mal gesehen. Ihr kennt euch schon ein bisschen länger. Ja. Und ist du immer hast, der gleiche. Und mein Vater hat auch immer gesagt, Dankeschön. Menschen, die einen konstanten Charakter haben, die kannst du dein Leben lang an der Seite haben. Deswegen ist es schon schwer mit dem umzugehen. Ich ende jeden 3 Monate Charakter, je nachdem, wo das Geld ist. Spaß beiseite. Also vielen Dank. Dankeschön. Supportet diesen wunderschönen jungen Profi-Boxer und deine Links sind auch in der Beschreibung. Klickt da drauf, dass ihr auf anderen Plattformen noch folgen könnt. Und ja, in diesem Sinne vielen Dank an Nizar. Vielen Dank an meinen fantastischen der Partner. Der schon immer wieder gezeigt hat, du bist ein Beziehungsexperte, Boxexperte und du bist ein Terrorismusexperte. Genau, und Empathieexperte. Ja. Du kannst dich immer in andere Lagen versetzen und du bist sehr offen für alles. Ja, sehr gut. Okay. Alle anderen will ich auch noch grüßen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Das habe ich noch nie gesagt. Kooperationspartner, die uns gerne feiern und gut finden. Familie egal, Familie kann man sich nicht aussuchen. Aber Kooperationspartner schon. Also deswegen, meldet euch, ciao.